So, im Internet hört man niemanden schreien. Und Sun will sofort, dass ich was trinke. Hallo erstmal. Ich hoffe, ihr seid bereit. Es geht weiter mit Alien. Nach dem Chat-Wert hier zu urteilen, war das vor 29 Tagen und 20 Stunden das letzte Mal. Und okay. Ja, das steht da. Steht an der Seite. Ich weiß nicht, ob der das... Jedenfalls, die Truppe ist immer noch zusammen. Einer ist in der ersten Folge gestorben. Entschuldigung. Der Witz. Aber mit Knall. Ja, und Bier in der Hand. Das war... Das war einen sehr liebevollen Abschiedsbrief hinterlassen. Mhm. Den habe ich nicht verfasst, by the way. Das waren Worte, die mir in den Mund gelegt wurden. Das war bestimmt unter Alkoholeinfluss, dass du den geschrieben hast. Wahrscheinlich war es das. Ja, unter Alkohol kommen immer die bösen Seiten zum Vorschein. So war das nämlich. Genau. Ihr seid bis jetzt immer noch in der Mine. Na, man könnte meinen... Ja, nein, was? Nicht in der Mine. Na, aber bestimmt habt ihr was... Die haben bestimmt was geweckt, keine Ahnung. Hat gerade noch einen Alien-Angriff hinter euch. Ne? Alle haben überlebt, was sehr gut ist. Ne? Ich glaube, euch geht's auch einigermaßen gut. Bin ich sicher. Tatsächlich, doch. Definiere gut. Ich weiß nicht. Ihr seid Freunde fürs Leben alle? Ja. Oder mit dem Leben, ich weiß nicht. Nun ja. Sagen wir so. Körperlich geht's doch den meisten gut. Seelisch? Wie viele Storypunkte hatten wir? Alle drei, ne? Nein. Ich denke, Baxter, das ist ja die wichtige Frage, die du da stellst, hat da ein bisschen mehr ausgegeben. Warum auch immer, er hat nämlich gar keinen Storypunkt mehr. Was? Das kann gar nicht sein. Ich hatte ich habe noch zwei. Hooper hat noch zwei. Ripley hat überhaupt keinen, weil sie ist ja ein... im Grunde NPC gewesen. Sledden benutzt sie nicht. Ich weiß nicht warum. Doch, ich wollte einmal für Baxter wollte ich einen ausgeben, aber ich durfte ja nicht. Hm. Du rettest Baxter öfter als man denkt. Ja, gut. Ja, gut so. Ich wollte ja auch eigentlich den Biertrinker retten, aber da war ich halt nicht da. Der Biertrinker, alles Klärchen. So wichtig war er also. Okay. Wir waren Freunde, habe ich gehört. Nun, ihr seid was eigentlich ist das hier. Für ein Geruch? Eigentlich seid ihr hier in dieser Mine, um Energie. Energiezellen. Ich hatte jetzt wieder Batterien im Kopf, weil ihr dauernd Batterien sagt. Energiezellen, ja, genau. Fusionszellen zu finden, na, um euer Fluchttaxi aufzutanken, sozusagen. Bis jetzt habt ihr keine gefunden. Seid aber irgendwie auf dem Weg dorthin und ja. Habt jetzt eine schöne größere Zentrale gefunden. Hier scheinen auch, hier sind mehrere Tische, also alles ist durchwühlt und kaputt, ne? Also es sieht ja, toll. Nicht lecker aus. Also, es ist auch überall so komisch dickflüssig sabbernde Sachen, Tropfen von der Decke runter. Auch an einiger Wand ist auch irgendwas so komisch Organisches hängen. Also da schien irgendwas zu wachsen, sowas Schwarzes. Ihr habt das noch nie gesehen. Hab ich eigentlich noch kurz meinen Rucksack? Oder ist der jetzt... Ich glaube, der wurde verbrannt, oder? Er wurde einem sehr niedrigen pH-Wert ausgesetzt. Okay. Ja, gut. Du hast das, was du noch hast irgendwie. Ja, ich habe einen Koffer. Ja. Ja, mein Skalpell in der Hand. Das war's. Als Helden waren ja auch irgendwo hier in der Nähe, glaube ich, ne? Irgendwo in den Minen. Und mein Anzug habe ich an. Mhm. Eine Frage, du sagst organische Materie so ein bisschen. Sicher, dass wir das noch nicht gesehen haben? Wie sah es mit dem Shuttle aus? Da hatten wir doch auch was an der Wand. Ich könnte es erkunden. Es sind keine 5 Minuten im Game. Ja, also hier sieht es ein bisschen seltsam aus, so klobiger. Und es sieht nicht so frisch aus. Als wäre es
das, was ihr im Shuttle gesehen habt, war so feucht, ne? Wie so, als würde es lebendig sein. Hier ist es eher tot. Ah. Mhm. Als würde es faulen oder so. Das ist etwas anders. Wollt ihr es berühren? Nein. Das wäre hier so an der Wand. Angucken wollen im Sinne okay. von, ob ich das irgendwie recognize, im Sinne von, ob ich das auch auf der Nostrobe gesehen hätte oder so. Ja, dir kommt's bekannt vor, ja. Du hast dann so kleine Flashbacks von deinem Captain, der so ein halbes Ei wurde. Mhm. Für Leute, die jetzt nicht wissen, was ich sage, guckt die rausgeschnittenen Szenen. Diesen Kamera. Ja. Nee, kenn ich nicht. Ja, guck ich jetzt gerade. Nein. Die wurden rausgeschnitten und ich kann verstehen, warum. Das ist sehr verstörend für Kinder. Naja, Kinder sollten nur das... die Szenen waren verstörend. Also ich habe Alien mit als Kind geguckt. Das ist was. Ja, gut, ne? Damit jetzt fällt. Ja. Na, okay. Hooper, sollten wir, in welche Richtung sollten wir uns aufmachen? Soll ich es mir denn mal angucken, meine Damen und Herren? Hallo. Erforschen. Erforschen. Sie können es anschauen auf eigene Gefahr, Snedden. Mir egal, was sie tun in diesem Fall, solange sie die Gruppe nicht in Gefahr bringen. Ne, mach ich natürlich nicht. Ich guck's mir mal an. Ja. Ja, also. Ich kann das so wieder verkacken. Nee, wieso? Du hast einen Erfolg. So, also okay. Toll. Das reicht, ja. Wie genau willst du es dir angucken? Nur mit Augen? Wahrnehmung ist ja auch, du kannst sogar dran lecken, wenn du möchtest. Ich lecke nicht dran, nein. Nimm dein Skalpell. Ja, ich würde tatsächlich das Skalpell ein bisschen abschaben, angucken, wie die Konsistenz ist. Also als du mit dem Skalpell da reinstichst, löst es sich in Pulverform auf. Es fällt auf den Boden und löst sich so in so einem Staub auf. Ne? Ja, das wollte ich wissen. Du musst niesen davon. Oh nein! Nein! Jetzt krieg ich Prometheus-Plashback. Jetzt krieg ich Prometheus! Covenant. Mich auch erinnert. Ich puste zu Replay. Ich gehe ganz weit weg. Tschüss. Ach nee, das ist die Alien-Leiche, da will ich auch nicht hin. Das ist die Alien-Leiche. Hooper, komm, also. Wir sollten weiter vielleicht schnell. Schauen wir weiter. Also, wir müssen. Was ist da eigentlich tatsächlich? Also, du gehst da hin, niest und dann pustest du mich an oder was muss ich mir das vorstellen? Mit irgendeinem biologischen Kampfstoff. Also, bitte. Oh, Covid-3. Es ist nicht so. Es ist ja nicht so, als würdest du Senfgas einatmen und es dann auspusten auf Ripley. So. Riech mal hier dran. Guck mal, da ist so Pulver. Genau. Das duftet so schön. Genau, das mache ich. Möller, hallihallo. Schön, dass du da bist. Der Charakter lebt noch, übrigens. Möller, vielen, vielen Dank für deine 2 Euro. Ja, vielen lieben Dank, Möller. Ja. Ja. Danke, Möller. Ich niese. Ja, ich weiß ja nicht, was. Ich zeig ihm mal, ne? Also, Möller, dein Charakter, ne? Hier. Den haben sie ja alle zurückgelassen. Ja, ich weiß ja nicht, was das beinhaltet, okay. Dieser Rauch. Daher gucke ich den. Ich atme den nicht ein, absichtlich, aber ich niese. Hatschi. Nein, du hast ihn eingeatmet. Du kannst jetzt nicht nachträglich sagen, du hast ihn nicht eingeatmet. Darum niest du ja. Nö, ich bin nie der Mutige gewesen. Genau, die Frage ist, hat sie was herausgefunden? Ja, habe ich was herausgefunden. Ja, dass es sich auflöst. Du hast nur Wahrnehmung gemacht. Was sollst du sagen? Was soll ich denn sonst machen? Analyse. Achso, ja. Das, ja, natürlich. Mach doch mal Analyse jetzt. Analysier doch mal den Geschmack. Ja, ich analysiere. Ich bin wieder gewohnt, entweder sterbe ich oder werde zurückgelassen. Das ist doch auf Wahrnehmung würfeln. Ja, aber du hast nur einen Erfolg. Was sollst du denn sagen? Was willst du denn wissen? Ist das lebendig?
Jetzt es ist mehr. Tot, es hat sich doch nur gelöst, es hat sich aufgelöst. Da ist nichts Lebendiges. Hat das Pulver noch einen Puls? Nee, es theoretisch wäre eine gute Frage gewesen, wie funktioniert es, aber gut. Okay. Herr Spielleiter, ich hätte da eine spannende Frage. Ja. Wir haben uns ja jetzt quasi viele Tage ausgeruht. Nein. Viele Tage? Wir sind doch bestimmt jetzt tiefenentspannt. Nein. Wir haben jetzt da weitergemacht, wo wir aufgehört haben. Ihr wart jetzt nicht in einem Gasthaus oder so. Ihr seid hier. Also ich fühle mich aber wie in einem Gasthaus hier. Ja, wie in der Taverne. Ich habe Bier getrunken, habe geraucht, habe irgendwelches Pulver inhaliert. Perfekt. Gut, okay. Huber, was machen wir? Oh Gott. Okay, also unser Ziel war, wir müssen diese Fusionszellen finden. Die Fusionszellen hat uns so eine verrückte Typ gesagt, der oben, irgendwo weiter oben im Norden, sich selber irgendwo eingesperrt hat. Genau. Chaos, keine Ahnung, wer es war. Irgendwo weiter oben war der. Der hat auch gesagt, hier läuft ein verrückter Killer rum. So nochmal als Erinnerung, wollte ich nochmal erwähnen, hier läuft ein Killer rum. An dem. Bitte? Ich war bei Boom mit dem. Mit dem Killer? Ja, yeah. Mit dem Killer bist du vor du. Okay. und dass die Fusionszellen im Minenschacht unten sind, soweit ich das jetzt noch richtig im Kopf habe. Also müssen wir zum Minenschacht. Genau, er hat uns, glaube ich, auch eine Richtung genannt, dass wir irgendwie hier so. Genau, wir mussten aber außen rum, weil die Tür nämlich irgendwie verbeult, versperrt war oder zerstört. Irgendwas in der Art. Genau, die hier oben. Genau, die war das. Genau. Hier waren wir eigentlich Tür schon da drin? Und hier ist eine Tür. Ja, du warst da ganz kurz drin. Du hast die Tür kurz aufgemacht und wieder zugemacht, nachdem du gesehen hast, dass es hier aussieht wie ein Ei. Dann hast du die Tür schnell wieder zugemacht und da war ich nicht. Quasi gesagt. Ach so. Okay. Also, zuerst mal, welcher Raum ist denn das hier nochmal? Ich weiß, irgendwo war der Experimentraum, wo dann irgendwie was explodiert ist. Das war, glaube ich, weiter hier oben. Ich meine, irgendwo hier. Ja, da ist Da ist, glaube ich, irgendwas explodiert. Nee, hier hat hier ist was explodiert. Da ist ja, da haben wir es explodiert. Hier ist das Loch. Genau, hier ist Loch. Das Loch. Genau. Hier, also Krater im Boden ist da. Genau, Krater. Ah, ja. Der Krater im Boden war da, genau. Da. Genau. Und hier in dem Raum haben wir irgend so ein rot blinkendes Ding gefunden und offene Eier. Und haben wir alles, genau, und wir haben da in die Mitte weggefackelt. Ja, wir haben alles niedergebrannt. Ja, irgendwie so, keine Ahnung. Ja. Die Frage ist jetzt, in welchem Raum sind wir jetzt hier gerade? Was ist denn das nochmal für ein Raum? Sieht wissenschaftlich aus. Nee, was ist es? Das ist der Kommandoraum für die Mine. Gibt's hier wunderbar funktionierende Computer? Im Computer? Nein. Würde ich mal vermuten. Wo ist der? Naja, hier steht eine Tür mit groß. Computerraum. Computerraum. Upa! Wie wär's denn, wenn wir da hingehen? Da steht Computerraum. Ja, wissen wir, ob es da vielleicht Kameras gibt? Ja, naja, stimmt. Hier sind ja überall Kameras. Ne? Ja, also. Es gibt überall Kameras, ja. Vielleicht kann man ja aber hier antappen. Nicht vergessen, Ash ist im System. Hm. Ja, stimmt. Ash ist im System. Nicht vergessen, das haben wir auch noch festgestellt. San, ich hab dich nicht gekickt. Nein, aber Twitch kickt mich die ganze Zeit. Ist egal. Keiner wird gekickt, also liegt's an dir, ich weiß nicht. Ich kick ihn dauernd. Das letzte Mal irgendwie die Kamera gehalten, vielleicht liegt's daran. Slash kick San Nagat. Was? Ja. Also, die Tür, erstmal checken. Kann man die Tür aufmachen? Also, sie ist verschlossen. Also, da steht auch, ist auch so ein rotes Licht drüber, ne? Und die Tür? Die geht auf. Ja, mach sie die Tür auf. kann man, extra. Ist hier so ein Kontrollpanel? So nett. Ist hier so ein Kontrollpanel, was ich quasi. Ja, da ist ein Kontrollpanel. Kann. So ja, ich würde das versuchen, gerne zu hacken. Ja, das kannst du mal versuchen. Aber wobei, brauche ich ja gar nicht. Ich kann ja alle Türen automatisch hacken. Die hier nicht. Das war leider auf dem Schiff. Sag das doch nicht immer! Das war leider auf dem Schiff. So oben im Schiff, da kannst du alle hacken, aber hier unten. Sag das nicht. Ja, aber gut, ich würde ganz gerne halt wieder hier die Plus-2-Geschichte machen, weil ich da. Die
plus wieder zwei Geschichte. Die plus zwei Geschichte, weil ich so gut bin. Ja, weil ich kann ja mal versuchen, wenn du möchtest. Weil er einfach besser ist. Ganz wichtig, ich richte schon mal meinen Säuregewehr. Das ignorieren? Ah, okay, gut, es hat ohne plus ich, zwei. Ich hab mein Skalpell in der Hand. Ich hab die plus zwei vergessen, aber ist okay. Reicht ja. Ja, gut, du hast Comtech, ne? Du tippst und auf. Ich kann das. Ich kann das jetzt auch hier unten. Für Standardtüren, ja. Dexter's back. Ja. Ja, also, da steht auch Zugriff gewährt, aber die Tür geht trotzdem nicht auf. Das ist dem Sack, die Tür ist jetzt offen. Es ist vielleicht ist sie barrikadiert. Ich fühle mich hier einfach genötigt. Also vom System her wäre sie technisch wäre sie offen, aber mechanisch geht sie nicht auf. Das sieht so aus, ja. Kann ich mir sie dann mal aufgrund der Mechanik anschauen? Ja, natürlich kannst du dir sie aufgrund. Ich würde dich gerne unterstützen, weil ich ja auch schwere Maschinen mich gut auskenne. Das ist die Frage, ist es schwere Maschinen? Das ist eine Tür. Ist eine Tür eine schwere Maschine? Also ist eine Panzertür. Ich würde ja mal sagen, ja. Okay. Gerade dann, ein Würfel wahrscheinlich, denke ich. Ein Würfel mehr, oder? Ja. Okay. Ich bin bei dir. Plus eins. Raumschiffmechaniker zählt dazu nicht dazu, gehe ich davon aus. Ihr seid nicht auf einem Raumschiff, nein. Deswegen gehe ich davon aus, dass es nicht dazu zählt. Ja. Ah, guck mal. Einmal geschafft. Ja, also dir ist sicher, dass die. Du bemerkst, dass die Hydraulikflüssigkeit leer ist. Fehlt. Ah, shit. Die kriegen wir nicht so leicht auf. Die Hydraulikflüssigkeit ist raus. Können wir sie aufschweißen? Sicherlich wäre das eine Option, aber die Zeit geht uns hier flöten. Das wird wahrscheinlich eine Weile dauern. Wenn das eine Panzertür ist, das wird das einiges an Zeit kosten. Das könnte eine Stunde dauern, ja. Meine Frage, in diesem wunderbaren Raum hier, gibt es da eventuell irgendwelche Anzeichen, dass es hier auch in Hydraulikflüssigkeit gelagert ist? Und wenn ja, wüssten wir, dass die hier irgendwo gelagert sein könnte? Nein. Okay. Also Chris, also als Chris, der Chefmechaniker, dem ist klar, wo man Hydraulikflüssigkeit lagern würde, und zwar nicht in diesem Raum. Dafür gibt es extra Bereiche, vor allem mit Werkbänken, also Werkzeug. Mhm. Also es gäbe einen Raum ganz im Norden, da wo wo Mutter war, da gäbe es vielleicht ein Hydraulikflüssigkeitslager, aber danach habt ihr damals nicht gesucht. Das okay, ist dann habe ich noch eine Frage. Ist dieses Ding hier, was mit einem Raum redet, ist das so ein Laderoboter? Nein, das ist einfach nur ein technisches Gerät zur Entspannung, zum Massagegerät. Ah, okay, schade. Also keine Hydraulikflüssigkeit von da abzapfen. Ich möchte mal ganz kurz erwähnen, Upa hat eben gewürfelt mit nur knapp 17 Würfeln und hat eine einzige 6. Aber auch keine 1, ist ja also. Ja, also. Auf jeden Fall ein Erfolg. Also. Ja. Ah ja. Gut. Er ist Chefmechaniker, also sehr spezialisiert, was das angeht. Ja, deswegen auch die gelben Stresswürfel. Mhm. Ja, spezialisierter Stress. Das ist positiver Stress zurzeit. Ah, okay. Sagen Sie, Dexter, wenn Sie Zugriff auf einen Computer hätten, meinen Sie, Sie wären in der Lage, Ash irgendwie aus dem System zu schmeißen? Ich nehme mein Tablet raus, was ja nicht verbunden ist mit nichts und gar nichts, und schreibe da was drauf. Und das würde ich dann quasi Ripley zeigen und von mir aus auch allen anderen, die da gucken. Aber ich würde ganz besonders darauf achten, dass keine Überwachungskamera drauf schaut. Hm? Wir schirmen es einfach ab mit unseren Körpern. So, genau, und ich schreibe was auf mein Tablet und schreibe da halt drauf. Ja, ich habe extra doch auf der Marion habe ich doch schon ein Programm geschrieben, was quasi unser System oben auf der Marion quasi zurücksetzt und alles formatiert und nur noch quasi die Werksteinstellungen lässt, womit wir quasi den Virus aka Ash quasi neutralisieren können. Aber ich schreibe es extra hier, schreibe ich damit hin, weil ich nicht weiß, ob die Überwachungskameras hier, wie in den anderen Räumen ja auch schon quasi per Comtech oder so hier irgendwie verbunden sind mit dem Sicherheitssystem hier und er uns zuhört. Okay, und ich würde dann einfach zurückschreiben,
Und dieses System oder diesen Antivirus, den sie geschrieben haben, funktioniert nur einmalig. Also wir müssten uns entscheiden, ob wir den unten in der Mine oder auf dem Schiff einrichten. Genau, wahrscheinlich. Also wenn, also ich schreibe dann halt wieder zurück. Er könnte sich ja sonst quasi hier, wahrscheinlich ist er in der Samson auch mit drinne, weil er muss ja hier runtergekommen sein in irgendeiner Form und oben war ja die Kommunikation zu der Basis hier unten abgeschottet, also war er weg, weil die Senderanlage da kaputt ist und deswegen wird er wahrscheinlich mit der Samson mit runtergekommen sein und wir müssen dann, wenn wir wieder nach oben gehen, könnte er sich dann wahrscheinlich einfach wieder übertragen. Und so müssen wir dann darauf achten, dass wir wieder hochfliegen, dass wir bei der Samson die Kommunikation irgendwie abschalten, dass er sich da nicht irgendwie noch einen Backup reinklatscht oder so. Mhm. Ja, dann sollten wir uns nicht allzu lange, schreibe ich natürlich auf Tablet, wir sollten uns dann vielleicht nicht allzu lange an einem Computerraum irgendwie festhangeln, sondern lieber gucken, dass wir schnell weitermachen. Genau. Also, gehen wir zur Mine und ich guck mal die Tür hier rechts an. Gibt es irgendeine Aufschrift, dass es da zum Minenschacht geht? Ja, da steht zur Mine. Oh, bitte lass es kein Fahrstuhl sein. Es ist kein Fahrstuhl. Ich hasse Minenschächte, habe ich das schon mal erwähnt? Ich mag keine Fahrstühle. Also ich mach mich bereit und sag den anderen auch, sind alle bereit? Yes. Natürlich. Auf jeden Fall. Nun gut. Ich mach die Tür auf. Da, geh rein und... Sorry. Nee, also es ist sehr dunkel, das Licht flackert weiterhin. Es ist einfach so ein Gang. Ein paar Spinnen. Was? Spinnen? Spinden. Spinde, okay. Okay. Können wir jeden einzelnen Spind aufmachen? Ja, unbedingt. Vielleicht finden wir ja was Spannendes. Das ist vielleicht gar nicht dumm. Weil wenn es dunkel ist, ich meine, was haben wir groß an Lichtquellen? Finden wir vielleicht sowas wie Glowsticks oder sowas? Magnesiumfackeln? Aber hatten wir nicht Taschenlampen? Wir haben doch irgendwie eine Taschenlampe gefunden oder so. Haben wir Taschenlampen? Ja, wir haben eine Taschenlampe. Wir haben eine Taschenlampe. Ich hab doch und die an unserem Helm. Stimmt, Cassie hat die Taschenlampe. Dann sollte Cassie die Spinde untersuchen. Moment mal. Es sind nur Spinde, ich bitte nicht. Okay, das kommt drauf an, was in den Spinden drin ist. Ich kann mich auch mit einer Waffe neben dich stellen, wenn dir das hilft. Okay, gut. Auf ärztlichen Beschluss müssen wir jetzt hier die Spinde untersuchen. Allgemeine Drogenkontrolle. Ja, macht Sinn. So, und dann würde ich die Spinde öffnen, wenn ich das kann. Ja, also die Spinde sind nicht verschlossen. Das hier ist ein großes Vertrauen. So, also du siehst so, bei den meisten sind hauptsächlich so Arbeitskleidung drin, so Ersatzkleidung, einige sind kaputt, manchmal so eine Zigarettenpackung drin. Aber ein Spind hat so einen kleinen Safe. Mhm. Der fällt sehr auf, weil er anscheinend recht neu ist und da reingeschweißt wurde. Ist das so ein elektronischer Safe? Mit so einfach ein ganz normaler mit Tasten. Mit Zahlenkombination, okay. Dann also ohne Elektronik. Ohne Elektronik, also, ja. Da war wohl jemand sehr misstrauisch gegenüber Elektronik. Sehr unerwartet. Würde ich gern absolut verständlich. Das Ding zu öffnen. Ist das so ein Ding, wo man da so drehen muss und so weiter? Und wenn man Arzt. Nee, einfach nur Tasten. So was Ähnliches, wie man so in Hotels manchmal findet. Einfach nur Tasten. Ach, so ein Bullshit, okay. Dann kriege ich das, dann versuche ich es erst gar nicht und lass Baxter daran. Ja, okay, da habe ich direkt eine Idee. Ich habe direkt die Idee. Fun Fact, das könnt ihr euch merken, wenn ihr mal in Urlaub fliegt, das ist eigentlich ganz witzig. 0000. Ja, so in der Art, wenn ihr den Dings resetten wollt, dann ist der Reset-Code in der Regel die Zimmernummer. Aha, ja. Spannend, nicht wahr? Ja, und das ist natürlich Einbrecher gar nicht. Natürlich nicht. Ganz, das ja, ist das Erste, gesagt, was sie nicht wissen. Nein, natürlich, das will ich auch nicht ausprobieren. Das ist in der Regel tatsächlich die Zimmernummer, das ist ganz spannend. Ja, weil die Leute, die in einem Hotel arbeiten, nicht gerade immer die klügsten anscheinend genau. sind. Genau. Und boah, gesagt haben, Alter, das brauchst du so nicht sagen. Hey, ich arbeite im Hotel. Nee, das war jetzt nicht gegen Mitarbeiter von Hotels, aber das ist ja eine Chefentscheidung und
Wir haben in unserem ambulanten Dienst bei der Altenpflege gibt es ja auch so ein Schlüssel-Safe für die ganzen Hausschlüssel für die Leute. Oh ja, verraten euch endlich. Verrat uns. Es ist derselbe Pin, wie wir hier bei Foundry reinkommen. Nein. Aber der. Würde euch jetzt nicht helfen, es gibt den normalen Pin, den jeder kriegt, ne, damit man ja natürlich bei seiner Schicht das öffnen kann. Und dann gibt es den Master-Pin-Code. Und als man mir den gegeben hat, dachte ich, das ist eine Verarsche. Es ist ein achtstelliger Code, statt vierstellig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sagen wir mal so, es waren mehr Nullen drin, als es sein sollte. 0000000. Ey, ehrlich, ich war. Ein Jahr später wurde der knackt übrigens. Unerwartet. Also, werde das kommen sehen. Ja, aber ich war ja nur der Azubi damals. Back to the game. Ja, back to the game. Wir sind beim Safe-Code. Ne? Lass uns nicht abschweifen. Baxter, würden Sie es vielleicht mal versuchen wollen? Boah, ja, klar. Ja, wenn du die Zimmernummer weißt. Es ist ja ein hektisch rein. Der wird ja eine Spindnummer haben. Nö, das sind keine Spindnummern. Muss man da drehen? Probier mal einen neuen links. Da steht Name drauf, aber das wird dir vielleicht nicht helfen. Ne? Also, wie heißt der denn? Hans Terranus. Achso. Oh. Terranus? Der ist auch noch da. Weiß ich die Dienstnummer des Menschen? Nein, woher denn? Keine Ahnung, vielleicht kenne ich die Crew auswendig. Ich war doch öfters hier unten, vielleicht kenne ich ihn. Vielleicht. Ja, du kennst Terranus. Du kennst Sergeant, Sneddon kennt Sergeant Terranus. Die wurden fusioniert. Kasianov kennt ihn auch, weil er sehr oft krank geschrieben ist, also krank sich meldete. Aber. Also die Dienstnummer, da müsstest du was würfeln. Also wenn du wirklich okay, dich daran erinnerst. Naja, gut. Klar, ich habe immer mit ihm getrunken. Ja, aber Moment, Cassie könnte sich ja eventuell auch daran erinnern, weil wenn sie ihn regelmäßig behandelt hat, dann wird sie ja wahrscheinlich viel zu häufig die Dienstnummer ins Programm eingetippt haben. Ja, also es geht mir darum, so dann möchte ich das Kasianov, ne, weil auf die Verstand oder auf was würfeln? Nur Verstand, genau. Einfach nur auf Verstand. Ja, guck mal, easy, wie sie die Nummer kennen. Nein, ich habe gesagt, Kasianov, wo willst du denn die Nummer wissen? Aber wenn du mit ihm trinken gehst, der, ja, meine Nummer ist immer dort. Ah, verdammt. Aber du hast jetzt einen Erfolg bei Verstand und dir ist klar geworden, ich kenne die Nummer gar nicht. Okay, das und heißt. Du kannst einen Stunt machen, du kannst das cool sagen. Ich kenne die Nummer nicht. Wisst ihr was? Ich kenne die Nummer nicht. Ja. Okay, das hilft mir sehr weiter. Der Herr war wirklich recht oft bei mir. Aha, was sagst du? Teilweise auch nur wegen, also meistens nur wegen kleinen Wehwehchen. Er ist ein das sage ich dir, wenn du den Verstand gewürfelt hast. Ja. Ja, wirf mal. Du erinnerst dich, also Sarge Terranus kommt immer wegen sehr Lappalien, er ist eher so ein großer Hypochonder. Er ist der stellvertretende Sicherheitschef der Station gewesen, nicht der Marion, sondern der Station hier auf der Minenkolonie. Und ja, du kennst seine Dienstnummer. Wie sehen denn die Spinte aus? Dreckig, kann ich durchgucken? Kaputt. Metall, das ist normale Metallspinne, das ist so. Man müsste ein Vorhängeschloss dran machen, wenn man da wirklich was mal abschließen möchte. In welchem Jahrhundert spielen wir? Okay, also ich kenn seine Dienstnummer. Die Zukunft der 70er Jahre. Ja, wenn du mir so verrätst, tipp ich so ein. Ich glaube, seine Dienstnummer war 6287. Mhm. Ja, das, würde ich gerne eintippen wollen? Ja, das Ding geht auf. Was finden Cassie und ich denn da? Und jetzt hat er da nur unter. Als du das Ding öffnest, fällt dir fallen dir so päckchenweise, so klein, so kleine Päckchen, weiße Päckchen rund raus. Ne? Ganz, ganz viele. Und die fallen dann nicht auf den Boden.
Was für Dinger? Das sind so kleine Päckchen, also wirklich so, so handgroße, ne? Das ist so, wenn du sie anfasst, das ist so, merkst du, das ist gar so Pulver. Ja gut. Es ist so festgepresstes Pulver, ne? Weiß. Ah, stimmt. Ah, der ja, Herr, das habe ich immer mit ihm genommen, das ist meins. Ne, der Herr war ja leidenschaftlicher Bäcker und hat seine Ich rufe Cassie, also Cassie steht neben mir, ich sage, ist es das, was ich denke? Ich glaube schon, ja. Soll ich studieren? Nee, lass mich für die Wissenschaft. Okay, also wir haben einen Drogensüchtigen hier unten, gut. Ja gut, ich ignoriere das Pulver, ich will davon nicht. Ja, nee, muss jetzt nicht sein, also. Ist da noch irgendwas anderes Sinnvolles drin, vielleicht? Ja, eine Keycard. Ja, super. Die geb ich. Die geb ich Hooper. Hooper kriegt sie, okay. Ich geb dir mal die Keycard. Okay, ja danke, dann habe ich die Keycard, okay. Ja, du machst die Türen ja auf. Und du gehst als Erster durch, also ja. Deswegen oh mein Gott, ja. Da ist die Keycard. Oder sind da mehrere Keycards drin? Nee, ist nur eine schwarze Keycard drin. Steht ja der Rang drin? Da steht gar nichts drauf. Das ist Electronic Keycard to unlock doors. Ja, also jemand, der sich... Ja, Baxter, ne? Du erkennst das sofort. Also das ist eine illegale Keycard, weil das ist so ein Rolling einer Keycard. Ich habe doch nicht so viel mit dem getrunken. Ja, das sage ich Hooper natürlich direkt. Also es sieht nicht offiziell aus. Ne? Also die meisten Keycards, die man hier benutzt, da stehen natürlich Rang, Name und alles drauf, wie was gehört. Ne? Ja, Hooper, irgendwas stimmt. Also der scheint sich hier irgendwie einen geklont zu haben oder so. Also das sieht nicht aus wie die normalen Keycards, die die Firma verteilt. Tyrannus ist einer von den ganz schlimmen. Darum machen wir uns Gedanken, wenn wir ihn treffen und er lebt und wir eine... Fusionsstelle. Vielleicht haben. Ist es der Mörder. Aber guck mal, jetzt können wir beide Türen öffnen. Sherlock's Rennen. Ich nehme halt dann die Karte entgegen, schieb sie mir irgendwo in eine Brusttasche rein, wo ich sie dann wieder relativ schnell Zugriff drauf habe. Okay. Und würde dann mal in den nächsten Raum vorgehen oder in den nächsten Bereich vorgehen. Gehen wir alle weiter. Ich wollte allgemein weiterhin etwas paranoid nach Luftschächten etc. halt Ausschau halten. Aber natürlich. Übliche. Es gibt hier keinen Luftschacht, das ist also kein Ein- oder Ausgang dafür. Es sind so kleine Schlitze in der Wand, aber da würde nicht meine Hand reinpassen. Okay. Das ist gut, das sind die Luftschächte, die mir am liebsten sind. Das passt. Das ist entspannt, ja. Also falls ich jemals ein Raumschiff baue, wären die ganz klein. Ja, so die, richtig. Das Raumschiff oder die Luftschächte? Die Luftschächte. Da darf nicht mal eine Katze reinpassen, also. Okay, wohin führt denn die Tür hier rechts? Ja, wenn man von Laufrichtung ausgeht. Das kannst du gar nicht sagen. Das steht nämlich nicht drauf. Aber die Tür ist auch halt geschlossen. Da gibt es aber auch keine Tastatur oder so. Das heißt, ganz normal mit Handknauf, so Türklinke. Das ist gar keine Türklinke, es ist einfach. Gar keine Türklinke. Einfach nur eine Schleuse einfach zu. Mhm. Okay. Der Raum vor uns ist das. Ist die Dusche. Ah, okay, wir sind hier. Okay, alles klar. Und nach links geht's, ist da irgendwie an den Wänden irgendein Signal und Zeichen, dass es hier, wo es hier hingeht dann? Da steht nichts drauf, was wo es da hingeht. Aber du siehst jetzt schon, dass da vorne anscheinend die großen Umkleideräume sind. Du siehst sogar eine Stasekapsel. Oha. Oh, okay. Können wir die mitnehmen? Also, einfach nur um sicher zu gehen, dass uns nichts von hinten überrascht nachher und nicht wieder eine Tür eingeschlagen wird. Ich mach mein Säuregewehr bereit und versuch die Tür aufzumachen hier. Hier die Dusche. Nein, diese Tür, wo. Schleusentür. Irgendwie, ob ich die irgendwie aufziehen oder so kann oder ob die einen Bewegungsmelder hat, die dann einfach so wie eine Schiebetür aufgeht. Nee, es ist eigentlich einfach zu.
Also es gibt gar keine Möglichkeit zu öffnen. Gar nichts. Da ist keine Tastatur, okay. Da ist keine Handabdruckscanner oder sonst okay. was. Alles nicht mal ein Fenster. Du weißt nur, das ist eine Tür, aber die ist zu. Okay, alles klar. Dann hat sie das erledigt. Dann gehe ich weiter vorsichtig hier in den großen Umkleideraum. Hey, Sven, wollen wir weiter? Ja, schon. Ja, also ich stehe hier aus ganz bestimmten Gründen. Gebe euch schon mal vor. Also wir gehen gemeinsam. Okay, wir gehen gemeinsam. Also, ich stehe hier, um zu gucken, dass hier kein Pulver verschwindet. So, ja, komm, Sven, wir gehen. Also ich gucke da jetzt echt nochmal hin, ob jetzt irgendwie Pulver weg ist. Kann ich das feststellen? Sehe ich da das alles noch da, ja? Also siehst nichts Ungewöhnliches. Also das ganze Pulver, alle Päckchen liegen noch auf dem Boden, ja? Ja. Nicht dass noch so... Na, alles in Ordnung. Alles gut. Ich wollte nur gucken. Ich hatte irgendwie ein mulmiges Gefühl so in meinem Bauch. Deswegen habe ich nochmal gewartet extra. Okay. Alles klar, okay. Während wir da gerade so langlaufen, würde ich ganz gerne einmal... Kasjanov, eine Frage. Ja. Meinen Sie dieses... Naja, wir wissen, was dieses Pulver ist, aber meinen Sie, das hat irgendeinen Effekt auf die Viecher? Oh, dafür kenne ich Ihren Organismus zu wenig, aber es könnte schon sein, dass es einen Effekt auf Sie hat. Es könnte natürlich auch sehr toxisch für Sie sein. Naja, Slam kennt sich doch, glaube ich, auch aus. Die kann doch so einen Spaß analysieren. Die hat doch die. Ja, klar, ich kann alles analysieren. Nun ja, easy. Also, ne, wir wissen ja, dass diese Viecher bluten Säure. Da weiß ich jetzt nicht, ob ein bisschen von diesem Pulver einen großen Effekt auf sie hätte. Also, ihre Anatomie und der ganze Aufbau ist ja schon ganz anders als bei uns. Hm. Ich verstehe. Nun, sofern es keine. Okay. Möglichkeit ist, um die Viecher schneller zu töten, interessiert das mich auch nicht wirklich. Ja, das könnte ich natürlich auch gucken, was es gibt. Ich könnte es natürlich erforschen und gucken, was sich nahe umbringt. Aber auch nicht wirklich Lust und Laune, es auszuprobieren. Dann nutze ich doch weiterhin den Flammenwerfer. Ich habe da noch mal eine kurze Frage. Könnte es auch nicht... Muss es denn unbedingt Koks oder sowas sein? Kann es nicht auch sein, dass es Sprengstoff ist? Sag mal so, es gibt ja auch so Sprengstoff in Pulverform. Könnte man, wissen, könnte ich. Oben sind? Jetzt mal ganz im Ernst. Also das erklärt natürlich auf jeden Fall schon die zerstörten Schleimhäute von Herrn Terranus. Ah, okay, ja, gut, okay. Ja, dann hast du recht. Nee, gut, dann hast du recht, dann ist es Koks. Okay, gut. Aber könnte man trotzdem ja gucken. Mach. Soll ich mal gucken? Ich geh nochmal zurück. Bleib ruhig hier. Nein, ach Quatsch, bleib hier. Ja, ja, wenn es Sprengstoff ist. Also, während die über mögliches Heroin und Kokain und sonst was reden, würde ich mir den Umkleideraum und die Stasi-Kapseln anschauen. Vielleicht ist er ja wirklich leidenschaftlicher Bäcker. Ja, also die Stasi-Kapseln, das sind vier. Aber in einer lag anscheinend jemand, weil die ist von innen irgendwie aufgesprengt worden. Sieht sich so aus. Da liegt noch so ein Typ drin, völlig verzerrtes Gesicht, ne? Hm. Und er hat ein Riesenloch in der Brust. Das schaue ich mir an. Und durch diese Stasekapsel, diese Scheibe, ist auch von innen gesprengt. Also, ach so, irgendein Schleim auf dem Boden tropft auch noch von ihm runter. Oder? Die kaputt, ja? Ich guck mal hier, ob es irgendwelche Luftschächte oder Gullis hat am Boden. Ja, natürlich. Also es gibt hier 8 Luftschächte. Das ist sehr ventiliert. Es gibt sogar hier ist eine Schleuse nach draußen. Es gibt nämlich sogar hier an den Seiten gibt es Raumanzüge. Na verdammt. Das war dann wahrscheinlich Patient Zero. Also draußen stürmt es auch gerade. Der Typ. Hat der irgendeinen Namenstag? Kann man das sehen? Er hat einen Tag, ja. Aber der ist sehr zerkratzt. Du kannst nicht erkennen, wer es war. Ah, okay. Da sind ein paar Nummern drauf. 3 Nummern, ne? Aber ob es Kasjanov sich daran erinnert, wenn er nicht gerade... Ich könnte es versuchen, aber ich glaube, das halte ich jetzt nicht für wichtig. Hat er ja irgendwas ansonsten Sinnvolles dabei? Naja, er ist nackt.
Gut. Was ist nackt? Okay. Ich guck's an. Nackt. Was? Nackt mit Loch in der Brust. Blutig. Ja, ja. Ja, genau dein Typ. Mhm. Ja. Verstehst du auf Herzlose? Also ja. Wer sich genau anschauen möchte, ne, kann ja einen medizinischen Wurf machen. Nein. Ja, findet mal raus, wie lange der schon tot ist, damit wir ungefähr eine Zeitabschätzung medizinisch haben. Medizinisch bin ich gar nicht so gut, aber ich kann ihn aufschneiden. Da musst du nicht mehr viel schneiden, du hast ja schon Zugang zum Brustkorb. Also ich kann einen Menschen auch aufschneiden und habe keine medizinische Erfahrung, also das ist jetzt kein Ding. Dann würfel ich doch mal und gucke, wie lange der schon tot ist. Und ich habe Grundwissen von Anatomie wegen meinem Beruf. Trotzdem bin ich nicht bereit, darum jemanden aufzuschneiden. Wenn ich hier... Ich bin bereit und ich habe aber medizinische Hilfe. Ich will ihm ja gar nicht helfen. Ich kann dem nicht mehr helfen. Ja, das ist dasselbe. Das ist medizinisches Wissen. Der ist tot für dich. Also, ja, okay. Eindeutig. Also, ja. Dem kann ich nicht mehr helfen. Okay. Ich möchte mir mal ein bisschen genauer angucken. Jetzt wo war was ne? drin? Also es lohnt sich beides. Es kommt nur darauf an, was du möchtest. Also ich bin die Box zu behalten, ist immer wichtig. Ich brauche die im Schrank. Und die Karten muss ich in der Hand haben. So, was wolltest du? Muss ich jetzt Stress würfeln? Ja, ne? Wie ging das? Auf Stress drücken. Ach so, ja, Stress. Einfach auf Stress. Panik. Da, genau, da. Stressding. Mäh. 30 habe ich zusammen. Geht doch. Sehr gut. Ja, gut. Percy. Ich möchte den Körper ein bisschen genauer angucken. Naja, kannst ja noch, du hast noch nie jemanden so totes gesehen. Also so eher geschossen. So tot ist noch keiner. Gott, ist der tot. Meine Fresse. Todtöter am tötesten. Super. Das Vieh, was aus dem rausgegangen ist, das wird hier irgendwo sein. Wenn wir Glück haben, haben wir es vielleicht schon erledigt. Hä? Was war das Ding, was vielleicht wir vorher gesehen haben? Das kann sein. Okay, was hast du jetzt gewürfelt, Snen? Was wolltest du? Ich wollte den Körper untersuchen, anschauen, schnibbeln, schauen, wo das Vieh war, was da rausgesprungen ist. Okay, zwei Fragen, nicht mehr. Ach so. Wegen deiner Analysefertigkeit darfst du mir zwei Fragen stellen. Ja, ja. Die muss ich beantworten. Aber es muss der Wahrheit entsprechen, es muss aber nicht komplett sein. Nur als Info. Geht's um mir so oder hat Tamta privat gelogen? Ja, die hat privat gelogen. Wieso würfelt die denn hier privat? Ich weiß es nicht. Okay. Deswegen habe ich auch nicht gesehen. Ich habe privat gewürfelt. Da, jetzt hast du es. Ja, jetzt. Was will ich denn da wissen? Okay, ich will erstmal wissen. Ja, meine Frage war ja, wie setzt sich das denn ein? Also da muss ja irgendwas gewachsen sein, gehe ich mal davon aus. Und wie kam das in den wie kam das in den Organismus? Das muss schon drin gewesen sein. Wachsen. Oh, gut. Ja, gut, das weiß ich ja eigentlich schon bereits. Also, ich weiß gerade tatsächlich nicht, ob mein Charakter das wusste. Ich glaube, ja, doch. Wie alt ist es? Was? Wie alt ist es? Wann ist das passiert? Also, wann ist dieses Loch entstanden? Das ist rausgeschlüpft, ja, genau. Also nach deiner Erkenntnis muss das ungefähr vor einer Stunde gewesen sein. Na gut, dann könnte das ja auch passen mit dem Facehugger, den wir gesehen haben, ne? Ja. Ne, es ist ja kein Facehugger mehr. Nee, oder... Das mal, wissen wir ja nicht, in welchem Stadium wie wo was. Das Große gesehen. Ja, verstehe. Wobei, ich hatte ja auch so ein Vieh wieder versucht. Das war ja hier in dem Labor gewesen. Vergiss es. Ja, die waren da in den Kapseln. Ich schon erahnen, in welcher Konstellation wie wo was existiert. Also weiß ich schon aus meinem... Das ist ja kein Facehugger. Ja, eben. Aber das wissen wir ja nicht, ob das die Kleinen werden. Oder weiß ich das schon? Ich habe die ja... Ihr habt noch keine Kleinen gesehen. Also nein. Okay. Hat Ripley das nicht erzählt? Auch Ripley hat es erzählt. Nee, ich wollte anfangen zu erzählen, aber. Also, ich sagte, möglicherweise Patient Zero. Aber gut, wenn es vor einer Stunde war, es hat sich die Theorie ja auch schon wieder erledigt. Na, wieso? Dann kann das doch sein, dass das der große ist. Du hast doch erzählt, Ripley, dass die sehr schnell wachsen.
Ja, nee, also, aber wegen Patient Zero. Also meine Idee war erst, der liegt vielleicht schon länger da, seitdem entsprechend halt die ganze Zeit zu Nutzen gegangen ist, dass sie die ausgebreitet haben da unten. Aber das ist jetzt Theorie, die ja egal ist in dem Fall. Ja, gut, er kann wahrscheinlich Patient Zero sein. Ja. Okay, erzählen Sie mir mehr, wie die einzelnen Stadien sind. Ich mach mein Nemo-Dings an, das ja mit verbrannt ist. Also mache ich das imaginär. Ja, wirklich viel habe ich nicht gesehen. Einer unserer Crew-Leute, der auch angegriffen worden ist von einem dieser Spinnenviecher. Als er endlich entsprechend aus seinem Koma erwacht war, schlüpfte aus seinem Brustkorb eine Art Mini-Version von diesen großen Mistviechern. Richtig einschätzen konnte ich es nicht, es war so schnell weg, wie es gekommen war. Und danach lebte das in einem Ei, also K. hatte der zuerst Kontakt mit so einem Ei-Dings, wo die genau. Dinger kommen? Genau, auf dem Planeten einen dieser Eier, aus dem Eiern ist einer dieser Spinnenviecher geschlüpft, hat ihn höchstwahrscheinlich infiziert und dieser Virus hat sich dann entsprechend rausgekämpft nach einer Spinnenbiss. Und aus dem Teil, wenn sie aus dem Körper kommen, werden dann die großen Teile? Schätzungsweise, zumindest gehe ich davon aus, weil, danach habe ich es nur noch gesehen, als es entsprechend schon sein Max-Stadion wahrscheinlich erreicht hat. Denken Sie dran, wir haben eins dieser Viecher schon gesehen, bevor wir mit dem Shuttle hergeflogen sind und wir haben es aus der Luke herausgepustet. Ja, aber gut, wir wissen ja nicht, ob sie sowas überleben können. Mir egal, aber wenn es im All ist die Chance, dass jemand auf dieses kleine Biest trifft, im All unglaublich gering. Nee, aber je nachdem, wie alt die werden können und je nachdem, was die aushalten, wir wissen ja nicht, ob die Sauerstoff brauchen oder andere. Sagen wir so, wenn das Ding den Einschlag auf einem Planeten überlebt, hat es verdient zu leben. Okay, gut. Gut, und ich schaue mich dann weiter um. Ripley hat sich auch mit weiter umgeschaut, so wie ich das gesehen habe. Ich wollte einfach nur die patrouillieren machen. Genau. wir haben jetzt hier zwei Türen. Wohin? Die eine hier oben geht nach draußen, ne? Die eine geht nach draußen. Die führt nach draußen. Und draußen, dann seht ihr doch durch eine Scheibe, ist ein riesiger, starker Sturm, Sand und Regen. Es ist also extrem draußen gerade. Okay, die voll intakt, ist die voll intakt? Die ist voll intakt, ja. Ist die mechanisch oder elektronisch gesichert? Beides. Das ist die Schleuse. Das sind so, gilt auch als Notausgang. Da ist das unabhängig und das ist vom System. Deswegen, die ist unabhängig vom System, okay. Ja. Dann ist es auch theoretisch möglich, dass ich die durch meinen guten Wurf vorhin jederzeit öffnen kann. Ja, aber wir sollten doch runter. Ich will sie nicht aufmachen. Ich will sie jeder auch nicht aufmachen. Es geht nur, auch von außen kann man sie öffnen. Okay, ich wollte nur sicher gehen, weil dann können wir später ja hier raus und müssen nicht durch die ganze Kackbasis, weil wir haben ja Raumanzüge, und laufen dann hier außen rum zurück direkt zur Marion und müssen nicht nochmal durch die ganze Scheiße hier. Außerdem stehen ja hier auch noch Raumanzüge rum. Ja. Tja, gut. Gehört. Okay. Dann die Tür hier unten im Süden. Hätte man mal vorher wissen müssen, ne? Das ist die Tür. Steht drauf, dass es zum Minenschacht geht oder nein? Das geht weiter zum Minenschacht, ja. Okay. Dann kommen Sie. Ich hab meine Waffe in der Hand. Hören Sie auf rumzuschnippeln, wir gehen weiter. Ja, ich hab aufgehört mit Schnippeln. Sehr gut. Zur Hölle geht man von der Mine zur Stasekammer und dann erst in die Duschen. Das ist ja die Umkleide hier. Auch noch. So. Ich frag mich nur, warum hier Stasekammer. Naja, okay. Gut, ich mach die Tür auf. Ihr fragen. Ja, also in diesem Raum werden viele. Wird in der Mitte viel gelagert. Es sind so, die Erzbrocken werden hier gelagert. Aber das ist nicht das, was euch gerade auffällt, sondern überall liegen hier gerade menschliche Leichen und Leichen von diesen Alien-Viechern zerfetzt. Ne? Überall sind Säurespritzen. Die Menschen sind gehäutet, ja, und hängen an der Decke, während die Alien-Viecher, einem fehlt Kopf, der andere hat auch keinen Schwanz mehr und alles, also sie sind alle tot. Es gibt sogar zwei, die sind aufgespießt mit dem Kopf, ne? Und also stehen da wie so ein. Hat jemand so einen Spieß in den Boden gerammt oder hängt da so ein Kopf von dem Vieh dran? Wir brauchen Infrarot. Predator. Gibt's einen Predator? Was redest du da? Dexter, was? Hast du das ist so ein Film Predator mit Arnold Schwarzenegger, den hab ich als Kind gesehen.
Kennst du nicht Arnold Schwarzenegger noch? Das war damals das hier. Sein? In den 90ern. Das war so alles nur in dem Fiktion. Universum existiert der Film nicht. Punkt. Doch, offensichtlich schon. Das hat mir so ein Blade Runner erzählt. Blade Runner? Sehr gut, sehr gut. Also, der Raum ist sozusagen noch die extremere Variante von dem, was wir zuvor gesehen haben. Oh ja, das darf ich mir doch angucken. Ich laufe schon mal vor. Bleiben Sie hinten! Ich halte und ausschau, ob es irgendwie so ein rotes Blinkending irgendwo wieder ist. Dann machen wir auf Wahrnehmung. Meine Fresse! Oh, bin ich ja richtig gut in Wahrnehmung, ne? Ja, das ist ganz wichtig. Hey! Ja, easy, das reicht. nein, du siehst jetzt nichts irgendwo was blinken. Okay. Ja, die arme Snedden darf nichts machen, ja, genau. Ja, die haben es gerade schimmeln dürfen. Also ich wollte sie ja nur daran hin. Also, der Raum sieht wie ein Schlachtfeld aus, das ist auf jeden Fall, ne? Und. Also, ich glaube, die Drecksviecher sind nicht das Einzige, wovor wir Angst haben müssen. Gott, dass wir sprechen lernen heute. Also, das, was auch immer das hier gemacht hat, muss auf jeden Fall viel Kraft haben, wenn es diese Viecher quasi so viele alleine auseinander nimmt, plus alle Menschen, die hier sind, plus die quasi auch noch heute auseinander nimmt. Mir wird schon wieder. Ich hab ja gekotzt. Ja, da kommt doch mittlerweile nur noch Galle hoch. Ja, das stinkt doch entsetzlich, ja. Ah, Baxter, beruhigen Sie sich. Wir kommen hier alle wieder raus. Gott. Okay, also. Keine Sorge. Wenn hier ein Kampf stattgefunden hat, sieht man auch irgendwo Einschusslöcher von. Haben die Menschen irgendwelche Waffen bei sich gehabt? Also, Einschusslöcher seht ihr, ja, an den Wänden sind so schwarze Abdrücke, dass man als Einschusslöcher sehen könnte. Auf dem Boden sind auch ein paar, aber du siehst jetzt keine Waffen, die die gehabt hätten. Verdammt. Wäre eine Chance gewesen. Schade. Also wenn das hier das Zeichen oder das Werk dieses Killers sein soll, dieses Psychopathen, weiß ich nicht, ob ich Respekt vor ihm haben will und sein Freund sein will oder davonlaufen soll, wenn ich ihn sehe. Also so wie das hier aussieht, Hub, hat der auch unsere Leute. Ja, ich versuche mich irgendwie so an den möglichst mit Abstand zu allen, was irgendwie leichenteilmäßig aussieht, hier durch zu manövrieren, hinter Hooper her. Okay. Verdammte Scheiße, ich möchte zwar nicht weiterhin paranoid klingen, aber wenn die Leichen immer noch diese Drecksviecher in sich tragen, dann müssen wir das irgendwie kontrollieren, aber es sind so scheiße viele, ich glaube, wir haben keine Zeit dafür, verdammt! Nein, das ist immer schlecht, oder? Oh oh. So. Hättest es nicht sagen dürfen! Na, darf ich gar nicht. Ja, Plasma kann Bring die Game Master nicht auf Idee. Oh ja. Hey, als ein Game Master, der ich ja auch sehr oft bin. Oh Gott, sage ich dir, es gibt fünf Dinger. Ripley! Ich möchte, dass du mal auf Geschick würfelst. Geschick solo, ne? Ja, einfach nur Geschick, ja. Easy! Oh, tot. Nee. Ja, also, plötzlich. Ganz unerwartet. Ganz unerwartet. Ganz unerwartet. Ist noch nie passiert. Fällt von der Decke direkt auf Ellen. Das ist ein bisschen groß. Oh Gott, das ist der Groß. Oh nein! Ich hau ab. Ich kann nicht abhauen, fuck. It's the King! It's the Queen! Ich stehe in der Tür. Hier kommt niemand vorbei. Das möchte ich nicht, das gefällt mir nicht. Von der Decke so wieder eine dieser Spinnenviecher. Und knapp hat sie, wurde es verpasst, ne, natürlich. Sie konnte gerade noch ausweichen. Yes. Musik ist aus. Ja, weil die Kampfmusik jetzt kommt. Bam, 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 bam. Burn, bitte, burn. So, natürlich passt
Upsala, jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. Oh no! Jetzt sind wir alle gelöscht. Tot, alle tot. Sletten ist als erstes dran, ist das nicht schön? Juhu! Ja, das ist nicht schön. Also, Pieks, Kassler, nein. Nee, Cassie ist als erstes dran, oder? Nee, hast recht, nein. Ja. Warum denn nicht? Ich bin als letztes, ne? Ach du Kacke. Bex ist als letztes. Ja. Ich hab eine 1. Ich bin ja einfach wirklich Terminator. Das System, also das System bei Alien ist eigentlich kartenbasiert. Darum sieht man so Karten. Man zieht eigentlich Karten, Initiativekarten. Das wird kein Wert zugeordnet. Darum ist das. Ach so, ich habe einfach nur die 1 gezogen und deswegen bin ich jetzt das. Ja gut, ich habe mein Skalpell in der Hand. Sag, tötet das. Das war. Ich kann nicht kämpfen, es tut mir leid. Du könntest mich wieder zurückziehen. Du könntest zurücklaufen, die Tür zu machen. Nee, ich steh doch. Ich kämpfe, es tut mir leid, tschüss. Ja, wenn. Du machst gar nichts, oder? Ja, was soll ich denn tun? Hast du keine Waffe? Nein! Hat mit dem Skalpell schon mal jemanden attackiert? Das hat funktioniert. Mit dem Skalpell geht das, aber eine Schusswaffe kriegst du nicht. Kannst du nicht irgendwie uns motivieren, dass wir krasser sind oder so? Ich hab doch gesagt, tötet es! Okay, wenn du dann hochpushen. Du kannst auch einfach nichts machen und geht's einfach weiter, ne? Also, der Facehugger ist dran. Nein. Ganz unerwartet. Konzentriert er sich natürlich auf Ripley. Natürlich. Und tötet sie. Okay, Gott sei Dank. Huschende Bedrohung. Er hat seinen Wirt ausgewählt. Und die Kreatur huscht nach vorn, unbeirrt und mit grauenvoll spinnartigen Bewegungen. Der Stresslevel des Opfers erhöht sich um 1. Und Ellen Ripley muss sofort Panikwurf abwälzen. Oh boy. Aber wie kann es denn auf sie zulaufen, wenn er direkt vor ihr liegt? Das drücken, ja. Ja, es dreht sich so, also es bewegt sich so. Okay, das ist aber okay. Zitter ist ja gut. Ja, aber das Vieh darf nochmal. Nein, tu es nicht. Der Schwanzhieb. Er schlägt mit seinem sich windenden Schwanz kraftvoll zu. Greife mit 5 Basiswürfeln an. Ich glaube, das hat er jetzt. Ne? Ich sag euch nicht, was ich daran denken muss. Okay. Ah, ne, es ist. Ich muss die 5 Basiswürfel machen. Warte. Also, jeder Erfolg macht einen Schaden. Oh, oh. Das ist schon mal gut. Auch gut. Es ist sehr gut. Noch besser. Oh, nee. Einen Schaden. Aber ignoriert das, was. Aber immer schön ignorieren, was da in dem Ding steht, weil es ist hier ein bisschen komisch. Wie viel Schaden bekomme ich? Einen Basisschaden. Aber du kannst doch Rüstung, du hast eine Rüstung an. Ich hab immer noch diesen Suit an, die ganze Zeit über. Der, ich hab daraus 5 Panzerungen. Wie ist das nochmal gezählt? Dann musst du. Du musst jetzt 5 Rüstungswürfel nehmen und wenn du mindestens einen, musst du quasi eine 6 haben. Okay, das heißt im Prinzip würfel ich einfach nur 5 Mal. Genau, kannst du die Rüstung, glaube ich, drücken, ne? War das nicht so? Ich weiß nicht, ob das System das. Der Rüstung. Ich versuch's einfach einmal ganz kurz. Ich einmal auf die. Ja, siehst du? Ja. Sehr gut. Easy! Ja, also. Kein Schaden. Naja, ich krieg keinen Schaden. Na, natürlich, dass die Panzerung könnte dann kaputt gehen. Dafür muss ich mal gucken. Natürlich. Ja. Nee, für dich ist der Facehugger ja gut. Ja, für mich ist der Facehugger gut. Also. Die Panzerung hat keinen Schaden. Sei froh. Sehr gut. Ich habe nur noch 3 Leben, von daher ich muss mich noch aufpassen. Okay. Ja, jetzt ist Alan Ripley selbst dran. Let's go. Wenn ich weit genug von dem Vieh weg, dass ich mit dem Flammenwerfer einfach angreifen kann? Du stehst direkt daneben. Also der hat dich. Nein. Ich konnte damals bei Alien Isolation direkt vor mir die. Also musst du zurückgehen. Du kannst dich ja bewegen und schießen. Ja, eben, du kannst ein bisschen zurück und dann. Ein Stückchen zurück. Das war im Prinzip meine Frage, ob ich jetzt einfach noch mich kurz bewegen muss. Ja, du kannst dich bewegen, ja. Gut, dann gehe ich einmal ein Stückchen zurück und würde dann entsprechend mit dem Flammenwerfer drauf schießen wollen. Dann haut auf. Haben wir einen Sound für Feuer?
Nein, leider nicht. Jawohl! Hier, guck mal. Ballerst du noch extra Schaden rein, ey. Also triffst auf jeden Fall zwei. Was machst du mit den zwei anderen Erfolgen? Schaden. Mach wahrscheinlich hauptsächlich nur Schaden. Ich glaube, das haben wir etabliert, dass was anderes keinen Sinn macht. Ja. Im Moment nicht. Also das wären dann vier Schaden. Ne? Und ja, das Vieh schreit, ne, und fängt an zu brennen und ist, ja, ist tot. Ups. Liegend. Liegend. Ich würde mich nach dieser Kampfsituation direkt umschauen wollen. Ob hier noch mehr von diesen Viechern. Du musst doch mal Stress würfeln, ja. Alles klärchen. Das haben sie gut gemacht, Ellen, Ripley. Einen Moment, wie reagiere ich darauf? Schreien. Ja, das passt eigentlich. Aber du darfst einen Stress wegen. Und verbrennst das Ding. So. Aber du darfst einen Stress wegen machen, das ist doch schön, ne? Aber alle anderen dürfen jetzt einen Panikwurf abziehen. Ach Gott, Backe. Ach, ich hasse sie doch. Ich. Oh, mit Stress! Easy. No, Mann! Dann lass die Taschenlampe fallen. Deine Taschenlampe brennt. Ich glaube, das ist jetzt das geringste aller Probleme. Ich bin ganz so näher dran. Definitiv nicht neben dir, Hooper. Ich bin zu weit weg. Das ist Ripley, die du siehst. Die schreit dich an. Ich bin zusammengerissen. Also, wenn du das gut, ich kotze nur. Oh. Wer ist denn die nächste Person? Das ist ja gerade so überlappend da. Also ich will's nicht. Obwohl ich's verstehen würde, dass er mich angreift. Also es wäre Ripley. Storymäßig wäre es netten am besten. Ripley ist jetzt direkt daneben. Ripley. So, du musst jetzt sie mit Fäusten oder sonst angreifen. Du hast ja keine Waffe. Die Waffe ist im Berserker-Modus jetzt nicht so aktiv. Also, du wirst jetzt nicht mit Säure auf sie spritzen. Stimmt! Ich mach das, was du sagst. Das wäre einfach Nahkampf. Okay, dann versuche ich das mal. Kann ich hier Popcorn nehmen? Unarmed Attack. Was hast du da? Da ist, Oh. Jupp. Ist jemand stark genug, um ihn zurückzuziehen? Ja, ich würde versuchen, ihn festzuhalten. Weil ich das sehe. Aber ich glaube, ich konnte mich ja zusammenreißen. Ne? Charakter. Also, du würdest einen Schaden machen. Bitte was? Ich. Er würde einen Schaden machen. Okay, dann ist er wieder mein Panzerungswurf oder zählt er wieder nicht? Oder doch, ja, doch, eigentlich schon. Natürlich, du hast die Panzerung jetzt nicht ausgeschaltet. Ja, hat dir voll, also er hat dir voll ins Gesicht geschlagen. Oh, Mann, ey. Hooper, reißen Sie sich zusammen, verdammt! Du hast deine Taschenlampe verloren. Du bist auch noch in Panik. Du suchst gerade. So, da wir aber nicht mitten in einem großen Gefecht sind, hat dich das jetzt auch aufgeweckt. Und deine Panik ist auch wieder vorbei. Ich sage, Hup, was ist los mit dir? Warum schlägst du Ellen? Diese Dinger machen mich einfach wahnsinnig. Der hat immer Schlussprobleme. Sie sind der Grund, warum ich überhaupt so genervt bin. Ripley, geht's ihm gut? Tut mir leid, Ripley. Das war keine Absicht. Nase wird bestimmt bluten. Geben Sie mir einen Moment. War keine Absicht. Her, reiß sie zusammen und untersuch sie. Und heb die Taschenlampe auf, verdammt nochmal. Ich heb die Taschenlampe auf und dann laufe ich zu Miss Ripley und würde sie verarzten. Das hört sich jetzt schmutzig an, übrigens. Ich hab erst die Texte aber auch gerne aufgeschaltet. Aus der Wut heraus. Plus eins. Ja, gut, also, du bist quasi easy. 17 Leben dazu. Ja. Quasi. Hast du Gesundheitspunkte? Oder? Du hast jetzt 39 Gesundheitspunkte, ja. Ja, natürlich. Nein, es sind 2 Gesundheitspunkte. Wunderbar, dann bin ich ja wieder voll geheilt. Ach, das voll. Ach ja, ihr habt gerade ihr habt ja gerade so eine Situation gemacht. Ne? Jeder darf den Stress mal weniger machen. Ey, ich bin überhaupt gar nicht gestresst. Ich hab null. Ich weiß. Das ist so geil.
Ich bin ständig seit Abenteuer 1 irgendwo bei 6 bis 8. Du bist dauernd. Nur mal gesagt haben. Du bist hier ja der Anführer. Du bist dauernd nur im Dauerstress und Snetten hilft nicht. Ich sag ja, sollte Snetten sterben, ist dein ganzer Stress plötzlich weg. Das ist auf jeden Fall. Sagen Sie, Kerstin, warum kommt es, dass sie mich schon wieder zusammenfliegt? Ja! Nun ja, ne? Man tut, was man kann, aber sie sollten wirklich vorsichtiger sein. Ich hab mir doch nur die Leichen angeguckt. Nicht! Ich tue mein Bestes. Kann ich denn versuchen, Hooper so ein bisschen zu beruhigen, dass er ein bisschen Stress abbaut, dass ich irgendwie beruhigend auf ihn einrede. Das wäre dann Empathie, oder? Ja, ich würde gerne auf Empathie würden. Die nächste halbe Stunde. Dann darfst du auch medizinische Hilfe machen, das gehört ja auch zu. Also du darfst. Ja, medizinische Hilfe ist beim. Also ja, gut, okay, das läuft ja bei Empathie, da habe ich 3 Würfel, das ist gut. Genau. Also ich sorge ja schon seit Session 1 bei Hooper ständig für weniger Stress. Also. Okay, ich kann ihn nicht beruhigen. Nee, kannst du nicht. Ja, ich will nicht wissen, wo ich wäre, hättest du mir nicht ab und zu geholfen. Jesus! Ich will nur mal daran erinnern, wir hatten schon mal eine Alien-Situation, wo ich glaube auch Blaze dauernd Berserker-Modus war. Und ja. What? Weil ich glaube, New Hope, Ah gut, er war ein bisschen gestresst, ja, das ist auch da ein bisschen, ja. Okay, da war ich doch auch dabei, oder? Da waren fast alle wieder dabei. Ja. Aufgrund der Situation, ich guck noch, ob in dem Raum, neben dem jetzigen Spinnenleichnam, der hier ist, noch weitere von diesen Spinnen sind. Ich habe schon alles geguckt. Also, es gibt noch eine tote Spinne in der Ecke. aber sonst... Ich würde dahin gehen wollen und sie verbrennen. Cassie, kannst du mal mit den Taschenlampen an die Decken? Ja, natürlich, natürlich. Warte mal, du hast Panik gehabt. Opa, renn dich weg, bleib doch bei mir. Jetzt soll ich einmal wegrennen. Oh, Mann. Ich find's witzig, wir beide stehen fast die ganze Zeit nebeneinander und ich hab null Stress. Ach ja, Oh, Mann. Ripley hier. Yep. Du hattest ja ein Facehugger-Symbol als du Schaden gemacht hast. Darum musst du auch eine Munition wegnehmen. Nein! Ah, okay. Na gut. Schade. Ansonsten hat man ja immer... Es geht ja nur mit... Ja, es geht mit den Stresswürfeln. Wenn du da eine 6 würfelst, also diesen Facehugger, dann verlierst du eine Munition. Wie viel Munition hat denn so ein Flammenwerfer? Also jetzt nur noch einen. 80 Schuss. Musst du dann nicht einfach würfeln auf Munition oder wie war das? Nein, das passiert während du damit. Wenn du das passiert. Benutzt. Okay, alles klar. Wenn du jetzt zum Beispiel mit Maschinengewehr schießen würdest und du hättest 3 Magazine, hättest du unendlich Schuss, solange du kein Facehugger-Symbol machst. Und wenn du ein Facehugger-Symbol dann hast, dann verlierst du ein Magazin und musst nachladen. Ah, okay. Alles klar. Das macht die Täten auch sehr stark, genau, weil die auch keinen Stress haben. Genau, die müssten quasi nie nachladen, es sei denn, der Spielleiter würde es sagen. Deswegen erlaubt der Spielleiter in der Regel ja nicht, dass die solche Waffen nutzen. Und was ist, wenn man ein versteckter Android ist? Dann hat man ja trotzdem... Du tust so, als würdest du Stress machen, ne? Aber genau. Du verlierst es trotzdem nicht, obwohl alle denken, du verlierst es. Genau. Aha. Ja, okay. Das ist ja das Geheime dann, wenn du offiziell... Ja. Dann würfelst du auch auf Stress im Allgemeinen, bis du rausgefunden wird. Darum würde jetzt jeder, der hier Stress gewürfelt hat, auch keiner weiß, ob der andere jetzt ein Android ist. Genau. Mhm. Ja. Also es würde auffallen, wenn Ripley quasi die Flammenwerfer, wir würden wissen, er ist leer und sie schießt weiter. Also geheime Androiden spielen, als wären sie ein Mensch. Aber gut, sie hat uns ja nicht offensichtlich gesagt, was es ist. Das wissen ja nur wir jetzt. Ganz offensichtlich wissen wir von 4 von 5 Leuten wissen wir, dass sie keine Androiden sind. Weil Baxter hat schon geblutet, Hooper hat geblutet, Ripley hat geblutet und Cassie hat geblutet. Snedden ist die einzige Person, die noch nicht geblutet hat. Was für ein Zufall. Ich glaube, der einzige Android hier ist Ash. Ich glaube auch. Und der ohne Körper. Okay. Also,
Ja, also wenn dann auch keine Spinnen mehr hier so weit sind, die noch von dir, Ding hat sie ja verbrannt, Ripley. Genau, die wollte ich verbrannt. Gehen wir weiter, ich habe langsam die Schnauze voll, das Ganze geht mir echt auf den Sack. Ja, einen Moment, Hopper. Mein Flammenwerfer hat nicht mehr allzu viel Munition. Ich glaube, wenn ihr irgendwas hier habt, wie hier die Munition für Flammenwerfer einblenden, wäre das sehr nützlich. Gaskartuschen. Sie ja brauchen Kerosin? Ja. Das geben wir. Haarspray und Feuerzeug. Würde ich auch noch nehmen im Notfall. Ein weißes Pulver. Das alles brennt nicht so brennt gut. Dann, gut, na. Ich denke nicht, dass wir hier kurz einen Sweep machen können. Ich denke nicht, na gut, hier waren keine Waffen. Das ist, ja. Ne, hier sind noch. Also. Okay. Also hier ist nichts so aus, wert oder so, ja? Also, halten wir einfach Ausschau. Nochmal tut mir leid für die. Sind die eigentlich alle, die Gehäuteten, alle nackt? Ne, die sind gehäutet. Also, die haben. Also, nackter geht's nicht. Die sind, haben noch weniger an als nackt sein. Also ich denke nicht, dass der. Ja, Killer? So, dann würde ich wirklich sagen, der wäre wirklich extremer Psychopath, wenn er erst die Leute häutet und dann noch die Klamotten wird da anzieht. Dann würde ich wirklich sagen, der hat wirklich einen Rand. Okay. Übrigens hier, bevor ihr die Tür aufmacht, da ist ein großes Schild, ne? Mhm. Da steht, Tage seit dem letzten Unfall. Ja? Da ist so ein Schild, das runtergefallen ist. Ja. Was stand auf dem Schild drauf? Tage bis zum Unfall. Nee. Tage seit dem letzten Unfall? Wahrscheinlich 0. Nee, 8. Ah, ja, das müssen sie jetzt ändern. Einfach nur. Einfach nur, weil Hooper so ein bisschen einen ziemlich sarkastischen Humor hat. Ich hab mal so einen Schraubendreher oder so in meiner Rucksacktasche, nehme ich an, oder? 0. Ja. Ich mach einfach kompletten Strich durch. Wo dann Tage ohne Unfall dran steht, mache ich das ohne einfach weg. Streich ich so richtig quer durch. Steht da jetzt Tage Unfall? Ja. Tage Unfall. Ja, genau. Ja, passt doch. 8 Tage Unfall, schön. Sie sind mittlerweile so gestresst, Hooper, dass es so scheint, als könnten sie nicht mehr richtig schreiben. Kann ich Ihnen irgendwie Ihre Last von den Schultern nehmen? Nein, alles gut. Wenn ich meine beiden Kinder wiedersehen kann, wäre das größte Geschenk, das mir gerade jemand machen könnte. Nicht hier, aber zu Hause. Und ich will verdammt nochmal nach Hause. Wir könnten Ihre Kinder nachspielen. Also es reicht. Also, keine Sorge, Hooper. Keine Sorge, Hooper. Mary Sue und Ray, die werden zu Hause sicherlich auf Sie warten. Warum wissen Sie denn die Namen? Moment, der eine heißt Marion, der andere heißt Alex, ja. Der Name Ray existiert nicht. Das sind nicht die Rays, die ihr sucht. Vor allem mit der Kombination, Ray und Mary Sue. Ja, also, okay. Da steht auch ganz. Ich dachte, die heißen Luke und Lea. Ah, okay. Mina ist hier jetzt. Also auf jeden Fall dann. Kann jetzt jemand die Tür aufmachen? Gerne, Snappen. Gehen Sie gerne voraus und öffnen Sie die Tür. Ich stehe hinten und passe auf. Ja, so, ich habe die Tür geöffnet. Ja, gehen durch. Also ihr seht viele Felsen jetzt auch, ne? Und Staub und Maschinen. Ja. Sieht doch schön aus. Ja, geh weiter. Noch ein Stückchen, ich muss auch hier rein. Los, blockierst die Tür. Danke. Die kommen nie mehr vorbei. Entschuldigung. Also ihr hört plötzlich eine mechanische Stimme, die sagt, also aha. Ripley erkennt die Stimme, weil es echt Stimme ist. Willkommen in der Mine. Und die Tür. Mach einen Fuß in die Tür! Die Tür fällt zu und Fuß? Es zischt, ne? Und rotes Licht erscheint dadurch. Jigsaw, bist du's? Habt ihr Lust, ein Spiel mit mir zu spielen? Ich möchte ein Spiel spielen. Ash, warum hast du die Tür zugemacht? Es sind hier vielleicht irgendwelche Wesen. Also, ihr seht jetzt nichts, es ist nur Stein. Ich will die Tür wieder öffnen, ich bin der König der Türen.
Sehen wir deine Kamera oder sowas? Nee, hier ist keine Kamera mehr. Ha. Der Wichser wird uns nicht rauslassen, solange keiner von uns infiziert ist. Ich würde wahrscheinlich trotzdem einfach irgendwo hinschreien. Ash, du verdammter Drecksack! Ich hoffe, du hast irgendwo noch einen Körper, damit ich ihn auch zerficken kann! Ah, Ripley, brüllen Sie doch nicht! Die Viecher! Ihr hört nur auch noch wieder eine Stimme. Es ist jetzt nicht echt Stimme, sondern irgendeine weibliche Stimme von Mutter. Kühleinheit ausgefallen. Natürlich! Auftauchseingang eingeleitet. Was bedeutet das? Verstehen wir das? Wir als so Mechanikmenschen und so? Nein, nur Snedden weiß es. Ach, natürlich. Snedden, was bedeutet das? Woher willst du wissen, dass ich's weiß? Wollte gerade sagen, woher wollen wir wissen, dass Snedden das weiß? Weil okay. Weiß irgendjemand, was das bedeutet? Nein. Ich weiß es auf jeden Fall auch nicht, dann. Keine Ahnung. Na toll. Traurig. Scheißegal, wir haben eine Aufgabe. Finden wir diese verdammten Fusionszellen. Ich würde vorschlagen, wir schleichen hier, weil das sehr schallig ist. Gut. Dann benutze ich leichter Schritt. Ja, du machst das genau. Für uns alle, ne? Genau, als Gruppe. Das ist die Idee. Ja. Ja, mit dem besten Wert. Ich darf mich unbemerkt bewegen. Oha. Ja, gut. Okay. Das heißt, ich bin jetzt unsichtbar. Verpufft. Okay, ihr wollt schleichen. Ja. Der mit dem höchsten Wert in Schleichen oder Geschick am besten und der da Beweglichkeit auf jeden Fall, der darf dann einmal würfeln für die ganze Gruppe. Also ich hätte mit Beweglichkeit und Geschick hätte ich 6. Was hast du? Beweglichkeit habe ich 1, aber ich kriege einen Modifikator von +2 darauf. Wie hast du insgesamt mit Geschick zusammen? Ach, mit Geschick zusammen habe ich dann insgesamt 6. Ja, wie ich. Hast du Stress? 4. Ich hab 0. Okay, dann mach du das. Ja, dann würde ich das machen, wenn alle damit einverstanden wären. Ich würfel auch mal Scheiße, ja. Ich hab 4 Geschicklichkeit und 7 Stress. Also du kannst auch würfeln, weil Stress ist ja prinzipiell auch nicht schlimm, weil dann haben wir mehr Würfel, ne? Also deswegen kannst du ruhig auch mal. Mir ist egal, müssen wir als Gruppe jetzt entscheiden, ne? Baxter macht. Okay. Ja, ja. Dann mach ich das. Siehst du, ist ja gar nicht. Ja, ihr seht euch auf jeden Fall sehr ruhig. Ja, ja. Hoffentlich sehen wir keine Leiche, sonst kotze ich wieder. Noch mehr Leiche. Aber man merkt auch, dass also jeder Schritt, jedes Geräusch hallt ziemlich stark. Ne? Nein. Und ihr hört plötzlich was aus weiter Ferne. Also es ist zwar verstärkt durch den Hall, aber es scheint weit weg zu sein. Das hört sich an wie ein Velociraptor von damals. Velociraptor! Ja! Super! Woher wollen wir wissen, wie ein verdammter Velociraptor klingt, Snap? Diese Dinger sind vor Millionen von Jahren ausgestorben. Sie sind vielleicht gerade mal 20 Jahre alt. Das ist vielleicht ein Riesenhaufen Scheiße hier. Ja? Hilft nichts. Wir müssen zur Fusionszelle. Reißen Sie sich zusammen. Ich versuch's auch schon die ganze Zeit. Sehr gut. Upa. Psst, ich kann nicht bewegen, ich wurde festgesetzt. Oh no! Treib's an! Wir sind auf jeden Fall ganz leise, ja? Egal was hier ist. Ja, wir sind ganz leise. Ja, ihr seid ganz leise. Ne? Es sei denn, jemand fängt an zu schreien oder so, dann ist es wieder weg. Hat ja keinen, wir sind ja geschlichen. Achso, okay. Ja, wir schleichen auf jeden Fall weiter. Wir sollten auf jeden Fall unsere Waffen bereithalten. Ja, ich glaube es nicht. Sie haben nicht mal eine Waffe. Das stimmt. Ist es das, was ich denke, was es ist? Ja, so plötzlich ist ein riesiges Gebilde vor euch, ne? Das sehr, sehr gewunden aussieht. Sehe es noch nicht ganz. Ja, gleich kannst du es sehen. und ja, also. Ripley, kriegst auf einmal einen Stresspunkt, auf jeden Fall. Einmal, kommt der denn her? Auf einmal, ja, kriegst einen Punkt mehr. Oh mein Gott, Sun! Und, ja. Es scheint im Felsen zu stecken, zur Hälfte, ne? Und
Mehr könnt ihr auch nicht erkennen jetzt gerade. Hooper, das müssen ganz schön krasse Konstrukteure gewesen sein, die dieses Ding da gebaut haben. Überall sind auch Lampen, die darauf scheinen. Also auch wissenschaftliche Zelte. Soll ich das mal angucken? Ich geh mal vor. Bitte, sei ruhig. Was mag das denn sein? Das Raubschiff, wo die Viecher herkommen. Du bist ja gut informiert. Ja, das ist das, was ich denke, oder nicht? Halt sie in die Linie zurück. Genau so ein Ding haben wir leider auch gefunden. Was? Wirklich? Was soll das sein? Also ihr seht auch ein riesiges Loch. Ne, also da führen auch Kabel rein. Anscheinend wurde daran geforscht. Und Lichtkabel und Stromkabel wurden in das Schiff verlegt. Ich bin mir nicht so sicher, ob wir da reingehen sollten. Außer ihr meint unbedingt, dass dort drin unsere Energiezellen sind. Das ist nämlich die Frage, was ich gucke. Wenn hier draußen Licht produziert wird, wo ist der Generator dazu? Vielleicht in den anderen Gang? Ist hier unten noch ein Gang? Da drüben ist noch ein Gang. Ja, das sah also so aus, als ein Gang. Also die Kabel führen durch am Boden entlang. Boden hier hoch, wieder zurück, ne, und in die Wand irgendwann. Ah, okay, also wir werden direkt von der Basis versorgt, okay. Shit. Vielleicht hat er uns ja auch nur reingelenkt. Ich hab grad verstanden, reingelenkt. Ich habe es nicht wirklich Lust, da hineinzugehen. Ich glaube, also für die Wissenschaft würde ich das schon mal angucken. Die Wissenschaft interessiert mich einen Scheiß nicht. Wenn sie da reingehen wollen, dann gehen sie auf eigene Faust. Wir gehen uns einen anderen Weg anschauen. Entweder sie sind mit uns oder sie sind allein. Entscheiden Sie sich. Wenn sie da reingehen werden, dann werden sie auf jeden Fall nicht zurückkommen. Zumindest nicht uninfiziert. Da drin, wenn es genauso ist, wie es damals auf LV-426 war, dann ist dieses Ding voll mit diesen beschissenen Eiern. Ich würde mich hier mal... Da sind die Eier? Da drin? Genau dort drin. Hupre, ich bin auch dafür, dass wir den anderen Gang lang gehen. Ja. Backstar, würfel mal Wahrnehmung, bitte. Natürlich. Werde ich wieder angesprungen? Ich frage nur. Nein, würfel einfach. Ja, hier, guck. Wenn du es nicht wahrnimmst, weißt du es nicht, dass du angesprungen bist. Ich hab's wahrgenommen. Ja, also... Da du als im Hintergrund ganz als letztes bist anscheinend zurzeit, ne, also merkst du, dass irgendwas aus dem Gang hier oben sich, glaube ich, irgendwas bewegt hat. Hooper! Hinter uns im Gang kommt irgendwas! Ich gehe so in Richtung Hooper. Okay, ich bewege mich dann. Oh, ich hatte mein Säuregewehr am Anschlag. Ich guck mir das Raumschiff da an. Ja. 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 Eine Frage. Ist ein Raumschiff. Ja, eine Frage. Kann das noch fliegen? Wie funktioniert das? Wow! Mit Magie. Nein, mit Energie. Wie funktioniert das? Wenn ihr mal seht, welche Fragen ich da habe. Ja, ich weiß schon. Ich weiß, Also das ist schon... Es hilft nicht so viel. Aber beim nächsten Mal würfel doch auf analysieren. Hab ich doch! Nee, du hast auf Wahrnehmung gewürfelt. Ja, da muss man auf... Also da muss ich auf analysieren. Unterskill so, okay. Von Analyse okay, irgendwie, gut, ja. Okay. Sie hat ja das Talentanalyse, darum. Ja, aber das läuft über Wahrnehmungswürfel. Okay, okay, ich hab nichts gesagt. Ja, also, ich habe dir beantwortet, Biotechnologie. Yeah. Biotechnologie, danke. Das ist dir jetzt klar geworden. Ja, also, weiß ich jetzt. Cool. Also, dann schreibe ich in meinem imaginären Memo, das sehr verbrannt ist. Gut. Ich halte auch weiter... Von da hinten kommt das Vieh. Also, ich werde auf jeden Fall weiter Ausschau halten und werde das wirklich fokussieren, ob ich da irgendeine Bewegung sehe im Gang. Ja, wenn du dich so fokussiert hast. Ja, ich leuchte dahin. Ja, also, ihr bemerkt sehr, sehr viele Bewegungen. Irgendwas huscht an den Wänden, an den Decken rum, irgendwas kriecht in Löchern zurück. Ne? Und welche Löcher? Es scheinen irgendwelche Löcher, so Ritzen in den Felsen zu sein. Die irgendwie. Opa, vielleicht doch Richtung Raumschiff?
Aber du schätzt so ungefähr so 5 oder 6 Viecher müssten da jetzt sein. Natürlich! Richtung Raumschiff? Langsam zurückgehen. Ich will mich jetzt nicht in diesen engen Gang stellen. Die Viecher sind zu zahlreich. Sag mir mal, in welche Richtung du gehen willst, dann würde ich nämlich nochmal versuchen zu schleichen. Also ich würde auf jeden Fall Richtung Raumschiff langsam rückwärts laufend gehen. Mhm. Sind wir nicht immer noch leise? Dürfen wir noch versuchen zu schleichen? Oder muss ich, oder bleibt das immer noch, dass wir immer noch im Schleichmodus sind? Nee, ihr seid nicht mehr im Schleichmodus. Dafür okay, also würde ich nochmal machen, ja? Dann würde ich nochmal versuchen zu schleichen jetzt. Ich kann es ruhig würfeln, also. Yes! Ja! Und leise in die Richtung schleichen dann wahrscheinlich. Was huscht an der Decke hoch? Wir sollten uns ein bisschen schneller schleichen. Also der Eingang ist wo hier. Wo ist denn hier der Eingang? Achso, ja, wir gehen hier rein. Ne? Okay. Ja. Also ihr wollt da jetzt rein. Ja, offensichtlich. Ja, gut. Möchtet ihr eine kurze Pause machen? Ja, kurz mal Pipi machen. Ja, gut. Das ist eine gute Idee. Dann machen wir mal eine kurze Pause, ne? Und dann sind wir auch gleich wieder da. Pausenbildschirm, warte mal. Ja, die Kamera, ich weiß, danke.
so im englischen Familienduell so den Spaß, wo sie synchronisiert haben. Wären wir bereit fürs Familienduell, wir alle zusammen? Wir haben 100 Leute gefragt. Nennen Sie etwas, das immer einen Kampf startet. Roll Initiative. Ja, da sind wir wieder und es geht weiter. Ne? Ihr wolltet ja jetzt in dieses Raumschiff. Ja, wir wollten. Ja, Moment. Eine klare Definition. Wollen tun wir das nicht wirklich. Wir werden freiwillig dazu gezwungen, da reinzugehen. Also ich möchte kurz mal zeigen, wie ich da durchgehe. Ja. So. Deine Kind mit 50 Euro im Süßigkeitsladen. Eigentlich hätten wir gegen die Viecher kämpfen müssen, einfach um den Willen von Soli zu brechen. Ja. Nein, wir wollen da nicht rein. Punkt. Ja. Gut. Also es ist jetzt so, wie wenn du 10 Euro im Kind gibst in so einen Süßigkeitenladen, aber nicht alles auf einmal ausgeben. Ja. Das Positive ist, Ash hat hier drin nichts zu sagen. Das stimmt. Also. Noch. Noch. Ihr seid natürlich da reingegangen, ne? Und sind wir von oben oder von unten gekommen? Ihr seid von unten gekommen, von hier. Ich sehe nicht mal wo, wir haben noch gar keine Sicht. Noch keine Sicht. Ich sehe das. Schon alles. Ja, ich sehe es auch. Ich sehe nichts. What? Du musst mal zoomen, vielleicht bist du irgendwo in Buxtehude. Nee, ich sehe eure Zeiger, sehe ich, aber ich sehe vom Bild nichts. Ich mach mal einen Refresh. Ja, also wenn alle sehen können das sehen. Ja, ich sehe alles. Ich habe auch nochmal einen Kurs. Ah, jetzt sehe ich was. Ah. Okay, jetzt Refresh hat geholfen. Du hast keine Figur mit Sicht in dieser Szene. Ich glaube, ich habe hier, der Token ist vielleicht noch nicht aktualisiert worden. Na, mach mal auf Refresh, das hat bei mir nämlich auch angezeigt. Habe ich gerade eben gemacht, aber ich mach noch einmal. Ah, du musst ihm vielleicht Ripley zuweisen, weil er doch noch hier der andere ist. Ja, das kann sein, ja. Bei andere Ebene und so, weißt du? Wäre möglich. Ich die Sicht war wirklich nicht aktiviert bei ihr, warum? Ah. Bei allen ist es sonst drin. Du müsstest es jetzt sehen. Nein. Vielleicht jetzt nochmal Refresh? Ich refreshe nochmal. Ansonsten. Ah, weil du in der Wand ich sehe was. Ja, okay. Let's go. Ja. Juhu. Genau. So. Ja. Also es ist mit Akteur verbunden, also da nichts nicht. Gut. Okay. Ja, Terranus, genau, dein Charakter wurde erwähnt. Ja. Ja, Sergeant Terranus. Wir haben deinen Koks gefunden. Wir haben deinen Koks gefunden, ey. Er hat, ja. Ihr seid kaum in dieser Schleuser, liegt auch eine Leiche hier. Oh, nice. Das Gesicht weggeätzt. Aber ansonsten unbeschadet. Er hat auch so Dog-Tags. Er hat auch eine Waffe in der Hand. Ne? So eine alte Pistole, so ein alter Revolver. Ist es Sarge Terranus? Guckst du die Dog-Tags an? Ja. Nee, es ist nicht Sarge Terranus. Wer ist es jetzt? Das ist Crispy Bacon. Er wurde geröstet irgendwie. Nein. Nicht schon wieder die Bacon-Situation, das muss ich doch wieder bestellen, so eine Scheiße. Okay. Ich nehme die Dog-Tags mit. Ich guck mir das Dog-Tag an und sage, ist das ein schlechter Scheiß? Das passiert, wenn man einen gibt, gib etwas einen Namen, genau, das passiert. Okay. Wer hat eine Waffe? Einen alten Revolver, ja. Wer hat denn keine Waffe mehr? Ich drück Snatten den Revolver in die Hand. Ja! Was? Oh, da gehe ich ein bisschen weg. Nee, kann ich nicht. Warte, ich muss dir den Revolver nochmal geben, ne? Und jetzt kämpfen sie gefälligst mit. Ich hab halt null. Ist mir egal. So, Snatten, du bekommst einen Revolver mit einem Magazin. Munition. Ja. Das Sound ist nicht, Snatten. So, jetzt hast du es in deinem Inventar. Eine Magnum. Revolver. Magnum Revolver. Ja, ja. Ich erinnere dich nur, dass du Resident Evil sollte man auch mal die Magnum benutzen. Ja, hab ich doch. Nicht immer nur aufbewahren.
Ja, ich habe die benutzt für die Oberbosse da. Ja, ja. Ja. Aber Blaze auch. Blaze auch. Nutzt mal die Magnum. Also, selbst wenn da Magnum draufsteht, bitte nicht dran lutschen wie an einem Eis. Ja. Ich schieße in sie. Also vor euch ist so eine komische runde Luftschleuse, ne? So spiralförmig angelegte Schleuse. Wichtige Frage, ganz wichtige Frage. Ganz wichtig. Wir sind jetzt laut dem hier irgendwie vorne und vor uns und hinter uns ist eine Tür. Ist das eine Schleuse gewesen, die man zumachen konnte, jetzt wo wir ins Schiff rein sind? Ja. Und die ist auch zugegangen. Okay. Okay. Kann man die noch öffnen oder ist da wieder so ein rotes Licht? Ich würde sie nicht probieren. Nee, das ist ja vom Raumschiff schon. Naja, die Frage ist wegen Ash. Aber so ob das vom Raumschiff die Schleuse ist oder ob das... Es ist die vom Raumschiff. Okay, also es ist nicht nur irgendwie installiert worden von Menschen nein, als eine... Nein. Okay, alles klar. Das war alles, was ich wissen wollte. Genau. Ja. Also Huber, wir sind hier nur bedingt sicher. Vielleicht haben wir die Viecher da draußen abgehängt, aber hier drin sind wahrscheinlich viel schlimmere Sachen. Was gibt es denn für schlimmere Sachen? Naja, nach den Berichten der anderen waren da etliche, naja, dieser beschissenen Eier halt drin. Wirklich unzählbar viele. Und wenn wir noch Werte da eindringen in dieses Schiff, dann befürchte ich, dass wir gegen die Menge wahrscheinlich auch nicht ankämpfen können. Aber wenn das Raumschiff hier ist und sie sagen, dass das auch auf einem anderen Planeten auch gewesen ist, dann heißt das, dass es mehrere dieser Dinger gibt. Wahrscheinlich. Ich meine, ich war schon erstaunt, dass überhaupt irgendeins noch auffindbar war. Ich meine, Sie können sich meine Überraschung vorstellen, nachdem ich aufwachte und direkt kam nochmal eins dieser Viecher auf mich zu. Wäre es vielleicht möglich? Danke für die Informationsnetten. Würfel mal auf Ausdauer, bitte. Eieiei. Eieiei. Ich hab nichts verstanden, aber okay. Ich versteh's schon. Okay. Okay, aha. Ja. Oh nein, ich weiß warum. Ich weiß es, jetzt weiß ich's auch. Och, bitte nicht. Ja, der Groschen ist gefallen, ne? Oh, ja, bitte nicht. Der Groschen ist gefallen, ja. Och, bitte nicht. Nein, Glück hast du Ausdauer so gut gewürfelt. Wisst ihr was? Sie hat auch so viele Ausdauer. Ja, ich weiß auch nicht, warum. Ich nehme jetzt das weiße Pulver, das ich geklaut habe und inhaliere es. Was? Du konntest es gar nicht klauen. Ich habe aufgepasst. Ich habe extra gefragt. Ich war halt ziemlich gut. Ernsthaft, Soli? Hat sie das geschafft? Ja, hat sie geschafft. Wie frech, ich habe extra geguckt. Ich bin extra stehen geblieben, hab gefragt, ob auch alles da liegt und du sagst, ja, ja, klar, liegt alles auch so wieder. Ja, dabei. Muss ich doch sagen, jetzt ist es schafft. Ich kann ja nicht sagen, dass... Das ist ja so frech, ne? Also wie du... Also du schnüpfst das jetzt wirklich? Ja. Gut, da du sowieso keinen Stress mehr hast, ja, Vielleicht tötet das das Vieh. Sven, was zum... Warum was machen sie? Da gibst du ihr eine Waffe und dann passiert sowas. Also, Hooper, ich glaube, das war keine gute Idee. Das war falsch. Haben sie gerade das Zeug geschnüffelt, das wir aus dem Spind gesehen haben? Ja. Warum? Oh, ich habe einen Panzer. Werden wir eh schon sterben? Kann ich das auch high tun? Wieso solltest du sterben? Ich habe sie bisher hergeschleppt, am Leben erhalten. Und auch wenn sie die größte Zecke an meinem Sack wären, würde ich sie noch hier mit weiterschleppen. Das Schöne ist, dass dieses Päckchen so groß ist, dass sie das nicht alles reingeschnüffelt hat, dann wäre sie jetzt tot. Also sie hat jetzt ein bisschen davon reingeschnüffelt. Ja, ist okay. Sned, du bist jetzt sehr durstig übrigens. Ne? Das ist okay. Und hyperaktiv. Wenn sie mich also auch nur ein bisschen zusammenreißen und ihre verdammte Neugier einfach mal hinten anstehen lassen, dann schaffen wir es hier auch lebend raus. Ja. Also, wenn es wirklich, dann den Verhungern-Status musst du aber wegmachen.
Ja. Hunger ist da unterdrückt. Ja. Da kennt sich jemand aus. Weißt du das? Da kennt sich jemand aus. Hab ich gelesen. Ah, ja, gelesen. Okay. Gelesen. Also gut. Dann, ja. What? Warum ist man. Warum ist alles weg? Ja, wollte ich gerade sagen, man ist bei mir gerade auch alles weg. The fuck. Okay. Jetzt ist dann wieder alles da? Ja, genau. Ja. Musst du was aktualisieren. Wollen Sie die Waffe nicht doch lieber wieder abgeben? An wen? An Sie? Ja, unter Umständen. Nee. Du hast ja noch keine, ne? Doch, ich hab eine Knarre. Echt? Ah, das ist gut. Dann haben wir jetzt alle eine Waffe, ne? Ja. Ja, ich kann nicht mit umgehen, aber was soll's. Snedden. Renn doch nicht immer weg. Ja. Deine Beziehungsstatus verstärkt sich natürlich jetzt zu allen Kumpel und Rivale. Ja, ich also, liebe sie alle. Nein, nein. Achso. Du hast einen Kumpel, die du magst, einen Rival. Die du mehr. Ja, und beides wird langsam jetzt durch dieses Zeug, ne, bist du natürlich gegenüber dem Rivalen paranoid geworden und deinem Kumpel verliebt, aber der ist ja schon tot. Ja. Mui. Oh, er taucht eine Stimme in meine Kopf. Er taucht als Forstgeist jetzt wieder auf. Oh, warte, können wir das ausspielen, dass du irgendwie halluzinierst? Ist das so bei Cookie? Ich kann keine Ahnung, dass du irgendwie die ganze Zeit irgendwie. Eigentlich nicht. Das ist kein Halluzinogen. Das ist nicht konzentrieren. Das kann halt höchstens passieren, wenn du 3 Tage oder sowas drauf bist, dass du dann so ein bisschen Hallus kriegst. Aber das liegt dann eher an dem Schlafentzug. Okay. Du musst das Alien mit nach Hause nehmen. Das ist dein Kind. Nimm es mit. Wer war eigentlich dein Rivale? Also, Kassia noch. Achso. Gefühlt ist es Hooper irgendwie. Ja. Irgendwie ist Hooper geworden. Ich weiß auch nicht warum. Ich hörst du auf einmal nur noch eine Stimme. Snodon. Sie wissen, was sie zu tun haben. Ja. Ich habe deine Bewohner. Und ich habe deine Feinde. Okay. Ja. Also Hooper würde vorausgehen und sagen, vielleicht finden wir hier einfach mit Glück noch eine. Aber bist du oben lang oder nicht? Weiß ich nicht, bis wir müssen umlangen. Ach, Sven, der Mann mit dem Koks ist da. Also vielleicht finden wir hier schnellstmöglich so ein Fusionszellen-Ding. Will eigentlich noch irgendjemand? Dann können wir schnell wieder nach Hause. Ja, das ist das Ziel. Hat jemand was zu trinken? Hauptsache, wir gehen nicht allzu weit hinein, ansonsten kommen wir wahrscheinlich nicht mehr raus. Was zu trinken? Ich hab jetzt nichts im Inventar, nee. Ob sie ist ja... Warte mal. Nee. Ich hab doch noch so einen Erste-Hilfe-Koffer. Da ist kein Wasser. Genau, da ist Kochsalz drin. Das trinkt man nicht übrigens. Echt? Sollte man nicht trinken, nein. Ich gebe dir den Wassermarsch. Genau, hier. Prost. Danke. Also ich Klatscher, versuch dann mal nichts geschieht. Ich versuche dann mal die Tür zu öffnen. Ja. Nach Norden. Die piept komisch, also die gibt so flötende Geräusche von sich und öffnet sich. Okay, und ich gehe vorsichtig rein und guck an die Decke. Sieht aus wie zu Hause. Naja, die Decke ist alles sehr rund, ne? Also es ist sehr eine runde Architektur, ne? Mhm. Und es ist sehr dunkel. Es gibt zwar ein Kabel, das bis zum Eingang geführt hat und da war auch so eine Leuchte, aber hier drin ist kein Licht. Ist das eine Nase? Ich hab diese Taschenlampe. Ja, das ist ein riesiges Gesicht. Das ist ein riesiges Gesicht von einem Mensch-Humanoiden, ne, mit Glatze und groß. Ich tipp's an. Es sieht so, es fühlt sich so, ich war. Keine Ahnung, wie sieht es das so? Es fühlt sich feucht an. Okay. Schön hier. Das fühlt sich feucht an. Und du leckst dann dran. Was? Du bist total verdurstet. Du leckst da dran, weil du dachtest, es wäre was zu trinken. Ach so. Hup. Ich guck einfach nur zu und schüttel den Kopf. Mir wird schon wieder schlecht, Hup. Einfach tief durchatmen, Baxter. Einfach tief durchatmen. Sie lecken mir die Nase. Also, der Kopf ist ja schön und gut, dass der da ist und so weiter.
wenn, dann würde Hupo noch einen Kommentar machen, weil das sieht wahrscheinlich menschenähnlich aus, der Kopf. Aber nicht wie ein Mensch, ne? Aber nicht wie ein Mensch. Nee, wie eine Frau. Auch. Ist das korrekt, was? Oder? Wieso ist das jetzt so dunkel? Es gab kein Licht. Kassel ist sehr zu mit Licht, glaube ich. Ne? Ja, ich habe die Taschenlampe. Da habe ich das doch gar nicht gesehen. Ja, ich mache die Taschenlampe beim Helm an. So. Okay. Dann passt wieder alles. Ja. Ihr seid ja in dem einen Raum, also habt ihr Licht. Ja, okay. Bin ich jetzt immer noch vorsichtig? Ja, natürlich, das sind nur ein paar Tropfen und es ist nicht wirklich Wasser. Es ist irgendwie sehr salzig. Ob das die Konstrukteure dieses Raumschiffes sind? Mach noch mal einen Ausdauerwurf, bitte. Oh Mann! Vielleicht ist das auch das Raumschiff. Willst du noch mal Ausdauer? Ja, scheiße. Sie kriegt Sodbrennen. Sie kriegt Sodbrennen. warte, ich muss mal gucken, wo war. Du hast also, viel genommen. Ich verabschiede mich. Mann. Ich verabschiede mich schon mal für heute Abend. Ich wünsche euch allen viel Spaß. Nein. Du hast ein bisschen Schnupfen, also deine Nase, die läuft ein bisschen. Die juckt auch. Oh ja. Nicht ausschnauben, du musst hochziehen. Sonst ist das ganze Zeug ja verschwendet. Ich weiß, wo es ist. Das Problem ist, ich habe dieses eine nicht drin. Okay. Was? Ich rede mit also dir. Ja. Dieser Kopf, an dem Snatternetz geleckt hat. Ja, was ist der sieht, ist meiner. Ich habe ihn abgeleckt. Der gehört sieht mir. Der sieht ja humanoid aus, also menschenähnlich, aber nicht menschlich. Ist es richtig? Ja. Also es ist sehr menschlich, aber sehr stilisiert. Also es sieht so ein männliches, großes Gesicht aus, aber sonst ist doch nichts mehr drin. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Es ist, als wäre es einfach menschliches Gesicht ohne Merkmale. Ja, also. Also einfach ohne Augen, ohne irgendwas. So wie so ein NPC halt. Ohne markante Gesichtszüge oder so. Wirklich die eins Auge stecken. Ohne markante genau. So wie Mark Zuckerberg. Ja, so wie die Androiden in iRobot. Ja, vielleicht so ein bisschen. Also, Ripley. Ja, das Einzige, was ich mir denken kann, ist, wer auch immer das gebaut hat. Entweder uns als Ziel gehabt und ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Vielleicht haben die selber Probleme mit den Viechern gehabt, weil dieses Raumschiff sieht ja so aus, als wäre es abgestürzt. Unser anderes sah auch so aus. Zumindest hat er sein Notsignal gesendet. Siehst du, vielleicht haben die selber dieselben Probleme wie wir. Nee. Und dieses Raumschiff, also keine Ahnung, kann ich einschätzen, ob dieses Raumschiff technologisch weiter ist als wir Menschen? Definitiv. Weil ich ja hier Raumschiffmechaniker bin. Ja, also du hast sowas noch nie gesehen. Also du erkennst jetzt auch, dass es biomechanisch ist und das benutzt kein Mensch. Okay. Snedden, ich hab dir was in deines Motivationen geschrieben. Oh oh. Das ist ja noch auch ein Wort. Ja, gut, dass es auf Englisch ist. Ja, es tut mir leid, ich habe es nicht übersetzt, weil es war mal übersetzt, dann hat es irgendein Update gegeben, dann ist es wieder in Englisch gefallen. Sorry. Schick's mir, ich übersetze es hier. Nee. Mein Gott, markier es und setz den Google-Übersetzer. Das ist ich kann es nicht markieren. Dann schreib's in Google-Übersetzer, du kannst auch schreiben. Wie geht das? Ich bin doch auf Drogen. Sagen Sie, Kasjanov. Ja. Ich bin kein Experte. Meine Kenntnisse in Medizin reichen vielleicht gerade mal für einen Erste-Hilfe-Kurs, aber sagen Sie, die Einnahme von dem Pulver, was auch immer es nun am Ende war, meinen Sie, der Effekt geht so schnell imstande bei Snedden, so wie wir das gerade erleben? Eigentlich, normalerweise dauert es nach Einnahme nasal so circa 20, 30 Minuten. Was? Ja. Vielleicht sollten Sie Snedden mal untersuchen. Also, aber auch, das wäre eine gute Idee. Es kann allerdings auch sein, dass es nicht unbedingt das Zeug ist, was ich vermute.
Aber nun ja, auf jeden Fall sollten wir ihr vielleicht den Rest davon abnehmen. Eine gute Idee. Und ich würde entsprechend auf Schneiden zugehen wollen. Los, geben Sie her. Gibst du ihr das? Ja, ich geb ihr das. Ah, warte. So, Ripley kriegt jetzt das Zeug. Yay, das Stuff. 60 Jahre später irgendwie, ne, wird Ripley gefunden und sie finden das mal so ein Päckchen Drogen bei ihr. So, unter Gegenständen ist es jetzt. Vor allem glauben sie ja dann die Geschichte natürlich aufs Wort. Jetzt erklärt sich, warum es hier keiner geglaubt hat, weil die hier nicht gesagt haben, dass sie ein Paket gefunden haben. Oh, scheiße, ey. Komm, erst mal, jetzt kommt alles haben. Raus. Oh. Das sehen doch die Leute, oder nicht? Wenn sie dich untersuchen, was sehen, sehen sie es, ja. Ah. Wir sollten... Okay. Sie untersuchen jetzt. Ne. Das hatte ich da dunkel, so schnell sieht man es nicht. Hä? Ich sehe nichts. Also, ich nehme nicht an, dass hier irgendwelche Wissenschaftler, die hier reingegangen sind, oder wagemutigen Abenteurer markiert haben, hier geht's zum Laderaum, oder? Nee, also markiert ist hier nichts. Es stehen ein paar Kisten, die irgendwie aufgebrochen worden sind, aber sonst natürlich ist hier gar nichts. Fusionszelle dieser, hier. Nee, also genau. Überall ist das Logo von Vader Giuliani drauf, übrigens. Okay. Und die Kisten sind alle leer? Kaputt, leer, ja. Ist ein paar mit Ärzten drin. Warum sollten hier dritte Ärzte sein? Die könnten mal hier irgendwie so, keine Ahnung, hier Taschenlampen, Waffen, Spitze, ja, irgendwas Interessantes. Zumindest mal eine Spitzhacke oder sowas. Ja. Na gut, hilft nichts, jetzt rumzustehen und zu warten. Bis Nathan wieder bei Sinnen kommt, gehen wir weiter. Ja. Und ich guck mal einfach die Tür Richtung Nord. Und ich guck auf die Tür vor mir, guck auf die Tür rechts. Und ich sag gerade so, dass halt die benachbarten Leute zu mir feststellen können, so, ich und du, Müllers, cool. Und so dann Kinder rein die Tür aussuchen und es kommt dann am Ende die Tür am Norden raus. Ene, bede, Mus, Nettie ist bald raus. Was? Also ja, genau, möchte ich die nördliche Tür jetzt durchöffnen. Die nördliche Tür würde ich aufmachen, ja. Okay. Und Taschenlampe her, Licht. Ja, ich bin ja hier mit der Taschenlampe, ich stehe hinter dir. Leuchte mal rein. Wollt ihr die reingehen auf jeden Fall wieder als erster? Und Decke! Ja, in diesem Raum erkennt man eher so eine Art von Pult. Also nochmal, ne? Für alle, die es nicht wissen, ich... Ja? Ja? Nee, nichts. Okay. Aha, sie wollte gerade mit ihrem Chef reden. ich einfach gar nichts sagen dürfen. Oh. Nee, ich guck dann immer, bevor ich rede. Und hab dann parallel gesehen, oh, ich bewege mich. Wie die Köpfe, die ich dann gedreht hab, ne? Was soll ich? Was soll sie sagen? Ey, gut, also ihr seht so eine Art Pult, ne, ein ziemlich großes, ne, das schwach blau leuchtet. Ne, es ist so... Als wäre so ein, das ist auch wie ein Computer. Ja, das ist so, es fühlt sich so ätherisches Licht an, ja, ne, so ein bisschen bläulich. Und hier sind so große Glasbehälter, die komplett schwarz sind, als würde was schwarz da mal drin wabern. Ist das ein Computer, ja oder nein? Ja, wo soll ich, will ich das wissen? Weißt ich du würde das? Gerne herausfinden wollen, ob es ein Computer ist. Ja, dann mach mal auf Coptech oder auf irgendwas, was mit Verstand ist oder irgendwas. Ja, Coptech, ne? Da unterstützt. Ich verstehe immer nicht so ganz, wie jemand unterstützt, deshalb. Wenn du sagst, du willst jemanden unterstützen und du hast einen Punkt drin, dann kriegt er einen Würfel mehr. Ich habe im Coptech sogar 3 Punkte drin, deshalb. Ja, das reicht, es ist egal, es ist immer nur ein Würfel mehr. Dann unterstütze ich Baxter. Das ist sehr nett von dir, danke. Ich hätte da aber noch eine Frage, darf ich mein Tablet wieder benutzen? Nein, du hast da keinen Anschluss. Okay, also Anschluss. Nur einen. Das ist, ja, das ja, ist ja okay. Das, ich frage ja, ja, wir haben universelles HDMI. Ich verstehe die Problematik immer nicht. Ja, okay, also plus 1, ja? Ja. Das, damit kenne ich mich. Doch gut aus. Definitiv. Also es ist auf jeden Fall, außerirdisch. Hast du noch nie gesehen, ne? Und es ist so eine Art
biomechanisch. Also es ist, aber mehr kannst du darüber jetzt auch nichts sagen. Okay, kann ich das Ding bedienen? Also kann ich irgendwie so einen der Stunts dafür benutzen, um so grob zu verstehen, wie es funktioniert? Also dass ich weiß irgendwie, keine Ahnung, auf die Tasten müsste ich jetzt so drücken, damit irgendwas passiert oder so. Nein, du kannst damit nichts anfangen. Dafür hast du keine Erfahrung mit dem. Du kannst irgendwo draufdrücken oder irgendwas betätigen, wenn du möchtest, aber du weißt nicht, was es bewirkt. Da sind auch keine Schriftzeichen drauf oder so. Ach so, okay. Also ich weiß nur, dass es jetzt quasi irgendwie eine Bedienungseinheit ist. Ich nehme mir kurz einen Ärmel von Kasnanov und schnief da rein. Was? Was? Mach ausweichen! Los, Geschicklichkeit, tu es! Oh, ich würde gern ausweichen, ja, kann ich das? Nein, kannst du nicht, das ist einfach nur, hat es einfach gemacht. Kann ich ihr eine Schelle geben? Du kannst sie wegstoßen, wenn du willst. Ja, ja, das ist eine Waffe. Aber dafür kriegt Kasslanoff jetzt einen Stresswürfel. Hast du noch alle. Also. Geht's dir noch gut? Okay, ich krieg einen Stresswürfel. Probier sie das bei mir, bitte, erschieß sie. Ich hab Angst vor ihrem Bazillt. Ah! Oh! Es juckt ein bisschen in der Nase. Wenn ich du wäre, würde ich das ausziehen. Ah, nee, ist ja dein Raumanzug, ne? Ja. Im Raumanzug ist das nicht so gut. Ich schüttel das so auf den Boden. Zusammenreisen, Leute, wir sind hier auf unbekanntem Territorium. Uns landen das Geld für Sie umso mehr, wenn nicht sogar dreifach und vierfach. Keine Sorge, Kosten, wir können wahrscheinlich nachher nochmal einen neuen Anzug holen, wenn wir hier rauskommen. Ja, schön. Wir fassen hier nichts an und ich guck dabei während der ganzen Kommunikation wegen des Aussagen nur aufs Netten. Also Baxter, machst du da jetzt irgendwas oder ist das einfach so? Also das sieht aus wie eine Bedienungseinheit hier, ja. Ich weiß nicht genau, was sie steuert. Wenn du willst, probiere ich ein bisschen was aus. Wenn nicht, dann gehen wir weiter. Ich kenne mich auf jeden Fall damit nicht aus. Ich weiß nur, dass es halt wahrscheinlich irgendwie ja vergleichbar ist mit unseren Computern. Mhm. Aber hier sind noch keine Schriftzeichen drauf und dergleichen. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Labor ist oder ein, was weiß ich, was anderes. Wenn das Ding hier, wie Ripley sagt, wirklich diese Eier an Bord hat, würde ich nicht mal ansatzweise versuchen, irgendwelche Knöpfe zu drücken. Wer weiß, was passiert. Ja, okay, du hast recht. Am besten nichts anfassen und weitergehen. Gut, gut. Ich fahre so durch an der Wand vorbei mit meiner Hand. Es fühlt sich pelzig und warm an und feucht. Aha. Oh, schön, ne? Das Raumschiff schwitzt. Nice. Okay. Oh Gott. Du bist im nächsten Raum. Nächster Raum. Na, Schlappe. Ich weiß gar nicht, wie sich solche Menschen verhalten tatsächlich. Warte, was? Ja, wie sich halt welche mit Mehl verhalten. Ich hab grad gedacht, ich hab grad nur verstanden, wie sich Menschen verhalten. Das hat mir gar nicht gestimmt. Ich kaum weiß, wie sich Menschen verhalten. Hier ist also auch... Eigentlich kommt auf die Menge an, aber eigentlich ganz normal. Sie sind ein bisschen... aufmerksam, ein bisschen aufgedrehter. Ach so, okay, dann habe ich das nicht angefasst. Hunger und so weiter. Okay. Haben wir ziemlich Durst? Naja, den Durst merken sie auch eher weniger, aber... Ach so, okay. Ja, trotzdem Durst. Ja. So, also hier ist es ähnlich. Hier ist auch wieder so ein Bedienfeld, aber diesmal ist hier auch so ein großer Sitz, ziemlich groß sogar. Und an den Wänden sind so große Kapseln, aber was das ist, könnt ihr jetzt nicht so auf Anhieb sagen. Ja, ich würde mich auf diesen. Aber hier liegt auch wieder eine Leiche. Ich gehe zu Snetten, pack sie am Kragen und würde sie mitziehen, sobald zu den. Ich wollte sie doch nur angucken. Ja, ich würde mir den Sitz gerne angucken wollen. Mit dem ich fühle mich wie so ein kleiner Grundschüler, der dauernd vom Lehrer gemaßregelt wird. Also das du bist schon lange von der Schule geflogen, ganz ehrlich. Also der Sitz ist überdimensional groß. Ne? Wenn du würdest dich wie ein Kleinkind fühlen, würdest du dich da drauf setzen.
Also, wenn ich ein Lehrer bin, dann sind wir gerade auf einem Schulausflug und auch wenn es das absolut nervigste Schulkind war, habe ich immer noch die Verpflichtung, darauf aufzupassen, weil ich sonst Probleme mit den Eltern kriege. Deswegen muss ich mich damit abfinden. Aber ich könnte, der Sitz ist leer, ja? Der ist leer, ja. Und ich sehe auch nichts in der Nähe, was irgendwie an der Decke hängt oder so. Nein, aber wie gesagt, hier liegt eine Leiche. Da liegt eine Leiche. Ja, ich würde mich trotzdem auf den Sitz einmal setzen und gucken, ob der irgendwie sich aktiviert. Nö, passiert nichts. Baxter. Aber er ist seltsam warm. Der Sitz ist warm, Hub. Schön, ich habe eine Sitzheizung. Tolle Innovation. Nein, ich meine, da saß jemand. Super, ich würde einmal mich um die Leiche kümmern. Ja, auf diese Riesentypen hier langlaufen. Warte, was hat Ripley gesagt? Ich dachte, ich würde mich einmal um die Leiche kümmern. Warte. Leiche? Hab ich das, hab ich, ja, da ist eine Leiche! Da ist eine Leiche! Das habe ich gar nicht mitbekommen, sorry! Ich hab's zweimal gesagt! Entschuldigung, ich war so abgelenkt durch Snap. Was ist es denn für eine Leiche? Eine menschliche Leiche, eine Alien-Leiche oder so ein... So es ist eine Frauenleiche in einem wissenschaftlichen Kittel. Huch? Kennen wir die? Dir ist sie nicht bekannt, nein. Kenn ich die? Nein, dir ist sie auch nicht bekannt. Kenn ich die? Nein, du hast sie auch noch nicht gesehen. Aber das Interessante an dieser Leiche ist, dass sie gelb mit weißer Flüssigkeit blutet. Ein Android. Oh. Ein A. Das ist A. Ja, keine Leiche. Dann muss ich sie ja nicht verbrennen. Wir können, die laufen doch auch mit so Zeug. Das können wir doch für die Bur. Ja, können wir doch für die Tür benutzen. Wir können sie reparieren. Oh, wir haben eine Leiche. Frage. Ja. Gut. Wie ist dieser Android zerstört worden? Anscheinend wurde irgendwas an ihrem Rückenmark entfernt. Also im Rückenmark was entfernt. Mit Gewalt oder sieht es präzise aus? Es sieht wie mit Gewalt aus, ja. Okay, das ist nämlich ein deutlicher Unterschied schon mal. Wären wir in der Lage herauszufinden, ob wir dieses Ding reparieren können? Kennt zumindest die Sprachfunktion? Naja, wir kennen uns mit allgemein mit Technik halt aus und mit Medizin. Wir haben ja ein gewisses Maschinenverständnis. In Kombination mit meinem Wissen von Maschinen und Computern im Allgemeinen und in der Kombination zu Hooper, der sich halt so mit, ja, im Allgemeinen mit Maschinen auskennt. So ein Androide ist eine Maschine. Ja, also Androidentechnik basiert auf Comtech, also nicht auf Mechanik. Ja, damit kenne ich mich super aus. Kannst es gerne versuchen. Also, du musst mir nur sagen, was du genau machen möchtest. Ja, ich würde halt versuchen, also das Ding sieht ja so aus, als würde es wahrscheinlich nie wieder laufen können, ne? Bei Rückenmark und so entfernt, ne? Ja. Ich würde versuchen wollen, dass quasi ich zumindest den Kopf quasi so wieder zum Laufen kriege, dass ich die Sprachfunktion halt verwenden kann. Also, dass ich mit dem Androiden unterhalten kann, um herauszufinden, was quasi ihm passiert ist. Ja, dann kannst du gern versuchen. Möchte mich jemand unterstützen mit Coptic? Sehr gerne doch. Bräuchte Hilfe, Ripley. Sie kennen sich doch mit Androiden aus. Nicht wirklich, aber zumindest haben wir schon mal einen zusammengesetzt. Ah, okay, gut. Okay, ja, dann würde ich das probieren. Ich würde das gern pushen. Dann push es. Oh mein Gott. Anscheinend ist der irgendwie nicht funktionsfähig. Also du schaffst es nicht, irgendwas zu aktivieren. Ja, kaputt. Kann also er hebt mal kurz den Arm und dann lässt er wieder fallen. Aber das war's auch schon. Aber der würde theoretisch, also jetzt, wenn ich sagen wir nur den Kopf mitnehmen würde. Dann musst du ihn erstmal abhaken, weil er ist noch dran. Ja, ich frage nur rein theoretisch. Dann könnte ich das später ja wahrscheinlich irgendwie mit einer Werkbank oder so, mit meinem Technikkram vielleicht wieder noch probieren. Das wäre möglich, ja. Nett, und wir haben doch so einen Pool dafür, oder? Was? Snedden, ich bräuchte mal Ihre Unterstützung. Okay. Können Sie mir diesen Kopf fachmännisch abtrennen? Daher, dass er nicht menschlich ist, eher nicht.
Ich kann es probieren. Also auch mit dem Skalpell würde das jetzt etwas dauern. Ja, wollte ich auch sagen. Das sogar mit einer Axt würde es dauern, weil das ist schwieriger, als man denkt. Aber ich bin sehr stur, ne? Bleib doch so lang hier. Ja, okay, dann lass mal. Ich wollte halt gerne, ja, ich hätte es gerne probiert, ein bisschen Information zu kriegen. Aber gut, dann ist es kaputt. Ja. Das ist kaputt. Also ich verstehe den Hintergrund, aber... Ist ja, kaputt. Ja. Alles gut. Also ihr könnt vielleicht ruhig die Zeit nehmen, den Kopf zu entfernen, aber dann wird auch Zeit vergehen. Ne? Also ja, und die Zeit haben wir nicht. Ja, wir haben ja nur 3 Tage oder so. Ja, sicher. Ich, bei mir funktioniert die Zeit schneller als bei euch. Also da... Das bewegt sich alles so schnell, ne? Ja, nee. Ja, okay, schade. Ja, Hup, ich krieg's nicht hin, selbst mit Ripley's Hilfe. Schon gut. Die Energiezufuhr scheint kaputt zu sein. Also, vielleicht, falls wir irgendwie eine Androiden-Batterie finden oder dergleichen, dann könnte ich's nochmal probieren, vielleicht. Ja, wir müssen aber irgendwie anders an Informationen kommen. Ich hätte mein Tablet verwenden sollen. Wir haben bisher mit einem. Technologie. Wir haben bisher mit einem Androiden genug Probleme. Wählen wir weiter. Ich gehe mal auf die Seite. Mal versuchen, diese Fusionszelle zu finden. Vielleicht haben sie hier irgendwo drin eine kleine Forschungsstation aufgebaut oder einen Generator, der damit läuft und funktioniert. Ist San da? Nein, San ist noch nicht da. Er echauffiert sich gerade. Ja. Ja. Würde ich auch machen. Ah ja, stimmt, ich echauffiere mich. Das war ein anderer Charakter. Ja, ich weiß. Ja, das war ja mein selbstverliebter Musikkritiker. Mit Sebastian. So, sorry, habt ihr das gehört? Kein Problem. Ja. Nein, alles gut. Androide kaputt. Ja, ja, ich hab's alles mitgekriegt. Hm. Ich kann jetzt nur nicht reden. Ich kass ja noch aus ihrer Tasche, ich hab ne Axt dabei. Hast du ne Axt dabei? Oh, schade. Nee. Also, ich hab ne Axt. Ja. Nein. Okay. So, ihr wollt weiter, ne? Ja. 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 Taschenlampe bereit halt. Ja, Taschenlampe ist bereit. Und gehe wieder voraus, wenn Cassie mir den Weg leuchtet. Ich versuch's. Und ich halte doch die Decke im Auge. Mhm. So. Kasianov ist noch nicht drin. Ja, ja. Oh, es ist. Nein, ist nicht. Die Tür geht nicht zu, oder? Doch, die geht zu. Ich versuche die Tür wieder aufzumachen. Ja, sie geht wieder auf. Bisher sind alle Türen auf und zu gegangen, ne? Okay. Ja, Ash hat ja hier keine Kontrolle, daher. Gut, dann kann ich die auch wieder zumachen. Ja, dann mach sie lieber zu, bevor die Wesen da kommen. So, ihr seht einen langen Gang. Euch gefällt der Gang wahrscheinlich nicht, weil der ist irgendwie sehr feucht. Die Wände sehen etwas anders aus. Wie sehen die denn aus? Wie ein abgestorbenes Herz. Wow. Wir hätten uns vielleicht sehr spezifisch angucken sollen hier. Ja, also ich hätte nochmal. Das ist die Beschreibung aus Aliens. Also es ist dieses schwarze, feuchte Ding. Also Ripley kennt es auf jeden Fall. Es sieht aus wie dieses Nest auf ihrem Schiff. Ja, das hat auf jeden Fall Ursprung bei diesen Viechern. Heißt es sein. Ihr seht ja auch wieder tote Körper an der Wand. Ne? So 2 Körper hängen da an der Wand. Ich guck's mir an, sind die auch nackt oder gehäutet? Ne, die sind sehr blass und die haben ein Loch in der Brust. Alle? Ja. Ach, Sonny. Ich würde wieder in den Schleichmodus wechseln wollen. Ja. Und dann in den Schleichmodus, okay. Dann wieder Würfel auf den Weg. Ja, ich bin schon dabei. Uff. Jo, aber du darfst trotzdem Stress würfeln. Jo, Moment. Hä, wie soll man das jetzt nicht? Easy. Das war sehr gut. Sehr das macht gut. Dich schon nervös, was hier ist. Na, also das ist. Jetzt krieg ich ja noch einen Stress dazu, ne? Ist aber natürlich. Naja. Ist ja Stress. Ja. Ist ja eine stressige Situation. Ja, habe ich gerade vergessen. Habe ich gerade noch gemacht. Oh, guck mal, ich bin schon bei 2. Oha, ich bin immer noch bei 1. Süß.
Süß. Man merkt, dass also die viel kämpfen, haben mehr Stress. Ich habe auch schon geschossen. Oh. Was ist das? Ist das links eine Wand oder was ist das? Das ist so eine Art Fenster in einen anderen Raum dahinter. Ist zugewachsen. Also man merkt zwar, dass das so eine Art Scheibe ist, aber ihr seht nichts. Von der Seite. Rechts auch eine Tür, ne? Ja, ich wollte erst schauen, ob das hier, was das hier ist. Hm. Ich mach wieder. Mene, Mist. Rappel. Snap, du musst niesen. Oh. Mit der L. Ripley direkt davor. Und. Also gut, gehen wir als nächstes rein. Leise sein. Also ich muss sagen, das war starkes Backpulver. Wie wär's, wenn du deinen Raum, deinen Helm aufsetzt und das Visier runtermachst? Ja. Dann müssen wir einen Versorgungswurf machen jedes Mal, das ist ein Problem. Und wenn man im Helm liest, ist das scheiße. Ja, was heißt nicht wir, nur sie? Ja. Ach so, Snedden. Ach sie so, Snedden. Theoretisch wäre das eine Option, ja? Ja. Okay, also, dann mache ich die Tür hier auf. Ja. Gehen wir da auch rein? Ich sollte auf jeden Fall reingehen, vorsichtig, und gucken irgendwo, ob es irgendwo noch Anzeichen gibt, wo eventuell Menschen waren. Also da hier ganz viele Menschen. Wir haben aber keine Fusionszellen dabei. Also hier seht ihr so große Röhren, ne, aus der Wand hängen, die leuchten. Was das bedeutet, wisst ihr nicht. Aber dort, also hier in der Ecke, liegen ein Haufen Knochen. Und sehr viele Knochen. Es sind einfach Knochen, du weißt es nicht. Du müsstest sie dir angucken, wenn du mehr wissen willst. Ich guck sie mir mal an. Ja, also es sind auf jeden Fall reine Knochen. Ja, aber sind da 10 Zahnspuren dran, oder? Dann musst du das analysieren, wenn du das sehen möchtest. Ja, easy. Nicht jeder würde Zahnspuren auf Knochen erkennen, nur als Info. Ja, also erstmal ein Stresswurf, natürlich. Bis nervöses Zucken. Oh, alle dürfen sich einen Stresspunkt nehmen, weil die sehen, wie Sledden gerade anfängt zu zittern. Ja, du musst auch nochmal niesen. Ne? Wir dürfen uns einen nehmen. Du kriegst einen. Und da war ein bisschen Blut in deinem Nieser. Ich schmier mir so ab. Okay. Ja. Sehen wir das? Guck dir sie an. Naja, ich guck in die Richtung der Knochen. Ja, sie steht da ja. Also ihr würdet sehen, dass sie niest. Aber ob sie Blut hat, ob sie es zeigt, weiß ich nicht. Nö, ich würde einfach so niesen. So schön in den Ärmel reinschmieren, genau, ja. Ja, den Raum hat es dran. Ja. Aber du darfst mir eine Frage stellen, weil du ja einen Erfolg hast. Ja, ich wollte ja wissen, ob die angenagt sind. Nö, sind sie nicht. Und eine glorreiche Entdeckung gemacht, Snappen. Nö. Schön. Ja, genau. Gehen wir weiter. Schön, gehen wir weiter. Nächste Tür. Die klemmt. Klemmt? Wieso klemmt die? Klemmt, ja, weil sie geht nicht auf. Also als ihr sie berührt, ne, drückt, ne, hört ihr irgendein Geräusch, aber sie klemmt, ne? Und in dem Moment knallt irgendwas von der anderen Seite gegen diese Tür. Ja, das sollten wir vielleicht lassen. Ich denke, diese Tür lassen wir zu. Ihr hört plötzlich eine Stimme von der anderen Seite. So etwas verzerrte. Eine verzerrte Stimme. Hilfe! Hooper, machen Sie bitte die Tür auf. Da scheint jemand Hilfe zu brauchen. Ist sie, verzerrt, das Stimmenverzerrer, oder ist es tatsächlich eine menschliche Stimme? Also es ist auf jeden Fall eine Menschenstimme, die sich anhört, als würde sie blechern. Also sie klingt ein bisschen blechern. Identifizieren Sie sich. Wer sind Sie? Nee. Macht nicht auf. Hörst du nochmal wieder, hilft
mir, helft mir. Wer sind Sie? Nein, es ist der Mörder. Hooper, jetzt machen Sie die Tür auf, verdammt. Da ist jemand, der braucht unsere Hilfe. Der steckt bestimmt mit Krasnov unter einer Decke. Wie ob man durch eine Dose spricht, genau, Müller. Warum sollte Cassie mit jemand unter einer Decke stecken? Was reden Sie denn? Wir sind nicht unter der Decke, sondern unter der Erde. Ah! Ich würde Sie bitten, jetzt hier wirklich die Tür zu öffnen. Ist jemand, der Hilfe braucht. Nee, wir brauchen keine Hilfe. Cassie, ich weiß nicht, wie ich diese Tür aufmachen soll. Das ist nicht Technik, mit der ich mich auskenne. Ihr hört sie wieder so. Hilfe! Ist es immer der gleiche Ton? Bisschen anders. Aber sie wird immer leiser. Wie funktioniert denn diese Tür? Also die anderen Türen haben durch Berührung die Tür einfach geöffnet. Also ging sie auf. Und wenn ihr sie berührt, dann hört ihr zwar was, als würde sich irgendwas bewegen, aber es geht scheint die zu klemmen. Das wäre jetzt, ja, könnte man so nennen. Ja. Können wir die versuchen aufzustemmen? Mit schweren Maschinen, also Würfeln, ja, ihr könnt versuchen, sie irgendwie aufzureißen oder so. Also über schwere Maschinen oder was? Ja, ihr wisst, wie die anderen Türen aufgehen, dann würdet ihr vielleicht auch einfach dran ziehen oder so, das können. Mhm. Und das wäre dann so eine schwere Aktion, also würde man das auf schwere Maschinen würfeln. Das wäre so. Hup, du hast doch hier so Werkzeug und sowas, ja. Ja, ja, schon gut. Und ich würde dich halt unterstützen, weil ich auch schwere Maschinen habe. Ich kann's versuchen. Verdammt. Aber er kann es doch nicht in so schneller Zeit aufschweißen. Nee, wollte es nicht aufschweißen, aufstemmen. Geht aufstemmen. Weil sie ja nur klemmen, also zu klemmen scheint. Und Ripley, vielleicht kann sie mit dem Flammenwerfer da bereit sein, falls wir sie wirklich aufkriegen. Na gut. Ja, ich halte mich bereit. Dann alle auf Abstand halten sie sich bereit und Gott verdammt. Man würde dann tatsächlich versuchen, vielleicht kriege ich die Tür aufgestemmt irgendwie. Wie keine viele Ahnung. Würfel hast du jetzt dann mehr? Oder? So viele. Zu viele. Das werden wir dann auf schwere Maschinen würfeln, oder? Genau, ja. Du musst halt nur die Unterstützung und wahrscheinlich dein Tool. Es ist ja auch eine Stärkeaktion. Ne? Und ihr versucht ja irgendwas Mechanisches zu öffnen. So, die entscheidende Frage ist jetzt: Klappt hier noch Raumschiff-Mechaniker? Ja, es ist ein Raumschiff. Ja, es würde eigentlich klappen. Schon, ne? Also, es würde klappen, weil die Mechanik der Türen ist jetzt nicht so sehr exotisch. Geil. Also das heißt, ich kann dann plus 3 dazu machen, weil ich krieg Unterstützung und durch schwere Maschinen. Ja. Okay. Meine Güte. Oh Gott, das sind viele Würfel. Holy shit. Okay. Achtung. Achtung. Oha. Noch ein paar. Ja, aber es ist und noch okay. Oh, Folge sind dabei. Es ist sagen wir mal, ihr würdet es schaffen, ne? Aber durch die drei Dinger, ne, würde die Tür auch nicht mehr zugehen. Okay. Ist okay für mich. Ich stelle mich an die andere Tür. Also, da liegt so ein Typ, ne, auf dem Bauch, ne, und ihr hört wieder, wie er zuckt ein bisschen so. Ich schmeiß Ripley die Taschenlampe entgegen und hier halt mal und dann halt, würde ich stopp, da reinlaufen. Stopp. Okay, ich werde aufhören. Cassie, stopp. Wir haben ein Klopfen von der anderen Seite gehört, an der Tür. Und jetzt liegt er hier hinten? Ja, das ist nicht ganz koscher. Aber los, Cassie, gehen Sie rein. Cassie, Moment, nein, Moment. Shadow Mapes. Es hört sich an. Es sieht für mich nach einer Person aus, die Hilfe benötigt. Und da sollten wir nicht länger zögern. Also der bewegt auch langsam seinen Arm, ne? Und ihr seht auch, wie er atmet. Also das seht ihr. Wie atmet er? Mit dem Arsch atmet er! Ich schau mich trotzdem noch sicherheitshalber. Ist eigentlich so hektisch oder ruhig oder. Ich schau mich noch gestoppt. Ich will sicher gehen, ist hier in dem Raum irgendeine Spinne oder sehe ich irgendwas anders? Also von da aus, wo ihr siehst gar nichts. Siehst du diesen Typen, der da liegt, ne? Okay.
und einfach hört wieder diese Stimme so, Hilfe. Okay, dann würde ich Cassie, noch einmal... Ich habe meine Waffe in der Hand, ich helfe dir. Also ich gehe mit Cassie vorsichtig rein in den Raum, aber ich halt Ausschau nach irgendwas, was mir nicht koscher ist. Ich wollte eine Sache noch überprüfen. Ach so. Welche? Ja. Sie. Ja. Erzählen Sie mir, wurden Sie von einer Spinne angegriffen? Hilfe! Oh, das gefällt mir nicht. Also, Kassia, doch, bist jetzt so weit da. Was hilfst du ihr? Hilfst du dieser Person? Ja, ich würde jetzt dieser... Ich guck nochmal zu meiner Gruppe. Und ich würde dieser Person jetzt helfen, weil die Person braucht Hilfe. Und wie willst du ihr helfen? Erstmal medizinisch untersuchen und dann medizinisch heilen. Also du willst sie bewegen? Ja, ich würde sie erstmal umdrehen, weil sie liegt ja auf dem Bauch, hast du gesagt. Ja, dann würfel mal auf Bewegung. Bewegung? Oh, sie krapscht dich. Also, Beweglichkeit, ja. Ah, okay. Ah, easy peasy. Also du hebst, also du willst sie umdrehen, ne, und du siehst da, der hat kein Gesicht mehr, ne, und da liegt dann plötzlich so eine Art leuchtendes Gerät, das blinkt ganz laut, so genau, beep, 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 ne, und dann würde auch so, dann hörst du aus diesem Gerät, hörst du dann Hilfe, ne, und dann, und du springst zurück zu Hub, ne, das ist, aber da er ja noch in der Tür steht, kommst du nicht durch die Tür, und das Ding explodiert. Na. Warte mal, jetzt möchte ich, dass du einfach mal generell auf Geschick würfelst. Aber bumm. Ich hab's halt noch Leuko geschrieben, so wie halt jeder von uns weiß, was hier los ist. Okay. Die Explosion erwischt dich, du knallst gegen Hooper, ne? Ihr Kopf, ihr werdet in den anderen Raum wieder zurückgeworfen, du verlierst ein Leben. Ist ja? Baxter eigentlich auch im Raum oder ist der in der Wand? Der wird mit da hinten gezogen, also der steht ja daneben. Ich verliere einen gesunden Scheiß. Und du hast ja den Kopf auch angestoßen, du liegst da jetzt erstmal auf dem Boden. Und bist ohnmächtig auch. Ne? Okay, das geht nicht. Okay. Shit! Soll ich ja erst Hilfe leisten? Das mach ich. Okay. Oder hat noch jemand erste Hilfe, der vielleicht besser ist als ich? Nope. Also ich hab nur... Es ist mal klug, den Arzt vorzuschicken. Ich hab... Ja gut, was heißt vorschicken? Der Arzt ist vorgerannt. Ich hab erste Hilfe 1, also medizinische Hilfe. Da hast du mehr als ich. Hat noch jemand erste Hilfe? Ich hab keine erste Hilfe, ne? Snap. Ich hab erste Hilfe. Gar nicht zu fragen. Also, ich kann ja schon helfen, ja? Nein, okay, ich mach's alleine. Also, wenn ich darf, würde ich sie gerne versuchen. Also, ich würde dir ein Medical Kit geben. Das ist... Ich habe nämlich noch eins, was wir von der Raumstation mitgenommen haben. Okay, das würde ich dann Baxter nämlich überreichen. Dann kannst du es bei mir wegstreichen und kannst es Baxter geben. Da kriege ich plus 2 oder so, glaube ich, ne? War das so? Ja. Bin mir nicht sicher. Plus 1. Plus 1 nur. Ups, warte, hier war das. Sorry. Das ist ja echt traurig. So, can only be used once halt. Das ist das Personal Medikit. Ja, das ist ja traurig. Gibt aber plus 2 und ist dann verbraucht. Ja, das ist einmalig, das Teil. Also warte mal, ich krieg's plus 1 oder plus 2? Plus 2, für das kriegst du plus 2. Aber danach ist es weg, oder was? Ja, dann musst du es löschen. Wie hart ist sie denn verletzt? Also, ihr Hinterkopf blutet sehr stark. Oh, scheiße. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Platzwunde. Also meint ihr, soll ich benutzen das Ding mit, ja? Ja, benutze ja. es. Ja, also ich trage auch so einen Kasten mit mir rum. Das ist gut, den kannst du mir es dann danach... Es gibt in der Alien-Welt gibt's so ein Spray, das ist auch ziemlich cool, das macht auch so eine Platzwunde zu. Jo, du hast es geschafft, das ist schön. Also ich hätte gern jetzt gerade so einen Resident Evil. Du hast sie aber nur stabilisiert, du hast sie jetzt nicht geheilt zusätzlich. Aber sie ist noch ohnmächtig. Also die Blutung hat jetzt aufgehört. Fuck, Hooper, tut mir leid, Leute, mehr kann ich nicht tun, außer die Blutung stoppen. Ich hab halt echt nur so diesen
diesen Grundkurs gemacht und der war auch nur so ein E-Kurs, also quasi per Zoom. Das muss reichen. Keine Vorwürfe. Wir hauen sofort ab. Wenn ihr das mitbekommen habt, das war doch auch eindeutig eine Falle. Scheiße, das war eine Falle. Hingestellt hat, wird er für die Falle auch zurückkommen. Der wird es auf jeden Fall gehört haben. Und auch alles andere wird das gehört haben. Der sollte Picasso dann auch sofort schnappen und direkt abhauen. Ach du Scheiße. Ich höre ja was. Es halt durch die Gänge. Von wo hören wir das? Durch die Gänge. Ihr könnt es nicht genau lokalisieren. Okay. Jetzt unten weitergehen, da wo die Bombe explodiert ist? Ja. Aber wir müssen ja Cassie auch tragen. Die ist ja bewusstlos. Also, hier ist jetzt auch ein kleiner Krater. Ja. Achso, das ist jetzt ein Loch im Boden. Und das erinnert euch auch an den Krater, den ihr schon mal gesehen habt, nach der Form. Ah, okay. Ach, Gottes Willen, Zan. Sei ohnmächtig. Ja, bin ich ja jetzt. Okay, warte, ich mach mich ohnmächtig. So. Okay, Warte, sag ich auch dazu. Ich bin nicht der Messias! Ich denke mal, ich kann sie tragen. Ich habe nämlich noch genug. Ich kann noch genug Tragekapazität, da weiß ich, wie das ist. Wenn du sie trägst, darfst du nichts anderes in der Hand halten. Genau, das ist richtig. Ich kann nichts anderes machen. Soll ich das nicht lieber machen, weil du bist der Messias? Du musst einmal einen Stärkewurf auch machen. Damit ja, okay. Nee, dann soll es Baxter machen, das ist tatsächlich richtig. Ja, dann würde ich das mal. Ich habe Stärke 3, also. Direkt auf Stärke, ja? Ey, ich bin genauso stark wie Baxter. Du könntest ja auch. Nein, du nicht. Nein, du nicht. Ja, also ich pack dann meine Waffe weg. Ja, wir alle sagen es nicht. Nein. Nein. Easy. Ja, ey. Easy. Das ist ja wie Bleistift. Kann ich da irgendwas Sinnvolles mitmachen? Dass ich vielleicht nicht nochmal würfeln muss, wenn ich sie tragen will? Ja. Aber du, wie gesagt, derzeit kannst du also wenn ich jetzt so einen Beweglichkeitswurf machen würde, es würde nicht funktionieren, weil du einfach dich nicht ausweichen. Die ist halt schwer genug, dass du jetzt nicht wegspringen kannst. Oder? Hey, ja. Moment mal. Hey. Also. Hast du schon mal jemanden hast du schon mal jemanden hochgehoben oder versucht zu bewegen, der nicht mithilft? Aber hast du schon mal versucht, jemanden zu tragen, der einen Raumanzug trägt? Du kannst doch einer Frau nicht sagen, dass sie schwer ist. Ja, sie ist leicht wie eine Feder. Doch, in der heutigen Zeit mit der Gleichberechtigung ist es so. Auch Frauen sind schwer. Scheiß Gleichberechtigung, ey. Also ich erzähl dir später, was du das gesagt hast. Okay. Wohin müssen wir jetzt? Dann, wenn wir schon hier sind, den Weg freigemacht haben, dann können wir auch hier weitergehen. Ach, die Explosion hat die Tür jetzt zerstört. Das ist eingerollt. Dann kriege ich die wahrscheinlich nicht mehr auf. Nee, die ist zu. Okay, dann müssen wir zurück. Am Rückstock. Wer nimmt jetzt die Taschenlampe, weil Cassie ohnmächtig ist? Ich. Vielleicht du? Mit deiner Waffe? Die Taschenlampe hatte ich doch Ripley zugeschmissen. Ja, stimmt. Genau, die hat Ripley die Taschenlampe? Okay. Kann ich mein Flammenwerfer... Cassie, ich würde dich ja mitziehen. Hast du die Schutz gemacht? Die Tür ist ja permanent offen, wir haben sie ja kaputt gemacht. Ja. Ja, das war ich aus Versehen, weil ich meinen Charakter ziehen wollte. Ah, alles gut, kein Thema. Aber ich krieg sie auch nicht mehr auf, also. So, Lee, kann ich doch noch meinen Flammenwerfer nutzen, wenn ich die Taschenlampe trage? Weil sie hat ja zwei. Der Flammenwerfer ist eine Zweihand. Das dachte ich mir. Ich brauche beide Hände. Sliden. Sie nehmen die Taschenlampe. Sliden? Sliden. Sie snieft doch auch die ganze Zeit. In so vielerlei Hinsicht. Sie schnieft rein, sie niest raus. Also, dann gehen wir nach Norden weiter. Machen Sie die Tür hinter uns zu. Oh, nicht so schnell. Jetzt lass mich doch mit der Taschenlampe ein bisschen vorgehen. Ja, geh du mal vor, das ist eine gute Idee. Cassie? Also hinter Hopper, aber... Hopper? Was? Ich Hopper! Jetzt wird die ganze Situation ein bisschen strange. Ja. Das sind alles Leute, die ich nicht kenne. Alter, was für Anspielungen heute, ey. Ich baller aber auch raus heute. Also. Ich geh voraus und warte, bis Snedden mit der Taschenlampe der Hand herkommt. Ja, ich komm doch. Ich leuchte auch die Decke,
Ich mach noch so einen Hund. Wir werden alle sterben. Ja, der Song, wir werden alle sterben. Ja, ist es so weit. Hier, das die ist ein Raum, sind auch wieder voll von dem organischen Material an den Wänden, aber diesmal hängt keine Leiche dran. Ne? Hier ist wieder so ein Gerät, das wie am Eingang war, also auch so ein Steuergerät. Willst du dich nochmal draufsetzen? Da ist kein Sitz, da ist ein Steuergerät. Achso. Klar, wenn du Cassie so lange nimmst. Hier ist so ein, da kann man jemanden hinlegen anscheinend. Sehr groß, sieht aus wie ein Bett. Ein Sofa. Sieht aus wie eine medizinische Einrichtung. Ja. Was meint ihr, sollten wir erst mal gucken, dass wir Kerstin noch wieder wach kriegen und dann weitermachen? Also ich kann hier reinhauen. Wir sollten zumindest einen Raum finden, in dem wir uns verbarrikadieren könnten und vielleicht. Aber hier könnten wir sie hinlegen, ne? Und dann warten? Ja, da kann man sie hinlegen, ja. Lass Cassie nicht einfach irgendwo allein hier. Nee, wir bleiben ja hier. Ich meine, wir können ja hier bleiben vielleicht. Frage, hier vorne, geht hier der Gang weiter oder? Nee, wahrscheinlich durch die Tür. Also hier geht's ein bisschen rein, aber das ist die Maschine. Ich habe das okay, so also freigelassen, damit man das auch sieht hier. Okay. Also theoretisch geht es nur nach links eine Tür und aus der Tür, wo wir gekommen sind. Genau, ja. Also okay. Es geht zu Fuß, du bist hier, aber das hier ist Teil irgendwie. Das ist so. Okay. Dann vielleicht wirklich kurz die Tür vielleicht im beobachten. Ich würde Wache halten und dann eine kurze Rast machen, um auch vielleicht Stress abzubauen. Und vielleicht wacht Cassie dann wieder auf. Ja, der sie jetzt einfach auf den Boden. Während... Ich will mal kurz sagen, ihr möchtet Pause machen. Hinter uns hat's hinten hat's explodiert. Da wird alles herkommen und uns suchen. Und ihr wollt jetzt hier Pause machen. Wir können Cassie nicht die ganze Zeit hinterher schleifen. Ja, gut. Ich wollte's nur sagen, ich bin da voll d'accord. Wo genau wollen wir in diesen Raum rasten? Das ist eine gute Frage. Vielleicht, wenn Ripley mit ihrer Flammenwerfer an die eine Tür geht, du mit der Säule auf die andere Seite. Nein. Ja, da darf ich einmal kurz kontrollieren, ob es so etwas wie Lüftungsöffnung ist. Ja, das wäre die nächste Frage gewesen noch. Oh, kluge Frage. Oh, da muss ich ja... Das ist organisches anbezogen. Da möchte ich, dass ihr auf Wahrnehmung... Einer Wahrnehmung macht, weil das ist... Alle? Nee, nur einer immer. Nur, und das ist, okay, dass sich das anguckt. Ich habe Wahrnehmung 1 und Verstand 4. Ich wäre bei 5 Würfeln plus 3 Stress. Ich habe 8. Ich also bin bei 4 regulär und 10 insgesamt, während es dann Stress 6 hat. Ich habe halt 8 Stresswürfel und 3 auf Verstand. Und du bist also ich bin dumm. Ausgenockt. Ein Geist eher schlicht. Ja, dann vielleicht Ripley? Ja. Ja. Let me do that. Okay, ich habe ja eh gefragt, von daher. Ja, macht ja auch Sinn. Macht Sinn. Ja, ja. Wow! Ja. Wow! Ja, Gottes Willen! Wow! Push. Du kannst es pushen! Ja, gut. Soll es pushen? Ja. Ja, mach mal, komm. Hey. Ist auch nicht besser, aber okay. Also, du erkennst so irgendwie da, wo leicht ein bisschen Rauch rauskommt, so. Kondensrauch ist das. Ne? Also es ist ein komischer Nebel. Also es sieht aus wie ein Lüftungsschacht. 2 gibt's hier in diesem Ratsraum. Natürlich, wo sind die? Wahrscheinlich sind es die Dinger hier, oder? Nee, das sind so hier über einen Decken hier so verteilt. Okay, wie groß sind die dann, die Öffnungen? Also Snedden würde durchpassen. Toll! Das ist groß. Wie groß ist Snedden im Vergleich zu einem Alien? Ach, klein. Snedden ist kleiner. Du musst doch Stress würfeln. Ja. Gut, dass du Bobsi. Du hast die Taschenlampe fallen lassen. Nein, das ist jetzt. Du hast dann deine Waffe erst mal fallen. Ich lass aus Schreck, dass ich meinen Flammenwerfer fallen. Ups. Ups. Ja, ich würde Kasselhoff hier auf dieses Bett oder was das da ist, dieser Dings da legen. Hui, ja. Hui. Okay. Und dann würde ich meine Waffe wieder ziehen. Dann halten wir Ausschau und warten, bis Cassie wieder aufwacht.
Fährt mein Flammenwerfer by the way übrigens auch wieder auf. Ja. Nehmen, ne? Und dann würden wir bestimmt gerne ein bisschen rasten. Ja, ja. Ich hätte mal eine Blaupause studieren würde, damit ich wieder ein bisschen Stress abbaue. Ja, jeder darf ein bisschen Stress abbauen. Sogar Kasjanov, weil sie schläft ja gerade, ne? Oh, sehr schön. Wie viel Stress darf ich denn abbauen? Alles. Erstmal eins. Oh, verdammt. Wieso nicht sechs? Ich würde zusätzlich zu dem Stress, den wir so verlieren, würde ich halt meinen, weil wir jetzt gerade ein bisschen Ruhe haben, würde ich halt hier wieder mein Logbuch rausnehmen und reinschreiben, was hier passiert und wie scheiße ich die ganze Situation finde. Und ich möchte am liebsten hier einfach nur raus und hoffe, dass Hooper uns hier rausführt. Ich würde mir auch ganz gerne. Ich werde mir auch ganz gerne mein Foto anschauen. Ja. Also ich gucke mir mein Skalpell an, leuchte hier so rum. Du darfst auch einen Ausdauerwurf machen. Ja, ja. Sind es schon wieder. Ja. Hey, immerhin. Ja, du, easy. Alles, was in mir drin ist, ist in mir drin. Frage, also ich habe jetzt, wir kriegen jetzt aufgrund der Ruhepause einen Stress weniger. Und weil wir euer Gegenstand benutzt haben, einen Stress. Dann nochmal einen Stress weniger. Genau. Okay, alles klar, dann sind es bei mir zwei. Wunderbar. Zwei hast du noch? Nein, ich habe immer noch mehr, aber ich bin wenigstens zwei runter. Also Snedden, ja? Dir fällt während der Ruhepause aus, dass das Ding hier anfängt zu blinken, so blau. Oh! Was blinkt blau? Das da! Das wissen wir ja nicht. Das ist so eine Taste, so. Die blinkt. Ich fass an! Ah, shit. Okay. Kasjanov, du wachst erstmal auf, ne? Du liegst da. Ja. Du liegst natürlich da noch, aber du öffnest gerade deine Augen, schaust dir Baxter an, der steht da ja. Als plötzlich so eine Schleuse über dir zugeht, so transparent, ne? Und du da in diesem Teil da irgendwie gefangen bist. Ich darf dir einen Stresspunkt geben. Das habe ich nicht gewusst. Stresspunkt darfst du dir jetzt zugeben wieder, ne? Und es tut mir leid. Ich krieg wieder Stress, was? Ja. Und es fängt an zu blinken, auch bei dir ist oben, denn es blinkt mehr da oben. Was passiert also, hier? Plötzlich leuchtet es auch. Ne? Leuchtet so, was? So ein grüner Strahl, der fährt langsam von oben nach unten an Kasjanov vorbei. Kann man mich hören da draußen? Weil ja, das kann man. Ja, du bist nicht schallig. Okay, ist nicht schallig. Was ist hier los? Scannt das oder lasert das? Das weiß ich. Also, sie wird nicht zerstückelt in dem Moment. Ey, ich tippe Baxter an die Schulter. Was denn? Da hinten leuchtet's auch. Ich renne zum Computer oder was das da ist hin. Ja. Da leuchten jetzt viele Tasten. Einige rot, einige blau, einige grün. Hilfe, lass mich hier raus. Ich würde den großen Knopf. Chris, der du Mitte kriegst drin. Also Hooper kriegt einen Stresswürfel. Ach, also, Mann, okay, pass auf. Ich würde gerne. Kann ich irgendwie erahnen, welchen Knopf ich drücken müsste, um alles abzuschalten? Ich möchte, dass du dann auf Verstand erstmal würfelst. Rein auf Verstand. Okay. Toli will das nicht, dass wir Stress abbauen. Der will, dass wir alle gestresst sind. Dabei wollte ich eigentlich dafür sorgen, dass Hooper Stress abbauen kann, jetzt, wo wir in einem sicheren Bereich sind. Aber nein! Nein! Hey, Snedden hat den Knopf gedrückt, nicht ich. Ja, also, dieses. Ich würde gerne pushen. Okay, dann push mal. Ja, also dieses Blinken kommt dir bekannt vor. Es ist eine Art mathematische Reihenfolge. Das ist wie heißt das nochmal? Scheiße, ich hab's vergessen. Mathematische Formel? Algorithmus? Nein, mathematischer Binärcode? Binärcode? Ja, Binärcode. Das ist meine Fresse, ich als Mathematiker darf. Ich würde jetzt definitiv mein Tablet rausnehmen, um damit. Also Kasjanov, bei dir kommen plötzlich Töne, so ganz zu quietschen, ne? Und irgendwie vibriert auch das, worauf du liegst. Ja, okay. Was ist hier los? Weiß ich jetzt, was ich machen kann? Kann ich diesen Code entschlüsseln? Ich würde gerne versuchen, diesen Code mit meinem Tablet entschlüsseln. Ich klopfe an die. Ja, dann musst du nochmal auf Comtech. Gut, aber jetzt mit meinem Tablet als Plus, ja? Ja, aber du kriegst auch Stress.
Ja, ist okay. Ich nehme, warte, dann mache ich mir den Stress hier natürlich erst dazu. Der Sound wird auch immer lauter, also das tut ja auch in den Ohren weh, Kasjanov. Ne? Und so, okay, hier, da, Erfolg. Ja, ein Erfolg. Also du erkennst, dass da eine Art Rhythmus ist. Was er jetzt zu sein scheint, weißt du nicht. Es ist eine Zahlenabfolge im Binärcode, es sagt dir aber jetzt nichts Großartiges. Aber ja. Du könntest, es ist so eine Art, es ist die blinken in einer bestimmten Reihenfolge auf, immer wieder. In der gleichen Reihenfolge. Okay, ich würde versuchen, die gleiche Reihenfolge, die ich da sehe, nachzudrücken quasi. Ja. Also du drückst die Reihenfolge an. Oh. Und Oh no, was ist mit der Musik? Ich versuch sie nur zu retten. Und plötzlich taucht bei Kasjanov so Laserskalpelle über den Kopf auf. Jesus. Oh nein! Ich würde auch rüber und schneiden sie mit dem Schneidbrenner raus. Ich schlag notfalls das Ding auf, das Glasding. Ja, während ich da weiter. Also, nachdem ich jetzt gedrückt habe, passiert das, ja? Ja, warte, nachdem du es gemacht hast. Was überlegst du dir? Wer sagt das? Wer überlegt sich was? Snetten will sich was überlegen. Hast du ja noch was? Nee, eigentlich nicht. Okay. Eigentlich nicht, ich will sie nicht finden. Nee, eigentlich nicht. Okay, ich erkenne, dass das ein Fehler war. Stopp dagegen. Ich glaube, wir hätten das mal wieder an ihren Chat gerichtet und wollte irgendwas spezielles. Nee, ich war schon am überlegen, ob ich irgendwas kann, aber ich hasse sie. Und ich bin auch gar nie eat auf sie, also. Nee. Also, Baxter, der Code ändert sich auch plötzlich wieder. Und jetzt blinken sie in einer anderen Reihenfolge. Also, Hooper würde versuchen, das Ding aufzubrechen. Das Glas oder was auch immer. Kasjanov, du kriegst doch einen Stresspunkt. Nice. Ich frage jetzt, Ripley steht ja neben mir. Achso, okay, Ripley steht. Jetzt Ripley ist abgehauen. Ich würde auch versuchen wollen, das Ding aufzuschlagen, weil irgendwie. Kann ich sehen, wo die Stromzufuhr ist von dem Ding? Vielleicht können wir das ja mit Säure aufmachen. Nee, kannst du nicht. Nein, mach das doch nicht mit Säure auf. Wir können nicht mit Säure auf das scheiß Ding schießen. Übrigens, Ellen Ripley kriegt auch nochmal einen Stresspunkt. Hooper auch nochmal, weil du das versuchst. Ich war gerade so. Snedden, du darfst dir sogar einen Stresspunkt weniger machen. Ja! Ich würde nochmal die Reihenfolge. Du drückst die Reihenfolge. Ich würde die Reihenfolge, die ich jetzt sehe, nochmal drücken. Also ja. Sandes, tut mir leid. Das Falsche. Ich versuche dich zu retten. Plötzlich also, ist das, falls ich das überlebe, will ich Psychopath sein. Also plötzlich ist das sehr, sehr grell, das Licht, ne? Und dieses Laser-Ding direkt in die Augen von Kasjanov. Ne? Ich drücke den dicksten Knopf, den ich sehe, direkt. Ja, und das Ding geht auf. Gee, oh fuck, ich weiß. Aber Kasjanov. Ich zieh sie da raus. Ich zieh sie raus. Ja, Kasjanov, du merkst, du siehst nichts mehr. Alter, ich bin verletzt. Ich sehe mehr. Nichts mehr. Ich sehe nichts mehr, ich bin blind. Sie ist blind. Oh nein. Was ist passiert? Wer plötzlich ging das Ding an? Was soll das heißen, plötzlich ging das Ding an? Ja, habt ihr doch mitbekommen. Plötzlich Hooper, war das bunt. Hooper, bring mir den Erste-Hilfe-Kurs auf den Snappen. Ich sehe nichts mehr. Moment, ich will dich untersuchen. Boah, das ist ja fies. Das System ist... Ey, wenn man blind macht, sieht ja wirklich gar nichts mehr. Das ist ja faszinierend. Das ist ja fies. Das ist sehr gut. Ich brauche den Erste-Hilfe-Koffer. Ich will das mit dem Erste-Hilfe... Ich will sie... Oh Gott. Warum ist mein Bild eigentlich dunkel? Ah, nee, jetzt nicht mehr. Dein Bild ist dunkel, ja. Oh Gott, ich hätte direkt den dicken Knopf drücken sollen. Ja, hättest du mal tun sollen. Bleib bloß ruhig, Alter. Ich komme jetzt voll schuldig vor, weil ich sie da drauf gelegt habe. Aber, Kasjanov, deine Gesundheit ist auf Maximum wieder.
Yay, yeah, ich hab also wieder auf 2. Cool. Ja, auf 2. Aber. Mensch, du nimmst jetzt anders wahr. Nein, nein, also Kasjanov, also wer guckt sich Kasjanov genau an? Ich. Ich soll es dir ja angucken? Also du guckst dir an, was los ist, ne? Ihr fehlt die Augen. Klar. What the f- What? Okay, hier kann ich nicht mehr viel machen. Damit jetzt weg ist weg. Damit jetzt Sun nicht dauernd gar nichts hier sieht, das wäre jetzt mal geil, wenn er jetzt hier immer nur schwarz ja sieht, aber ich mach den Buff jetzt weg. Aber du bist ich jetzt. Ich kann das ja spielen, ne? Also, ja, du bist blind. Alles, was mit Wahrnehmung zu tun hat, ist jetzt auf 0. Ja. Ich möchte mich kurz. Außer du leckst oder tastest. Also, ja, ich kann die Leute ja noch teilweise hören, wo sie sind und. Ja. Schreib das auch. Nett, was hast du getan? Ich hab nichts getan. Das hast du gar nicht mitbekommen, was ich getan habe. Was ist passiert? Nee. Das Letzte, was ich weiß, ist, dass es eine Explosion gab. Und nun bin ich hier aufgewacht und auf einmal sehe ich nichts mehr. Sie müssen jetzt sehr stark bleiben, Kasjanov. Ja. Ja. Falls du auf Empathie würfeln willst, ich unterstütze dich. Also. Empathisch ist zu sagen. Ich fürchte, fürs Erste wirst du leider nichts sehen können. Fürs Erste, das ist gut. Nicht in die Augen, bitte. Die tränen so sehr. Wie meinst du denn? Nein, fass dir nicht dahin. Du bist blind. Deine Augen sind weg. Was? Kriegst einen Stresspunkt. Beruhigen Sie sich, beruhigen sich. Der Blick von Tamtam ist unfassbar. Oh, scheiße, wir sind am Arsch. Wie konnte das... Ist irgendwie denn, also sehen wir denn in den Höhlen, dass, ob das irgendwie jetzt offen ist? Das ist ja wahrscheinlich doch irgendwie jetzt ruhige Wunde offen oder so, ne? Es ist, sieht aus sehr professionell entfernt. Also es sind ja, einfach Augen. Da ist auch nichts, kann man auch nichts infizieren anscheinend. Das ist einfach nur leere Augenhöhlen. Man kann mit den Fingern rein... Nee, nicht mit den Fingern da reinpieksen. Lass das mal schön sein. Ich sehe schon Snap mit ihren Fingern. Darf ich das mal anfassen? Rühren. Bei ihr fasse ich nichts an. Also ich habe mal jemanden gekannt, der hat so ein Glasauge, der hat das so kautorisiert, ne? Der macht das immer gern so beim Essen mit Fremden. Ne? Der holt sein Auge raus, um mich zu ärgern. Ja, das kenne ich auch noch bei mir auf Arbeit. Ich kann ja von Horror und Ekel kann ich echt viel abbauen. Wenn es um Augen geht, dann bin ich raus. Augen und Fingernägel. Wenn du da reinguckst. Kennt ihr die Szene, war das Saw 6, wo entsprechend auch diese Falle war, wo du diese Spikes so in die Augen langsam bekommen hast? Ja, ich glaube. Dead Space 2. Also, jetzt hast du länger Zeit, diesen Angriff zu überleben, sagen wir so. Oh, jetzt sehe ich aus wie der Typ aus, wie heißt dieser Space-Film da mit dem... Event Horizon, ja, genau. Ja, genau, so sieht das ungefähr aus, du ohne diesen schwarzen Marker. Das ist... Du siehst jetzt eindeutig aus wie der Henker von Soli im Crusader Kings. Weil der Henker von Soli ist nämlich auch... Kannst du mal in der Moderation schauen, ob Möller irgendwas geschrieben hat, was nicht gepostet wurde? Dann muss ich die Mod-Ansicht mal kurz anmachen. Ja. Und die schmeißt mich ja immer wieder raus, deswegen hab ich jede Achso, ich kann sie machen. Oh je, Tamtam moddet. Ja, dann macht Tamtam das, weil ich flieg da immer wieder rum. Ich hab keine Nachricht, wo nicht gehen würde. Ich seh auch nichts da. Normalerweise, wenn jemand böse wird, wenn sie auf der Bande ist, sieht man das als... Ja, eigentlich hätte ich das sehen müssen, also ich weiß es nicht. Also, sorry, Also gut, Cass, du bleibst bei mir. Alter, okay, ihr habt jetzt ein Augenproblem. Cass, ja, das tut mir leid. Also nur. Dann schlinge ich mich so um. Zu langsam. Also ich hake mich so ein bisschen bei Hooper ein und bring mich hier raus. Ich muss erst mal mit der Situation klarkommen. Schon gut, Kleines. Was hast du für eine Waffe? Ich habe eine Knarre, damit kann ich auch immer noch schießen. Ich kann nur nicht treffen. Ich wollte gerade fragen, ob ich die auch haben darf, falls ich mal nachladen muss. Dann hätte ich noch 2 Magazine vielleicht mehr. Du kannst mir die auch lassen, also. Hey, Mann, sie kann immer noch treffen, das basiert nicht auf Wahrnehmungen. Reicht's nicht, wenn du nur eine Kugel hast, falls du das Ende machen willst?
Das ist stark, das ist etwas stark. Aber gut. Ja. Nimm dir meine Knarre einfach. Nimm sie dir. Ja. Nein, oh, kannst du natürlich behalten. Es tut mir leid. Gut, dass wir eine Pause gemacht haben. Ja, die Pause hat sich gut gelohnt. Ich bin sogar genauso gestresst wie vorher. Ja, ich auch. Also. Ey, ich hab einen Blitz dabei jetzt, ey. Snedden. Snedden hat keinen Stress. Jetzt darfst du durchdrehen, ja? Ich möchte nochmal erwähnen, das sag ich Hooper auch. Wir waren alle hier gewesen. Snedden war da oben. Ich bin da oben hingegangen und da oben habe ich das Ding abgeschaltet. Wieso ist das Ding von alleine angegangen? Snedden war da oben? Die war da oben, die kam mir entgegengerannt. Nein, stopp, ich hab dir an die Schulter getatscht. Das genau, hast du gar nicht mehr mitbekommen. Hat mich angetatscht. Nee, ich war ja hier. Ich saß hier, hab ich Pause gemacht, dann ging's los, dann saß du. Wo ist denn hier? Zeig mir mal die Wo ist denn hier? Da ging das Licht an und dann hab ich dich angetippt, weil ich das bemerkt habe, weil ich halt nicht nur auf die Kassen. Also ja, guck. Cassie. Hooper, kannst du mich näher zu Snedden bringen, damit ich hier einen scheuern kann? Ja, natürlich, hier. Ja. Ich will sie näher zu Snedden. Im Augenblick hat Cassian auf ein Problem, das fällt doch ins Auge. Ja. Oh Gott. Ach, warum musst du so unbedingt die Augen, hättest du dir nicht eine Hand nehmen können? Also, sie hätte vielleicht auch sterben können, ne? Aber die Augen. Ja, Entschuldigung, ich war zu langsam. Ich hätte. Das ärgert mich so. Ich wollte es doch schneller sein. Alles gut. Alles gut. Es hilft nichts. Wir müssen weiter. Wenigstens Cassie ist wieder da. Dass ich so viel Stress abgebaut habe. Also, ich nehme Cassie bei der Hand und nehme sie mit. Also, sie soll sie an meiner Schulter. Einmal mit der rechten Hand so an die linke Schulter. Ich pack mich da ein. Und wird auch dann immer so flüstern, wenn da irgendwas ist, auf jeden Fall mit Stufe oder so weiter und dort zur Tür gehen. Hubert, dann lassen Sie mich doch vorgehen. So können Sie aktuell, glaube ich, nicht Ihr Gewehr benutzen. Okay, dann gehen Sie vor. Ja, dann würde ich die Tür aufmachen. Also ich kann Sie auch stützen, wenn du willst. Ich nehme die Taschenlampe. Du hast ja die dicke Säurekanone, ich habe ja nur eine Pistole. Und jetzt trage ich sie ja nicht mehr, weißt du? Dann kann ich sie schnell mal eben stehen lassen und schießen. Das ist richtig. Okay. Also wollt ihr weitergehen? Ja. Ja, ich weiß. Also wenn ich hier blind stehen bleibe, bringt mir das ja auch nichts. Stimmt. Scheiße. Ja, fuck it. Nein, ich mach die Tür wieder zu. Fuck it. Nope. No. Na. Das ist eindeutig der falsche Weg. Ich habe jetzt nicht auf. Oh ja, das ist eindeutig der falsche Weg. Ja, das ist eindeutig der falsche Weg. Also in dem Raum sind sehr, sehr viele Eier. Ja, Tür wieder zu. Wir gehen. Ist okay, wir müssen gar nicht weiterreden. Außer wir sagen jetzt, wir beenden die Kampagne heute Abend. Aber da ich die Tür so schnell zugemacht habe, kann ich euch nicht mehr sagen. Was ist denn los? Was ist denn los? Frag mich. Nichts. Also. Wir haben hier ein Nest gefunden, tatsächlich. Hier sind tausende von Eier. Snedden, seien Sie still, bitte. Seien Sie einmal... Na ja, gut, wir können ja wenigstens kurz gucken. Also wir brauchen ja nicht reingehen. Was sehen wir denn sonst noch so, Odi? So, also ihr seht einen Riesenraum, ne? Und da sind doch diese... sind doch so eierförmige, ne? Obwohl, da hinten ist eine fucking Tür. Das ist eine fucking Tür. Wir könnten uns ja ganz leise durchbewegen. Nein. Also nicht alle Eier sind geschlossen. Die meisten sind offen. Okay. Und in der Mitte ist anscheinend irgendwie so ein Riesenbereich, wo keine Eier sind. Ne? Aber an der Decke kann man sehen, dass mal hier irgendwas Großes gehangen hat. Also da sind so irgendwelche Schläuche hingen runter. So. Überall sind so die Schleimsachen, wie ihr da in einem Nest mal schon mal gesehen habt. Ne? Und da sind irgendwelche Haken und da liegt auch so ein riesiges röhrenförmiges rosanes Teil, wo noch ein Ei rausrollt. Sehe ich eine Fusionszelle? Du siehst gar nichts. Sieht Hooper eine Fusionszelle? Nein. Sehe ich eine? Ich hab das Problem gelöst, ich habe die Tür wieder zugemacht. Okay. Hup, wir gehen. Ja. Das habe ich jetzt beschlossen. Das ist das, was ich meinte. Das, diese Schiffe sind voll mit diesen scheiß Eiern, wie es scheint.
Na, oder du flackelst die jetzt alle weg. Wir wissen nicht, wie viel Munition noch wir haben. Nicht mehr viel. Ob das alles noch reicht? So, müsstest du eher dafür würfeln, weil es ja keine Kampfsituation ist? Bei so vielen, du musst ja dann dafür würfeln, wenn es dann entsprechend zumindest dann zu einem Erschütten kommt. Ja, ich würde das so machen, dass du immer wieder würfeln müsstest. Ne? Also so eine Art mit dem Stresswürfel, also per Hand. Ne? Und weil irgendwann mal geht die Munition wahrscheinlich weg. Okay, nee, dann lassen wir's. Dann, warte, wir hatten noch eine Tür relativ am Anfang, den anderen Weg, den wir hätten nehmen können, nämlich da. Nee, die war doch zu. Nee, ganz unten, ganz unten. Mit dem Gesicht Anfang, rechts. Ja. Ach mit so, dem Gesicht, ja, muss noch rechts gehen. Ja, wir hätten uns die ganze Wicke sparen können, wahrscheinlich, wa? Wahrscheinlich. Ich führe dann die Gruppe wieder zusammen mit Cassie. Komm. Ja, ja. Das ist lustig, weil, ne? Ja, okay. Ich versuche ja, darauf zu achten jetzt, dass Nedden so weit weg von Cassie und mir ist, wie nur geht. Ja. Genau. Und ich würde jetzt hier in dem Bereich besondere Vorsicht walten lassen, weil hier das mit der Explosion war. Gucken mal, wie weit wir kommen, bevor... Wer nimmt Kassian auf an die Hand oder so? Ich? Ja, Entschuldigung, ich habe mich gerade bewegt. Bevor so Soli dann die Pause-Modus wieder reinmacht. Ja, nein, das war ein Scherz. Android liegt immer noch hier, Android-Leiche. Ja, der liegt immer noch hier, ja. Kann ich es nochmal probieren? So, und hier, noch mal hier ist jetzt noch eine andere Tür. Ja, dann stopp, dann würde ich es nochmal gerne probieren wollen. Da würde ich es jetzt probieren. Und diesmal mit meinem Tablet. Weil das ist unsere Technologie. Ja, das ist eure Technologie, ja. Das habe ich nämlich vorhin vergessen. Ja, das tut mir leid. Ja, alles gut, dann würde ich es jetzt probieren. Und dann versuch's nochmal, ja. Ripley! Hashtag Androiden-Unterstützung? Hashtag sowas von gegeben. Geil. Easy! Ganz ja, easy, also, guck mal. Easy. Mit 500 also mit Würfeln ganz easy souverän Würfel gelöst. Ein Erfolg bei, so, bei 10 Würfeln, ne? Souverän gelöst, das Problem. Drei Geld. Jetzt warnt uns der Android, dass da oben so eine gefährliche Maschine ist. die Augen wegbrennt. Nein. Also die Maschine wacht auf, ne, und spuckt erstmal. Genau, San, du bist nicht der, obwohl du jetzt blind bist, bist du nicht der Messias. also es spuckt diese Hydraulikflüssigkeit der Androiden aus, ne, und sagt, guckt dich natürlich an und sagt, Baxter, ID, 3, er wollte gucken, sagt wieder zurück, ne, sagt zurück und schaut Sladen an. Und versucht irgendwas zu sagen, spuckt wieder was. Und schaut wieder Baxter an und sagt: Überleben nicht sicher. Das habe ich gemerkt. Weit waren wir auch schon. Was ist passiert? Ich frage den Androiden, was ist passiert? Unbekannte Lebensform. Überrannt. Unbekannte Lebensform. Tötet. Sind es mehrere verschiedene Lebensformen oder ist es nur eine Lebensform? Weil wir potenziell ja hier noch so einen Killer haben. Und ich ja nicht weiß, ob die jetzt. Anzahl Lebensformen unterschiedlich. 4. 4 verschiedene Lebensformen? Positiv. Ja gut, Mensch, Android, Alien, Predator. Weißt du, wo eine Fusionsbatterie ist? Zelle. Auf der anderen Seite des Schiffszugang Reaktor. Oh Gott. Wie kommen wir da hin? Durch Reaktor. Zugang durch Schiff oben. Loch gesprengt. Reaktor unsicher. Sergeant. Da. Captain. Da. Da?
Wer ist dieser da? Ich kenne keinen Captain da. Kannst du uns noch irgendwas Nützliches sagen, was uns hilft, hier zu überleben? Unbekannter Code. Analyse. Oh no. Ash ist da drin. Ich wollte gerade mein Tablet anschauen. Ich wollte gerade mein Gott Tablet nicht gemacht. Ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe. Hallo. Ich wollte gerade Ripley. Was willst du, Ash? Das, was ich immer will. Dem Dienste der Firma. Ich möchte gegen den Kopf treten. Okay, ich will mal, dass du Stärke würfelst. Alles klar. Jo, der Kopf macht Flatsch und das war's. Und du darfst aber Stress würfeln. Yes. Geh weg von mir. Ah, mein Flammenwerfer, verdammt, nicht schon wieder. Warte mal, Flammenwerfer, warte mal, du würfelst. Also so oft, wie du den fallen lässt, ja. Naja. Wir haben alle richtig schwitzige, Ripple hat richtig schwitzige Hände, die vielleicht so. Jesus Christ. Oh Gott. Ja, der ist nicht kaputt gegangen, ne? Das hast du, glaube ich, gewürfelt gerade. Ja, ich habe gewürfelt, ob er da losgeht und Munition verliert. Achso. Er ist nicht los. Dann nehme ich ihn wieder hoch. Und was hat der Android sagen können? Hat uns nur gesagt, dass im Norden des Schiffes auf der anderen Seite eine Fusionszelle ist und dass es vier verschiedene Lebensformen auf diesem Raumschiff gibt. Ein Moment, Terranus hat einen Heiltrank geworfen. Da aber jeder voll geheilt ist, darf Terranus sich jetzt entscheiden, wem er zwei Stresspunkte wegnimmt. Das kann man nämlich auch als Heiltrank sehen. Das darf er dann entscheiden, wer zwei. Ich würde es nicht Sledden nehmen, weil die hat keinen Stress. Der geht hervorragend. Also mir geht's super. Drei, also mir muss ich bin Herr der Lage. Vielleicht Coop oder Ripley. Ich glaub, oder Cassie. Cassie hat auch relativ viel Stress. Achso, also es war sehr stressig, die Augen zu verlieren. Das ist klar. Ja, der hätte es geahnt. Sie hat ja gesehen, wie sie die Augen verloren hat. Das ist ja das Schlimme. Ja, anfangs. Ja. Aber vielen, vielen Dank für den Heiltrank. Ja, super, super geil. Also, das ist also wirklich sehr nett. Für den Panzoli hättest du jetzt, müsstest du jetzt eigentlich Badumts einspielen. Sie hat gesehen, wie sie ihre Augen verloren hat. Ah, du meinst, genau. Ja, genau. Gut, ich glaube, dann hilft es wohl nichts. Dann müssen wir wahrscheinlich durch die Höhle des Löwens, wa? Anscheinend, ja. Hier unten ist auch noch eine Tür, aber die war zu, ne? Ihr habt sie noch nicht geöffnet. Die haben wir noch nicht geöffnet. Naja, wir kennen unser Ziel jetzt. Wenn wir noch weitere Türen öffnen, riskieren wir es nur, weitere von den Viechern hier reinzulassen. Wer hat jetzt eigentlich zwei Stress verloren? Das habe ich nicht. Ne, das wird noch entschieden. Das wird noch entschieden, okay. Ich würde wenigstens mal kurz hier einen Blick in diese Kammern, in diese Kapseln werfen. Haben wir davon? Nein. Ich habe nur gesagt, dass da Kapseln sind, die ja nicht angekommen. Du hast nicht darauf. Gut. Also, du kannst Wahrnehmung machen. Ich wurde ja weggezogen. Ja, mach ich. Okay. Ripley, du kannst dir zwei Stress wegmachen. Ein Glück bin ich ein Hauptcharakter. Ja. Ich nehme nichts wahr. Nee. Da ist nichts. Das sind irgendwie Kapseln. Ja. Snedden, wollen Sie sich nicht vielleicht in eine dieser Kapseln legen, während ich hier knapp bedrücke? Nein, das hast du gar nicht gesehen. Ja, wow. Ja, Cassiano sieht allgemein nicht so viel. Erst bewusstlos und dann... Also, oh Gott. Schon gut, Cassie, wir bringen dich hier raus. Ja, ich vertraue euch da. Also, ich bin ja hier in guten Händen. Ich bin so froh, dass es wenigstens den Arzt getroffen hat, der uns das Ding hätte dann eventuell später rausschneiden können, aber ist okay. Ihr habt immer noch einen medizinischen Pott auf der Marion, ne? Also der funktioniert halt automatisch. Ja, natürlich. Ich gehe auch unbedingt in irgendeinen medizinischen Pott rein, wenn ich weiß, dass hier überall irgendeine künstliche Intelligenz in meinem System ist. Keine Sorge, ich kann das Ding blind bedienen.
Also gut, wir wissen dann, dass wir auf die andere Seite müssen. Das bedeutet, wir müssen durch dieses Nest. Nee, Moment. Wieso da oben? Nach Norden, hat er doch gesagt. Nach Norden durch den Reaktor. Ist da drinnen überhaupt, das ist doch nicht der Reaktor da oben, das ist ein Lagerraum. Aber auf die andere Seite des Schiffes. Ja, aber da oben war doch keine weitere Tür. Doch. Jetzt ernsthaft? Ja. Ja. Die war ungefähr hier. Warte, die war ungefähr hier. Ja, genau da. Ach, ihr wollt mich doch alle verarschen, oder? Natürlich ist da eine fucking Tür, hab ich doch gesagt. Das war ja genau das Ding. Toll. Ich hab lange nach dieser Karte gesucht, übrigens. Wir gehen jetzt wieder zurück? Okay, okay. Ja. Toll. Na, ein Glück habe ich den Androiden aktiviert. Wir hätten doch einfach die Tür da unten nehmen sollen. Wer weiß, wo es hier hingeht? Irgendwelche Alien-Waffen? Ja, wer weiß das schon. Okay. Ja, also. Opa, du bist so schnell. Komm, ja, ich weiß. Ich tue jetzt halt einfach vorziehen, dass wir ein bisschen schneller vorankommen. Ja, ist ja wichtig. Aber er muss ja hier noch Cassie beziehen. Sind wir immer noch beim Kapitel 2? Ja. Ja. Kapitel 3 wird bestimmt wieder auf der Marion sein. Wahrscheinlich. Akt 3, finde deine Augen wieder. Wir hätten mal gucken können, ob die da drin sind. Also, auf jeden Fall heißt es jetzt... Sie sind weggeschmolzen. Leise dadurch. Wir schleichen und snetten. Wenn ich sie auch nur in der Nähe eines dieser Eier sehe, schwöre ich bei allem, was mir heilig ist und meinen Kindern, lasse ich sie verrecken. So, das muss natürlich ein bisschen... freundlicher sein, ne? Das muss ein bisschen aufregender sein. Mein Vorschlag wäre, der Flammenwerfer geht vor und hinten geht die Säurekanone. Das heißt die Flammenwerfer, wenn ich bitten darf. Ja, die Flammenwerferfrau geht vor und der Säuremensch geht hinter uns, dass wir, falls vor uns welche rauskommen, wir die wegfetzen können und hinter uns wegfetzen können. Und dann würde ich führe Ripley und Snedden geht mit der Taschenlampe ganz vorne. Ja, verstanden. Okay, dann würde ich gerne meine Knarre in die Hand nehmen. Du kannst gar nicht schießen, du bist schießen kannst du schon, sie sieht halt nur nicht. Ich führe dich, ich zeig dir dann, wohin du schießen musst. Ja, zeig es mir, ich sehe es dann. Ich führe deinen Arm. Der wird einfach die nächste Tom. Einfach komplett. Ich bin der Melonenlord. Sie wird nicht also, wenn ihr einverstanden lernen. Seid natürlich damit, ne? Also, ja, jetzt keine Sorge, ich werde schon nach vorne gehen. Okay. Also, wollt ihr heimlich dadurch? Ja. Ja. Dann irgendjemand wieder auf Beweglichkeit. Oh, darf ich das machen? Du kriegst bestimmt Minus, oder? Ich war schon auf Beweglichkeit. Du siehst ja nicht, wo du hinlaufen musst, das ist das Problem. Aber ich hab doch ein Plus auf meine leichten Schritt und so. Ja, aber du siehst ja nicht, wo du hinlaufen musst. Okay, dann lassen wir das Baxter machen. Das ist Baxter. Ist egal. Ich hab plus 3 Stress, ne? Nur dass ihr es wisst. Das ist okay. Ja, ich hab ein bisschen mehr, mach du mal. Okay, gut. Ja, Kassianov kann sich jetzt auf die Macht verlassen, genau. Oh, das ist gut. Ich würde gerne einen Stunt machen, falls ich darf, in dass ich in diesen gesamten Raum nicht nochmal neu würfeln müssen, vielleicht. Würde ich auch beide für verwenden von mir aus. Ja, das darf man. Darf ich das? Das darf man. Du darfst, dass in diesem Raum Beweglichkeit immer da ist. Okay, gut, das wäre schön. Und jetzt mache ich noch einen Stresswurf. Ja. Du schreist. Ich lasse Cassie los. Ich lasse Cassie fallen. Nein, ich lasse meine Waffe natürlich fallen, die ich aufhebe wieder. Ja, meine. Da das ja nicht im Kampf ist, ist doch das wieder sofort weg. Und ja. Wir schleichen. Und ich halte trotzdem meine Augen auf nach irgendwelchen Krabbelgetier. Würde ich auch gern machen. Du hältst die Ohren offen auf jeden Fall, ja. Ja. Darf ich mal kurz erwähnen, dass ich noch keine Session erlebt habe, wo keiner das bei Soli aktiviert hat. Wir gehen mitten durch. Ja. Nicht außenrum lang. Ich lasse Baxter führen den Weg. Ripley ist ja vorne. Ja, aber Ripley führt dann.
Ja, ich dachte mir, weil hier in der Mitte ja am meisten frei ist, aber... Ja, aber das hat auch... diese komischen schwarzen Dinger. Oder so, war das nicht so? Ich pack mich an die Wand. Da sehe ich mich nämlich auch eher an der Wand. Dann kann wenigstens nichts was von der Seite kommen. Erschreckt euch jetzt nicht. Ich muss mal kurz... Ich bin sofort wieder da, das kannst du nicht... Muss er pipi? Okay, dann geh ich auch kurz pipi. Weg. Gott. Er macht das so spannend. Eieieiei. Oder hat jemand an der Tür geklingelt? Nee, 21:30 klingelt niemand an der Tür mehr. Hast bestimmt einen Burger bestellt. Ach, ich meine, ich hab auch einen Burger bestellt. Scheiße. Hättest du auch mal machen können. Jetzt ist es zu spät. Lieferando, ja. Hör mir auf, ich höre viel zu oft dann Katy Perry einfach, die mich dann vollbrüllt mit dem komischen Song da. Lieferando? Ja, die hat eine Collab mit denen. Ach so, wusste ich nicht. Ich möchte nochmal erwähnen, dass es mich sehr ärgert. Ja? Dass ich das Ding nicht schneller abgeschaltet gekriegt habe. So sorry, dass ich... Sorry. Es tut mir auch schrecklich leid, dass ich den Knopf gedrückt habe. Hallo Enkal! Das hätte Stan nicht verdient. Das ist die Frage, sagst du das jetzt als Tamtam oder sagst du das als... Ich sag das als Tamtam. Okay, das war mir nämlich schon klar. Ja. Hallo. Aber niemand hat irgendwas gut. Ah, ich dachte, ich hätte was verpasst. So. Nee, ja, nee. Was denn? Wir konnten ein paar Pause, wir konnten uns nicht mal bewegen. Ja, das war ja der Spiel. Darum habe ich hier... Also wir haben übrigens die Fusionsbatterie. Wir haben gewonnen. Wir sind schon bei der Fenster wieder. Und Cassie hat mir die Augen geheilt. Ja. Genau, wir haben die von Snenden gegeben. Nee. Snenden hatte noch so ein Skalpell, das konnten wir regeln mit dem letzten Medizinkit, was wir hatten. Auge um Auge oder so. Auge um Auge. Wir können ja vielleicht eins teilen, jeder eins. Oh, aber mit dem zweiten sieht man besser. Ja. Nee. Oh, nee, oh shit, ey. Also San, du bist sehr dunkel übrigens, man sieht dich nicht. Ja doch, was? Wieso? Ja, der ist sehr dunkel bei dir. Ja, der ist doch blind. Ja, wie kommt das bloß, wenn Leute blind sind? Du merkst es ja gar nicht, wenn Licht an ist, ne? Ja, woher soll ich das wissen? Also, sorry, ne? Ich spare halt sehr viel Energie. Naja, ja. Oh Gott. Ich anders auch sehr. Ja, dann gehen wir halt vor mit der Taschenlampe. Das ja, mach ich doch. Ja, geh weiter. Oh. Oh nein. Ist ja doch alles passiert nichts. Beeilt euch, er würfelt! Er würfelt! Moment, ich bin nicht so schnell. Ja. Los zur Tür. Was ist denn die Tür? Ich will nur schneller bewegen. Ich kann er nicht so schnell würfeln. Nein! Ich muss nicht würfeln. So dank Möller. Möller, du blödes Arschloch. Ja, Möller hat ein Konflikt entsteht gemacht. Nein! Und was passt jetzt besser, als dass einer dieser scheiß Eier aufgeht, ohne dass ich würfeln muss? Oh Mann, ey! Ich muss hol meine Mistgabeln raus. Möller, ich zwei, raus, drei, wo du wohnst. Fünf. Fackeln, alles mitgenommen. Ja! Okay, ich habe jetzt ausgewählt, wen es trifft. Ja, mich jetzt. Nein, Snedden trifft's. Ja, sehr gut. Ja. Sorry, war das laut? Viel guckt Snedden an und sagt, nö, das ist ja schon belegt. Snedden, ich möchte, dass du einen Beweglichkeitswurf machst. Ich hab Bewegung. Aber sie kriegt doch bestimmt einen Push, weil sie doch Koks ist. Ja, bestimmt, stimmt. Das ist wie bei diesen öffentlichen Toiletten oder so, da steht dann einfach dran, occupied bereits, weißt du. Möller hat nur gewartet, dass Tamtam von der Tür weg ist. Was? Oh, so. Mann, ey. Nee, sorry, Möller. Super Aktion. Ja. So. Ey, ich weiche aus wie ein Also, ja, der erste Angriff ist natürlich weg. Wieso ist das eigentlich immer so riesig? Ah, das ist so groß. Oh Gott. Oh. So, ich hab's noch aktualisiert, egal. So, ey! Also aus diesem Ei hier kommt eins und wollte dich anspringen, ne?
Aber für dich geschieht gerade alles in Zeitlupe, deswegen konntest du ausweichen. Ja. Bist so schnell wie der Blitz. Ja. So, oh, Ripley darf als erstes. Das ist gut, wir sind alle vor dem Vieh dran, oder? Nee, ja, aber das nee. Das Vieh ist einmal auf nah ans Netten dran, ne? Ja, aber ich hab drei. Du hast drei. Ja, Ripley regelt, die flammt das Ding jetzt weg. Ja, aber wenn ich das Ding wegflamme, dann treffe ich doch bestimmt Schnuffi. Du darfst dich bewegen. Ja, aber nee, ich muss mich bewegen, das Vieh ist doch ans Netten dran. Aber kann man das nicht callen, dass wenn ich weg bin, dass du schießt? Es gibt Talente dafür. Nur wenn ihr das Talent dafür habt. Also. Und durch den guten und vielleicht durch den guten Beweglichkeitswurf, den Snedden gemacht hat, konnte sie dadurch vielleicht ausweichen? Nee, die hat dadurch konnte sie ja ausweichen. Hey, du bleibst da. Ich hab's versucht, ja. Sie konnte ausweichen den ersten Angriff, den aus dem Ei rausspringt. Na, da, den konnte sie ausweichen. Ja. Also, ich will jetzt nicht unbedingt brennen. Willentlich Snedden angreifen, eigentlich. Wer will das schon? Ja, wer will das schon? Ich meine. Ach, Snedden, du kriegst sowieso jetzt noch einen Stresswurf, weil das war ein bisschen stressig, dass das Vieh versucht hat, dich anzugreifen. Hä, Humbug? Tut mich wöhnen. Nee, alles gut. Es ist nur ein Vieh, weißt du? Und vielleicht ist es doch besser, wenn ich dem Vieh einfach eine reinballer, anstatt das jetzt abzufackeln, weil es dann einfach zu nah tritt drauf. Ist. Ja. Tritt drauf. Ich mache einen Nahkampfangriff. Okay. Bop, 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 bop. Und dann würde ich danach treten wollen, tatsächlich. Ja, du hast... Hab ich dir die Waffe gegeben? Du hast mir eine Waffe den Stiefel? Oder nee, Unarmed Attack. Waffe ja. Unarmed Attack, damit das so automatisch funktioniert. Yes. Dann, bop. Nein. Oh, perfekt! Alles auf Schaden, Baby. Alles auf Schaden, ja. Tot! Einfach zerquetscht mit dem Stiefel. Ich glaube, weiß nicht, ob das mit dem Stiefel weiß eine gute Idee ist. Ich wollte jetzt auch nicht zerquetschen, ich wollte danach treten. Also, ne, den Kick quasi von... Nix. Oh. Aus dem Leben treten, das Ding. Gegen Snedens Gesicht. Nein. Oh. Ja, also das Vieh ist tot. Und, Why is the goat? The goat! Und bis auf, dass dein Stiefel ein paar Säureschäden kriegt, passiert gar nichts bei dir. Es ist, es spritzt nicht mal richtig. Du hast ihn super gut getroffen. So, Möller. So nehmen. So macht man es. Genau. Nicht mal Snedden wurde getroffen. Also, wo muss ich hinschießen? In welche Richtung? Ganz ruhig. Wurde Snedden getroffen? Nein, auch Snedden wurde nicht getroffen. Ah, okay. Ich habe ja hier. Ich hab einen Schutzengel. Gott, okay, gehen wir weiter. Kassiadorf, du glaubst nicht, was hier gerade passiert ist. Möchte ich das Sorry, Möller, aber das Snedden wäre beinahe von so einem Spinnenvieh getötet worden, aber Ripley hat sie gerettet. Oh, sehr gut. Wieso hat sie das getan? Das freut mich ja sehr. Sie wäre fast ins Gesicht gesprungen. Oh boy. Wollten wir nicht größere Schritte machen, damit wir schnell raus sind? Ja, jetzt sind wir ja an der Tür. Alles gut. Ja. Ich würde die Tür aufmachen wollen. Die Tür geht nicht auf, wir müssen wieder zurück. Die andere Tür war der Weg. Oh, das ist der Weg. Okay. This is the way. Do you know the way? Ach, jetzt hoffe ich an den Mandalorian, aber ist auch gut. I have a bad feeling about this. Und ich mach die Tür zu hinter uns. Oh, seht ihr das da hinten? Ja. Ja, also ihr seid unbeschadet durch diesen Raum gekommen, ne, bis auf eine kleine Aktion passiert. Oh shit, das mache ich nie wieder. Fuck. Und ihr kommt in einen Raum, der sehr merkwürdig aussieht. Und zwar sind da sehr große Kokons, sieht das aus, ne? Und die
leuchten ein bisschen blau. Ne? Drei von ihnen. Und alle scheinen so ein bisschen dieses Leuchten zu haben. Leuchten? Leuchten, nett oder leuchten? Inneres Leuchten. Sieht dieser Kokon so aus, als gehört er zu dieser Technologie, dieser ja. Wesen hat's aus dem so. Raumschiff, ja? Ja. Das also nicht diese Alien-Rasse quasi. Nein, so. Das nein, nein. Es okay. kommt irgendwie zu diesem Raumschiff hier. Ja, ich würde zumindest einmal versuchen herauszufinden, was das für Dinger sind. Was die Funktion ist. Und wie möchtest du das rausfinden? Ja, sind hier... Naja, keine Ahnung, sind hier irgendwelche Schalttafeln? Nein, nicht wirklich. Also es ist... Nur dieses Leuchten und irgendwie dicke Kabel, die in den Boden gehen. Wenn Baxter sich darum kümmert, würde ich mich in der Zeit Cassie annehmen dann. Ja, okay. Dann habe ich wieder jemanden, dann nehme ich mich fest. Entschuldigung, die hätte ich auch mitgenommen, so ist jetzt nicht. Also, du könntest ja in die Kokon legen, vielleicht wird sie ja ein Schmetterling. Achso, das ist so, die sind nicht zu. Der schöne Schmetterling. Der hier ist offen und die beiden sind geschlossen. Okay. Da sind die Pupater drin. Ich würde mir den mittleren geschlossenen angucken, ob ich da irgendwas drin erkenne. Du siehst eine Art Körper da drin. Und zwar größer als eure hier. Also kann ich erkennen, dass das kein Mensch ist, ja? Es sei denn, es ist fast ein 3 Meter Mensch. Okay. Das müsste einer dieser Erbauer dieser Raumschiffe sein, die hier drin sitzen. Schön geregelt. Bist du dir sicher? Ob die noch leben? Oder dass es Stasiskammer ist quasi? Du siehst gar nichts dran. Also du kannst keine Anzeigen erkennen oder identifizieren, die damit zu tun haben. Aber die sehen nicht verwest aus. Du siehst es nicht. Du siehst nur den Schatten des Körpers. Ah. Hat denn dein Tablet einen Übersetzer? Nein, nicht zu sowas hier. Und dann könnten wir den ja einfach rausholen. Ja, und wenn ich schließe das ja nie an, ich benutze es ja immer nur für Berechnungen, damit quasi, weil ich ja paranoid bin, dass da nie irgendwie was draufkommt, was da nicht hingehört. Achso. Ich benutze das ja immer nur zum Berechnen, dass es schneller geht, weißt du? Ja, okay, gut, wenn ich da mehr nicht herausfinden kann jetzt so quasi. Weil du sagst, es gibt ja keine Schalttafeln oder sowas, ne? Keine, die du kennen kannst. Also, okay, kennen kann... Sowas, was danach auch aussieht, vielleicht. Also, nein. Ich sag mal so, wenn da jetzt so ein Stasis-Kamera ist, dann muss ja irgendwo eventuell sowas sein, was halt es ist anders so ein, aussieht. Es ist nur dieses Leuchten, das ist so. Das ist, als würde es in einem Rhythmus leuchten, wie ein Herzschlag. Ich tu den Rhythmus nachklopfen. Warum bleiben wir stehen? Also klopfst du gegen. Dagegen. Wir suchen in diesen. Nein, die haben wir gerade gefunden. Wir sollten einen reinlegen. Nein. Okay, wir gehen weiter. Wechsel. Ja. Genau, wir wollen eine Zelle suchen. Ja, ich glaube, hier liegt aber was drin, ne? Ich wollte es dir nur gesagt haben. Passiert was, leuchtet. Wenn ich das nachklatsche? Nein. Leg dich doch mal rein. Nee. Eine ist ja noch leer. Also wir können ja die Blinde schon mal reinmachen. Die macht sich nicht mehr lang. Cassie hat irgendwie Blut aus der Nase, also ich glaube, bei dir ist auch nicht mehr lange hin. Cassie, du kannst wieder mir folgen. Genau, dann gebe ich wieder dich, Cassie an, Baxter weiter. Okay, wie so eine heiße Kartoffel halt, ne? Entschuldigung. Also hier geht ein Gang weiter. Stan, kommen Sie. Ja, ich mach. Ich drück hier Backtöpfe. Schlafende Bären weckt man nicht. Also hier an der Seite der Wände... Aber die sehen ja noch gar nicht aus wie die Bösen. Nee. Also an der Seite der Wände sind auch so große Statuen abgebildet. Bilder von irgendwelchen großen Kreaturen. Menschlich oder... Menschlich, ja. Alienmäßig, oh Gott. Ja, das sind vielleicht wirklich die Erbauer dieses Schiffes. Wer ist der Erbauer dieses Schiffes? Aber sind die dann nicht prinzipiell nett? Es sind prinzipiell erstmal Konstrukteure. Die haben irgendwelche seltsamen Alienviecher auf ihrem Schiff. Denkst du wirklich, die sind nett? Moment, sehen wir gerade die Erbauer? Wo sind die Erbauer? Die sind da hinten. Es sind nur... Ich beschreibe sie dir. Und ich sag halt einfach, irgendwelche Riesenmenschen, 4 Arme,
Drei Beine. Ich bin kein Schiffsexperte. Was meint ihr? Wo müssen wir lang? Inemin Mu und raus bist du. Inemin Mac und. Der Androide sagte wo? Ja, der hatte gesagt nördlich oder nicht, ne? Im Reaktor hat er erwähnt. Ja. Auf der anderen Seite. Ja, wahrscheinlich unten, ne? Irgendwas von einem Durchbruch oder etwas ähnliches? Also ja, wir können ja unten erstmal. Wir können ja einfach hier lang. Genau, was? Von einem Loch hat er etwas erzählt. Die Tür ist zu! Stimmt, da hast du recht. Von einem Loch hat er was gesagt, ja. Das sieht wie Löcher aus. Ja, also hier sind so Einbuchtungen. Sieht sehr seltsam aus. Und dann gibt es hier so ein Podest, das zu einem großen Bildschirm führt mit Tastatursymbolen. Da sehe ich mich. Ja, da sehe ich dich auch. Das sind natürlich Symbole, die du noch nie gesehen hast. Das ist nicht schlimm. Ich bin ja klug, ich finde das heraus. Ja. Entschuldigung. Also wenn ich darf, wenn Hooper nichts dagegen hat, ansonsten mache ich es nicht. Wenn sie herausfinden können, wo wir eine Fusionsbatterie jetzt in der nächsten Stunde finden, meinetwegen, aber beeilen sie sich. Aber vorher würde ich mich umschauen, ob hier wieder irgendwas ist. Ja, also du siehst auch so, hier steht so ein Gerät, das auf jeden Fall menschlicher Herkunft ist. Oh? Das ist gut, damit kann ich arbeiten. Das heißt, du rennst jetzt wieder los und lässt mich stehen? Oder gar nicht mich los. Es okay, ist so, alles. Es ist, also da ist, das steht einfach so ein Podest, ne? Oh je, und darauf steht ein Laptop. Das ist gut. Laptop ist gut. Den nehmen wir auf jeden Fall gleich mit. Warum denn ein Laptop? Stopp! Ein Laptop? Geh nicht dahin. Ja, geh nicht dahin. Da ist ein Laptop. Ah ja, wir waren doch bestimmt drin. Stimmt, sie hat recht. Bevor es wieder Boom macht. Ah. Das ist jetzt schwierig, ne? Das ist eine schwierige Situation. Haben wir hier einen Sprengstoff-Experten dabei? Ja, klar. Der ist tot. Der liegt oben auf der Marion. Lass uns nämlich einmal diesen Sprengstoff einmal durch hier. Also, man merkt, wie LeChance eigentlich praktisch wäre im ganzen Abenteuer. Ja. Also, ich würde einfach mal dann schauen. Passen Sie kurz auf die anderen auf, halten Sie sich zurück und ich würde vorgehen. Bleiben Sie zurück, ich habe eine bessere Idee. Ich habe doch dieses Päckchen von den Drogen dabei. Oh, eine nice Idee. Ich würde das da hinwerfen wollen auf den Laptop. Mach ihn bitte nicht kaputt. Mach das Zeug nicht kaputt. Und du willst das da hinwerfen? Ich würde doch nicht. Genau, also ich würde gucken, ich weiß nicht, vielleicht ist da noch so ein Klebestreifen dran oder so, damit das möglichst nicht explodiert oder so. Ansonsten haben wir den ganzen Scheiß halt drauf rumliegen. Aber zumindest gucken, dass bei Kontakt, ob das Ding dann entsprechend hochgeht oder so. Achso, ist eine gute Idee, wenn ich das Päckchen wieder mitnehmen. Dann möchte ich aber, dass du auf Fernkampf würfelst. Hui, da bin ich ja gar nicht mal so gut dran. Okay. Ja, du musst es ja werfen gegen was. Joink. Das wird ja bestimmt pushen. Willst das willst du 100%ig willst du das pushen. Ja, siehst du, das hat sich nämlich gelohnt. Ja, du wirfst es gegen diesen Laptop, der sehr stabil auf dem da drauf ist und das Paket platzt leider in dem Moment und der ganze Laptop ist plötzlich weiß. Shit. Naja gut, weiß von dem Drogen. Ja. Den Backpulver. Der ist nicht explodiert. Backpulver. Und du darfst Stress würfeln. Yes. Pop. Zittere. Gut, dass du jetzt zitterst. Es scheint jetzt so zu sein, als wäre da keine Sprengladung gewesen, oder? Na, ja, es ist nichts explodiert, also. Ah, gut. Hupf, was meinst du? Gehen wir hin? Ja? Ja, wir müssen irgendwie vorankommen. Ja. Na, dann los. Dann stütze ich mich in der Zeit hier an der Wand ab. Nee, du kannst ruhig mitkommen. Okay. Ja, sehr gut. Also, als er die Treppe hochgeht, kommen so Musiktöne. Also, er, do, re, mi, und dann war's das. Was? Ich summ das nach. Do, re, mi, so, und da war's. Bist du da warst. Ich halt nach hinten Ausschau, dass nichts passiert. Ich würde. Okay, ich gehe. Hat irgendwer einen Lappen? Wir haben Snedden.
Ich wollte gerade sagen, verdammt! Ja, mich! Hätte nicht aufgepasst, was? Okay, in meinem verbrauchten Erste-Hilfe-Koffer. Da ist bestimmt wenigstens noch eine Kompresse oder sowas drin, oder? Da muss eine Kompresse drin sein, mindestens dreckige, eine. Dreckige, kaputte, ja. Ja, ist nicht schlimm. Ich würde halt gerne den Laptop ein bisschen sauber machen. Ja. Ja, und erstmal so nehmen und die Drogen so runterschütteln, was geht, und den Rest mit denen würde ich halt so, ohne dass ich das einatme, da passe ich sehr gut auf, und dass ich das halt so ein bisschen wegmache. Ja. Ja, und dann würde ich mal gucken, was mir der Laptop so Spannendes berichtet. Also da ist ein Bild, der blinkt ein bisschen, Zugang gesperrt. Ja, den hack ich, ne? Du musst da nichts hacken, da ist einfach nur eine Taste Zugang öffnen, ja oder nein? Ach so, ja, bitte, öffnen. Irgendwo im hinteren Bereich, also von hier hinten, es öffnet sich irgendwas. Ich dachte, das wäre der Zugang zu irgendeiner Datei und nicht zu irgendwas zum Öffnen des Schiffes. Oh, ich soll mal gucken. Das ist ja der Obershit. Snenden ist wieder weg, übrigens. Das Snenden hat jemand gehabt. Ich halt nach hinten Ausschau, hat er gesagt. Und lass dich durchgehen, ist egal jetzt. Jetzt ist es auch okay. Also ihr hört irgendwas, was sich öffnet. Also das Geräusch, etwas, das sich öffnet. Ich glaube, ich habe irgendwas aufgemacht. Die Tür geht immer noch nicht auf. Soll ich hinterherlaufen? Ich habe hier die rose Luke aufgemacht, oder? Kann ich noch irgendwas anderes Sinnvolles mit diesem Laptop machen? Ja, also es sind Daten drauf. Kommen wir zurück. Ja, erzähl mir doch mal was von den Daten. Ja, es sind so technische Daten über die... über dieses Schiff hier, wann es gefunden wurde und dass Weyland Yutani es klassifiziert hat als extrem wichtig, Priorität ganz weit oben, dass das erforscht und geborgen wird, der Inhalt. Da wird auch noch erklärt, dass die Hauptfracht in den Kühlraum geschickt wurde. Kühlflüssigkeit, die abgelaufen, runtergefahren. Ja, ja, das, was erforscht werden sollte. Hallo, Ranmakuts World, vielen, vielen Dank für euren Raid. Ne? Und hallo an alle Raider. Lustiger. Und da ihr alle Sun kennt, er ist blind geworden im Spiel. Ja, ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte, tatsächlich. Ja, ja. Schön, dass ihr da seid. Ich konnte es nicht verhindern. Wir spielen gerade Aliens, Pen und Paper, und die versuchen gerade was rauszufinden. Okay, weiß ich, was das für eine... Also wird drin beschrieben, was das für eine Fracht ist? Nee, da steht nur Frachtexemplar 028. Okay. Dann kann ich die letzten Berichte lesen? Die wurden seltsamerweise gelöscht. Kann ich sehen, ob dieser Laptop verbunden ist mit dem, ja, mit den, keine Ahnung, mit dem WLAN? Oh, mit dem WLAN? Mit dem WLAN. Ja, von der Basis, du weißt ja. Mit dem Basisnetzwerk, ja klar. Nee, du kannst, also es gibt keine direkte Verbindung zum Hauptrechner, wenn das deine Frage war. Okay, ja, ich würde auch ausschalten, dass das halt sich irgendwie automatisch verbindet, also quasi das WLAN abschalten. Falls wir jetzt irgendwie, weil ich will den mitnehmen. Da gibt es keine Verbindung. Es gibt nur eine direkte. Es ist keine. Okay, ja, gut, okay. Also, kann ich sonst noch irgendwas. Das ist eine Zukunftsversion aus den 70ern, da gab es kein WLAN. Kann ich sonst noch irgendwas Wichtiges finden? Du siehst noch ein paar Frachtverzeichnisse. Es gibt ein Info, dass Exemplar 3.3 nicht aufgefunden werden konnte, und weitere Informationen wurden an den Hauptrechner der Marion geschickt. Natürlich. Okay, ja, gut. Also dann würde ich den Laptop einpacken und dann würde ich mich umschauen, ob ich jetzt hier, da ist ja noch so eine außerirdische Kontrolleinheit. Ja. Was sehe ich da? Du siehst da so einen kleinen Stab vor der Tastatur, und ansonsten siehst du da ein paar Symbole angezeigt, und ein Planet wird dargestellt. Welcher Planet? Was für ein Planet? So, da möchte ich, dass ihr auf Verstand würfelt, wer das sich anguckt.
Ja, würde ich mir ja gerne angucken. Ja, habe ich mir gedacht. Ich verstehe das auf jeden Fall und ich würde daraus dann als dann machen, dass ich vielleicht weiß, welcher Planet das ist. Es ist eine uralte Version des Planeten Erde, als es nur einen Kontinent gab. Oha. Yeah. Die wollten die. Yeah. Ich hab doch einen Velociraptor gehört. Okay, dann würde ich mir noch diesen Stab anschauen. Ja, das ist so ein kleines Stäbchen, ne? So kannst, dass man zwei Händen halten kann. Ne? Sieht aus wie eine Flöte. Ich würde gerne das Lied zu Ende flöten. Welches Lied? Was wir am Anfang hören. Das kam nur Doremi. Das kam nur Doremi. Genau. Und ich würde ab da weitermachen. Kannst du das denn? Bist du musikalisch begabt? Naja, jeder kennt dieses Lied. Ich würde also es gerne versuchen. Also hätte ich das nicht gelernt, könnte ich es nicht gelernt in der, Grundschule. Also, das also ich habe damals die Fernsehsendung gesehen. Doremi ist eine andere Fernsehsendung, die nicht... Ah. Ich kann es doch wenigstens versuchen, oder nicht? Du kannst es mir ja von mir aus auch erschweren. Weil ich sowas noch nie gemacht habe. Verstand. Würfeln. Einfach nochmal Verstand. Es gibt ja auch gar nicht den so musikalisch. Nein, gibt es auch nicht. Easy! Ja, also ich kann Doremi Solafa, hast du schon mal gehört. Ja, und ich kann das Lied immer spielen jetzt damit. Ja, ja. Gut. Wow. Während du spielst, leuchten die Böden nach und dann scheint irgendwas in der Ferne anzugehen und überall scheint Licht anzugehen. Also ich glaube, ich habe das System angehört. Hör ich das? Du hörst ja. Ein Brummen, ja. Was ist passiert? Ich habe das Licht angeschaltet von dem Raumschiff. Ich glaube, ich habe die Systeme gerade hochgefahren. Das ist sehr hilfreich. Ist noch was in dem Raum? Jetzt können wir alle was sehen. Mhm. Passiert hier noch irgendwas in dem Raum? Jetzt so also mit der Tastatur oder so? Nein. Mehr passiert nicht. Es ist nur das Licht angegangen und ich kann die Erde sehen. Du kannst die Erde sehen, ja. Okay. Als erstes würde ich erstmal alle aufklären und sagen, ich habe erstmal herausgefunden, dass die Fracht... Also wir haben ja den Lagerraum da gesehen, wo diese vielen, vielen Eier waren. Und wir hatten ja so bemerkt, dass irgendwie da Fracht gewesen sein muss in der Mitte. Die wurde irgendwie ins Lager zur Kühlung gebracht. Und wir hatten ja am Anfang gehört, dass die die Kühlung irgendwie ausgesetzt hat. Jetzt stelle ich mir halt folgende Frage, ob dieses, was auch immer da in der Fracht gewesen ist, gekühlt werden hätte müssen. Oder ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, dass die ausgefallen ist. Ja, wahrscheinlich ist das schlecht. Wahrscheinlich schon, ja. Und ich habe auch das Gefühl, dass du mehr weißt, dass du zugibst, aber ist okay. dann würde ich die darüber aufklären, dass wir hier die Erde sehen vor vielen, vielen Jahren, als es nur einen Kontinent gibt. Dass ich das weiß, weil ich ja... Kontinent hieß übrigens alles Pangea. Ja, hab ich vorhin schon gesagt. Pangea. Mhm. Pangea. Genau, dass ich das weiß. Allgemein, das weiß jeder. Nein, das weiß nicht jeder, glaubt mir. Was, wie, das weiß nicht jeder? Das weiß wirklich nicht jeder. Ich hab mal jemandem erzählt, dass... Ich hab dem mal erzählt, als er die Weltkarte sich angeguckt hat, der meinte, man könnte die ja zusammenführen. Ich so, ja, das macht drei Kontinente. Alter, nee, auf keinen Fall. Dass das mal wie ein Puzzle zusammenführen kann. Also, wir sind zu alt dafür, die Leute jetzt sind nicht mehr so. Naja. Die sind nicht mehr so. Die gehen halt Freitag noch nicht zur Schule, ne? Bei einer 4-Tage-Woche kommt halt nichts bei rum. Ja, so ist es. Ja, also wie gesagt, ich würde darüber halt alle aufklären. Und dann würde ich sagen, ich dachte, ich möchte nur kurz erwähnen hier auf dem Laptop, ansonsten, dass ich hier den Zugang freischalte für diesen Laptop. Stattdessen habe ich offensichtlich irgendwas anderes geöffnet, was wir eben gehört haben. Oh. Das war auf jeden Fall nicht die Tür da vorne. Und ich glaube, ich würde die Blockflöte mitnehmen. Was für eine Blockflöte? Hast du nicht gehört, mein Lied, was ich gerade gespielt habe? Es war wunderschön. Ah.
Das fand ich auch. Das ist mal ein Storypunkt wert, oder? Nein. Hey, ja. Aber das Lied beruhigt uns doch bestimmt alle. Weil es Licht angegangen ist. Komm, wir haben das Licht angemacht, jetzt fühlen wir uns doch bestimmt schon mal ein bisschen sicher. Okay, jeder darf einen Stresspunkt wegmachen. Dankeschön. Wieder auf Null. Sind wir hier, fühlen wir uns hier... Außer Kasjanov, die darf das nicht, weil sie es nicht gesehen hat. Ja, ich hab's gesehen. Sie hört es doch. Man hört nicht, wie Licht angeht. Ja. aber wir fühlen uns hier ja halbwegs sicher, ne? Ja. Dann würde du ich fühlst gerne dich meine... im Moment gar nicht sicher, weil du nichts siehst. Ja, warte doch, ich will doch was sagen. Ich möchte aber meine beruhigende Präsenz auf Ich sag mal so, wenn sie beruhigt ist, ja, wenn ich uns jetzt, dann sind wir ja tiefenentspannt. Wenn ich sage, hey, okay, wir kommen hier schon raus, das ist nicht so wild, das wird alles wieder gut. Du kommst mit hey, also machst du den Spider-Man von Miles Morales, diesen Schulter-Touch, den... Ja, so ins Leere, weil Baxter plötzlich da nicht steht. Ja, genau. Baxter, wo bist du? Ja, hier auf der anderen Seite. Es wird alles wieder... Jesse, folg mir. Ich bin mir sicher, dass Baxter hier uns den Raum für unseren Fusions... Zellenzeug geöffnet hat. Ja, bestimmt. Bin ich mir auch sehr sicher. Wir dürfen hier jetzt nicht verzweifeln. Nee, tun wir nicht. Parallel stolpert sie über die Stufe da drüben. Und ich werde hier hoffentlich gut geführt. Also. Nein, du wirst geführt. Ja. Und darf sie uns beruhigen oder eher nicht? Doch, sie darf euch beruhigen. So, Baxter, als du die letzte Stufe weggehst, fliegt plötzlich die Flöte wieder zurück an seinen Platz. Ah ja, okay, das habe ich mir schon fast gedacht. Wollen wir ja mal testen? Ah ja, natürlich. Du konntest doch mal alle meine Entchen spielen. Vielleicht passiert ja was. Nee, lass mal. Wer weiß, welche Entchen dann kommen. Ich hätte mich auf den Stuhl noch setzen. Naja, ist egal. Was jetzt? Okay, willst du das links? Wir sind langsam voll in Richtung. Also die hier ist zu. Bitte, was hast du? Achso, oh ja, hast recht. Mhm. Ich wollte nur anmerken, dass wir langsam Richtung 10 Uhr sind. Ja, ja, ja. Ich weiß. Ja, ich mach, also wenn du jetzt noch einen geilen Banger zum Abschließen hast, dann. Also wenn jetzt nicht noch irgendwas Langes kommt, ist in Ordnung. Wenn ihr jetzt nichts Doofes anstellt, nein. Okay, dann snappen, weg. Okay, ich bleib hier. Mach die Tür auf, Opa. Also gut. Tür auf. Haben wir das Geräusch nicht da hinten gehört gehabt? Also wieder im... Ja, ja, aber wir können ja wenigstens testen. Ah, jetzt ist es offen, okay. Ich dachte, das Geräusch wäre hier irgendwo, keine Ahnung. Ich hab's da leider nicht sehen können. Ich zieh die Waffe auf Kasia. Hier, da wo's lila... Also nein. Also der Raum, da gibt's eine kleine Treppe, die hochführt auf eine Plattform. Aber sonst ist hier nichts. Das könnt ihr nicht erkennen, was das ist. Keine Fusionszelle oder so. Nein, also der Boden hier vibriert ein bisschen. Ist das ein Fahrstuhl? Nein. Jedenfalls keiner, den du kennst. Kann man da nicht draufstellen? Man kann sich drauf. Willst du dich draufstellen? Ich frag gerade Hooper. Also. Ich stell mich drauf. Ja, dann komm ich dazu mit Cassie. Ja, natürlich. Ich muss ja mit. Ja, ja. Ich gehe dahin, wo Hooper ist. Okay, gehen wir. Ja, bei Hooper ist man auch sicherer als... Oh nein, er kommt ein Zwang. Ja, ihr stellt euch auf die Plattform und nichts passiert. Okay. Das ist ein Ding hier. Es vibriert also doch zum großen Loch. Ist hier ein Knopf oder so, den man drücken kann? Nein. Okay. Ja. Komm. Der ist ja gut. Zurück. Hey, dann. Die Tür zu. Hallo. Ah, wo war das Loch in der Mitte unten? Ja, bestimmt, da habe ich das bestimmt nicht aufgemacht. Ah, okay. Die andere Tür hier war zu, ne? Die war geschlossen, ja. Die geht auch nicht auf, jetzt auch nicht. Nein, die ist irgendwie verklemmt. Okay. Natürlich. Na dann gehen wir halt zum großen Raum zurück. Hier ist nichts aufgegangen, oder? Nein. Okay, das ist gut. Die Kokons beleuchten immer noch in dem Pulsieren wie vorher auch. Okay. Okay. Gleiche Reihenfolge wie zuvor.
Ich gehe dann vor. Ja, und ich gehe zuletzt. Und die Frage jetzt, wo es dann hingehen soll, in der Mitte. Ist jetzt hier ein Loch offen? Also hier ist ein Loch in der Wand plötzlich offen. Ah. Okay. Als wäre da plötzlich, als wäre das so eine Art, als hätte da eine Sprengung stattgefunden. Einfach ein Loch in der Wand. Aber wir haben doch jetzt volles Licht hier, oder? Ja. Sehen wir dann schon irgendwas, was hier sonst noch gerade im Raum drin ist? Nein, nur die Eier. Die meisten sind halt immer noch geöffnet schon. Und ein paar sind noch geschlossen. Und es hat sich hier nichts verändert. Fleucht und kreucht hier nichts, alles klar. Nein. Dann gehe ich weiter. Und noch weiter rein. Es scheint ein Loch zu sein. Ja, ein Loch. Ich muss schon sagen, Snetten, was? Fand ich gut, dass sie gesagt hat wegen dem Laptop, aber es hätte ja auch eine Sprengladung sein können. Ah. Wieder hast du versucht, mich zu retten. Ich bin. Ja, weißt du, ich. Sie alle versucht, zu bringen und mich versucht, immer zu retten. So, also ihr seht das Loch, ne? Die hasse ich ja. Und ihr seht auch, dass dieses Loch direkt wieder in die Mine führt, aber diesmal wieder in einen technischen Bereich. Ich zeige ihn euch noch. In die Mine. In die Mine. So, ins Institut. Ja, Lennart ist im Institut. Genau. Jetzt sind wir alle da drin. Kannst ja noch gar nichts sehen hier drin. Nein, ja, super. Oh. Ich hab keine Augen mehr. Die hab ich rausgeschmissen. Hey, letztes Mal Gebärmutter, dieses Mal Augen. Ey, ich bin einfach super. Sammler bist du. So. Ihr seht auch, also an der Wand hier unten ich seh gar nichts. Ist ein du nicht. ist der Eingang, darüber steht Reaktorkern. Halleluja! Juhu! Und da wir bis 22 Uhr nur machen konnten, werden wir jetzt hier wieder einen Cut machen. Und wir sind immer noch bei Kapitel 2. Es ja, es tut uns wirklich leid, dass ich nach 4 Stunden noch nicht zu Ende ist. Aber das geht ja schon nächste Woche wieder weiter. Donnerstag. Ja, nächsten Donnerstag. Ja. Geht's weiter. Und da freuten wir uns doch bestimmt wieder alle. Oh ja. Schaltet wieder ein. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Ja, genau. Ja. Aber auch nur, wenn ihr Augen habt. Noch mal den einen oder anderen Storypunkt schenken können. Warum? Du hast nichts Überragendes geleistet. Das ist sehr selten. Was? Aber ich muss sagen, ich habe einen Facehugger getreten, habe ihn getötet und habe keinen Schaden davon genommen. Also wenn das keine überragende Leistung war, weiß ich auch nicht. Also Sun wäre ja heute fast gestorben, Ranma. Also kein Problem, keine Sorge. Ich habe Sun gerettet. Überragende Leistung. Ich habe das Raumschiff aktiviert. Genau. Ich gucke jetzt mal, wen wir raiden können, bevor wir uns jetzt hier ganz verabschieden. Ranma kurz wird, ist ja nicht mehr online. Ich hätte jemand. Sascha hat heute Geburtstag. Wer? Sascha. Ferrat. Ja, der spielt gerade Diablo 4, dann können wir natürlich dahin. Ich glaube, Soli will nicht, dass ich irgendwie auch nur ansatzweise mal weniger als 6 Stress habe. Hey, ich habe den Schalter nicht gedrückt. Man hätte ihn ja einfach ignorieren können. Ja, hätte Fahrradkette. Ja, genau. Ne? Und dann hättest du doch noch ihre Augen. Das hat doch erstmal nichts mit dem Stress zu tun. Du kannst doch sagen, nee, Hupor, der muss da, kriegt da keinen Stress. Das ist so abgebrüht mittlerweile. Ja, genau. Ja, das hat mich wirklich fertig gemacht. Ich dachte, endlich können wir uns einfach mal einen Moment einfach nur ein bisschen Stress abbauen und ausruhen. Und dann. Das wollte ich auch. Oh, da läuft etwas blau, da drücke ich drauf. Ja, ihr habt ja ein bisschen Stress abgebaut, ne? Ja, nein, gleich direkt wieder drauf. Ja, weil, ja, Snetten hat gar keinen Stress bekommen. Ne? Also, ja, ich weiß schon. Die hat jetzt gerade abgebaut. Ja, die hat alles abgebaut. Gut, dann werden wir jetzt Ferrat raiden, ne? Und wir sehen uns, wenn ihr Pen und Paper weiterspielen wollt, natürlich am Donnerstag wieder, nächste Woche. Yes. Ne?
wieder um die gleiche Uhrzeit, dann geht es direkt hier weiter. Und ich finde das schön, dass es dann hier direkt weitergeht und das nicht mehr einen Monat dauert. Ja. Ja, ja und... Ja. Wir schaffen das noch. Ja, und das nächste Woche ist sogar, sind sogar zwei Pen und Paper. Es wird auch anscheinend... Herr der Ringe. Ring, genau, Herr der Ringe gespielt. Ah. Ja. Also, ich danke fürs Zuschauen und ja, im Internet hört man einen auch schreien. Ah! Oh. Was? Im Internet kann ja noch niemanden schreien. Ja, danke. Ja, ja.